dass man eventuell machtlos ist und deshalb aggressiv wird oder so. Und Ist leider. bitte? Ist leider so, ja, ist Ja, leider so. das Aber ist es. direkt in meine Gesicht oder mit mir zu reden, jetzt zum Beispiel in einen Live zu gehen, wo jeder seine 5 Minuten bekommt, das wollen sie nicht. Die wollen mich nur beleidigen, wenn ich nicht dabei bin. Und finde ich nicht schön. Dann komm und rede mit mir. Ich bin Ja, nicht das mag ich auch aggressiv. nicht. Ich Das bin nicht mag ich aggressiv. nicht. Ich unterhalte mich gerne. Es gibt viele Muslime, die sich ja einfach halt niveauvoll unterhalten. Und ich muss den nicht überweisen oder überzeugen und er auch nicht. Wir können gerne reden und wenn er meint, okay, ich sehe es anders, oder ich habe ja auch kein Problem mit dir. Du weißt das. Ich habe nicht gegen den Ja, Anfang an, war ein aber bisschen hitzig, aber dann habe ich verstanden, wie die Art und Weise, wie du denkst, und dann sehe ich ja da keine Gefahr. nein, ich sehe da grundsätzlich keine Gefahr. Das Einzige, was ich an Gefahr sehe, ist bei Einzelnen, und diese Einzelnen gibt es leider viele von. Das ist so bescheuert. Eine ganz bescheuert. Auch kriminalpsychologisch betrachtet ist es halt, sind das halt für Einzelne, auch wenn die eine Gruppe sind. Ne? Wie meinst du gerade jetzt, meine Schwangere? Wer fragt gerade? Martina. Entschuldigung. Ach so, Martina. Wenn man jetzt zum Beispiel so radikale Leute, Gruppierungen, wie auch immer, die sich nicht an Gesetze halten, dann handelt es sich zum Beispiel um Gruppen, aber die sind aus kriminalpsychologischer Sicht vereinzelt, weil die halt ein Mindset teilen, was nicht die Mehrheit teilt. Ja, und wenn Ja, die aber sich. das, ja, aber das kann man, das kann man doch anhand nur dieser Aussage von einem Kriminalpsychologen nicht wirklich ernst nehmen, wenn man, ich sag mal jetzt, als persönlicher Mensch aus seiner eigenen Welt heraus in den Alltag geht und jeden Tag eine Konfrontation mit sowas hat, dann kann man das doch nicht mehr mit vereinzelt betiteln. Das funktioniert doch nicht. Ich meine, wir sehen doch überall, wo was für ein Chaos ist. Jetzt mal die islamische Religion sei mal dahingestellt. Aber es ist ja offensichtlich, dass wenn in den Nachrichten, ich meine, die lügen ja nicht immer in den Nachrichten, wenn in den Nachrichten kommt, oh, im Sommer Schwimmbad, eine Horde von, keine Ahnung, dieser und jener Gruppierung haben wieder junge Mädels terrorisiert, TikTok sportlich in dem Sinne. Oder, wenn man ja noch nicht einmal in dem eigenen christlichen Land ja nichts sagen darf. Draußen hier im Internet geht das natürlich sehr gut, aber draußen kannst du nichts sagen. Ja? Ich bin zum Beispiel Frührentner und habe nebenbei mal ein bisschen Pizzataxi gefahren für einen libanesischen Betrieb. Ja? Nur mal eine kurze Anekdote, damit du weißt, worauf ich hinaus will. Da kam ein Anruf, ein Bestellungsanruf. Ich habe den angenommen. Der Mann am Telefon hat gesagt, Selamun Aleyküm. Ich habe zurückgesagt, Aleyküm Selam. Der Mann hat seine Bestellung aufgegeben und der Pizzabäcker, der gleichzeitig auch der Besitzer vom Laden war, hat mich dann gefragt, ob das ein Türke war. Und ich habe dem gesagt, nee, das war der hat Deutsch gesprochen, sage ich. Und dann hat er mich wieder gefragt, war das ein Türke? Ich sage, keine Ahnung, der hat Deutsch gesprochen, aber ich glaube, das war einer deiner Glaubensbrüder, weil er hat Selamun Aleyküm gesagt. Und weißt du, was daraufhin passiert ist? Ich wurde innerhalb von 10 Minuten rausgeschmissen. Nee, sprich nicht so über meine Religion, bla bla blub. Ja, immer dieses, also ich habe das nur so kennengelernt. Die, die krass drauf sind, sind krass drauf in Aggression. Und die andere Fraktion, die krass drauf ist, ist in dem Sinne krass drauf, die sind sofort beleidigt. Ja? Und da kann ich dann den Spruch von einem Kriminalpsychologen, dass das ja nur vereinzelte Fälle sind, kann ich so nicht stehen lassen nach 49 Jahren. Das funktioniert nicht. Tut mir leid. Aber ganz ehrlich, einen Kriminalpsychologen kannst du diese Aussage, was er getätigt hat, das kannst du nicht auf normale Menschen beziehungsweise einsetzen, diese Aussage. Weil das ist was total anderes, ein Krimineller, der wirklich sein ganzes Leben unter Schwerstkriminalität und mit nur solchen Leuten abhängt. Da ist nicht normalen Kopf. Ja, also das Verhalten ist ja, ich weiß nicht, ob der irgendwie Stress zu Hause hatte oder keine Ahnung. Also
Jetzt da die Keule ziehen, so von wegen, ja, die sind alle so, finde ich von dir äußerst unfair, weil, weißt du, ich bin auch 44 Jahre in Deutschland, ich habe die ein oder andere Situation auch schon erlebt, ja, ich sag jetzt mal, in der Schule habe ich was Tolles gebaut in Technik, habe es dem Lehrer gezeigt, der hat mir eine 4 gegeben. Mein Kollege, der Robert heißt, der hat gar nichts gemacht, hat gebeten, dass ich ihm meine Technikarbeit gebe. Der ist mit meiner Arbeit zum Lehrer hingegangen und der hat eine 1 bekommen. Jetzt muss ich sagen, oh, das war ein Christ. Oh, das ist in der Religion. Was meine ich? Was beziehst du dich gerade? Nein, ich sag ja, das ist das Gleiche, wie dieser Christofaschist gesagt hat. Ja, so eine Alltagssituation und dann zieht man da die ganze Religion drüber. Und das nein, der hatte das gar nicht getan. Okay. Er hat aber gesagt, manche sind so. Eine Sekunde bitte. Das war eine sehr, sehr schöne Anekdote, die du da gerade erzählt hast. Und jetzt gehen wir mal zu der Kehrseite der Medaille. Das war natürlich nicht gerecht, dass du eine 4 gekriegt hast und er die 1 gekriegt hat. Ich war in der Grundschule und bin mit einem Kreuz, mit einer Kreuzkette in die erste Klasse gegangen. Und als das ein türkischer Junge gesehen hat, ist er zu mir gekommen und hat mir das Kreuz vom Hals einfach weggerissen. Ja, jetzt frage ich dich. Was ist schlimmer? In der ersten Klasse? Oder dass er mir an die Wette gegangen ist? Du warst in der Grundschule und ein türkischer Grundschüler hat dir ein Kreuz abgerissen. Ich bin 44 und ich war in der Grundschule eines Jakobinerorden, also einer Grundschule, die den Jakobinerorden angehört und ich habe Aschermittwoch ein Kreuz auf die Stirn bekommen. Ich weiß ja nicht, wo du aufgewachsen bist, aber vor 49 Jahren, sage ich mal, war Deutschland noch normal in der Hinsicht. Also ich und dass ein Grundschüler, einem anderen Grundschüler, der überhaupt, also in seiner magisch-ödipal-Phase, in einer Entwicklungsphase irgendwie da ein Kreuz abreißt, ich weiß nicht, ich halte das für ein bisschen überzogen. Oder hast du dich mit ihm gerauft und das ist aus Versehen passiert oder ich weiß es jetzt nicht. Also vor 49 Jahren weht hier ein ganz anderer Wind. Wir haben, also ich kann dir zum Beispiel sagen, wir mussten immer, ich kann mich da auch erinnern, wir hatten Nonnen als Erzieherinnen und Lehrerinnen und wir haben immer einen Kreis gemacht, jeden Morgen und wie nennt sich das, ein Rosenkranz abgebetet. Das war ein riesengroßer Rosenkranz mit Holzperlen ich kann mich nur erinnern, Maria, die Frucht deines Leibes und so und jede einzelne ganz Perle kurz wurde dann abgebetet. Also, ja, ich unterbreche einfach. Hast du in Hessen aufgewachsen? Bist du in Hessen aufgewachsen? Meinst du mich oder Christo? Dich. Ich bin in NRW aufgewachsen. Ah, okay, Kapolik. Alles klar. Ja, also weißt du. Oh, ich glaube, Baby Sherin wollte vielleicht was sagen, wir haben sie gar nicht gehört. Ja, ich wollte euch noch kurz ausreden lassen. Guten Morgen erstmal. Guten Morgen, Schwester. Guten Morgen, Schwester. Guten Morgen, Schwester. Ich habe noch eine Frage. Also ich will jetzt nicht über Religion diskutieren. Ich mag das überhaupt nicht. Für mich ist Mensch Mensch. Was mich nur mal interessiert, wenn jemand konvertiert zum Christentum, wie auch immer, ne? Das ist ja Leben, Leben lassen. Aber warum muss man sich Ex-Moslem nennen? Und das ist das, was ich nie verstanden habe. Das ist dein Leben. Wenn du das für richtig hältst, dass du jetzt Christ bist, freut mich das, ne? Ich liebe trotzdem meinen Nächsten. Also ich bin selber zum Islam konvertiert. Ich bin Ex-Jesiden, sage ich mal. Aber ich nenne mich ja auch nicht Ex-Jesiden, um irgendwie Likes zu bekommen oder sonstige Dinge. Und ich wollte dich da ein bisschen verstehen, warum du dich Ex-Moslem nennst. Kannst du mir das erklären? Okay, ich bin nicht Christ. Also ich habe keine andere Religion angenommen. Ach so. Alles gut, ich habe nur den Islam verlassen. Aber und Ex-Muslim ist ja halt das, was ich bin. Ich war Muslim, ich bin jetzt Ex-Muslim und ich kläre nur auf. Oder ich sage einfach das, was ich weiß. Ich teile einfach mein bisschen Wissen mit den Menschen. Es gibt auch Leute, die sich Jesus liebt dich nennen oder der wahre Weg. Oder wir haben viele Leute, die sich so nennen. Es hat keine Zweck, nicht für Likes oder so.
hat wirklich damit nichts Also zu ich habe tun. jetzt seine Lives jetzt nicht gesehen. Ich bin jetzt erstmal Nur vom, also mit damit die Leute Ex-Moslem. jetzt zum Beispiel, damit die Leute, die Ex-Moslems sind oder die gleiche Denkweise haben, die dann ja verstehen, was ich bin oder direkt erkennen, okay, der ist auch Ex-Moslem wie ich. Und dass ich ja dann halt eine Gemeinde aufbaue, ne, die die gleiche Prinzipien und die gleiche Denkweise haben wie ich. Okay, das heißt, du hast jetzt keine Religion? Nein, ja. Okay. Ja, ich habe jetzt dich vorher nicht gesehen, also du bist nicht so wie dieser Amir, ne, der die Leute richtig provoziert, oder? Ja, was heißt provozieren? Manchmal wird es jetzt nicht zwar, wenn es um Debatten geht oder um irgendein Thema, aber zum Beispiel Fermi ist ja auch Moslem, der ist Imam und du siehst gerade, dass ich nicht mit ihm streite. Es kommt darauf an, wie die Person ist, ne? Man kann Stimmt. sich trotzdem unterhalten, respektvoll und über Themen reden. Es kann sein, dass manchmal der Ton höher wird oder so, dass man ein bisschen aufgeregt ist, aber trotzdem, ich hasse niemanden und ich habe kein Ziel. Ich will nicht, dass die Leute meine Religion oder ich habe ja keine Religion, kein Buch, kein Prophet, verstehst du? Ich will nicht die Leute überzeugen vor irgendeiner Glaubensrichtung. Ich sage nur einfach das, was ich weiß und teile einfach nur meine Informationen. Nee, du hörst dich vernünftig an. Ja. Dann war es schon die Frage. Also. Dann mach weiter. Solange du niemandem wehtust, mach weiter. Aber darf ich dir kurz eine Frage stellen, Ja, Bibi? bitte, Martina, ja? Du bist zum Islam konvertiert, oder? Richtig. Und jetzt ohne einfach nur aus reinem Interesse. Was hat dich von Islam so überzeugt, dass du da rein konvertiert bist? Also ich habe einige Sachen in meinem Leben erlebt und gesehen und ich habe halt immer nach Sinn des Lebens gesucht und ich habe ja auch sehr viele Leute in meinem Freundeskreis, die Muslime sind, die aber auch Christen sind. Mein Cousin selber ist zum Beispiel zum Christentum konvertiert und für mich ist die Wahrheit für mich, ne? Für mich persönlich halt. Meine Religion ist zwischen mir und Gott. Und alle Fragen, die ich für mein Leben hatte, hat mir Islam beantwortet. Und ich habe damit innere Ruhe und Zufriedenheit erlangt. Also ich bin nicht nur die Einzige, die zu Islam konvertiert ist. Meine ganze Familie ist zu Islam konvertiert. Also das heißt, mein Vater, meine Mutter und meine zwei Schwestern. Wir sind drei Mädels. Ich wollte jetzt auch Ich nicht weiß ganz. auch, es gab gestern hier Ja? ein Mädchen, die hat gesagt, hilf mir, ich will meinen Vater aus der Religion, aus der Islam rausholen. Und ich habe ihr gesagt, lass ihn in Ruhe, wenn dein Vater ein 70-jähriger Mann oder sowas, warum willst du ihn jetzt verunsichern? Warum willst du ihn jetzt seinen Trost wegnehmen, ne? Wenn er glauben will, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und so, warum willst du ihn jetzt verunsichern? Ne? Das ist, also ich meine, ich will nicht jeden raus aus der Religion holen, aber wer fragt, helfe ich gerne, ne? Für junge Leute, die noch ihr ganzes Leben vor sich haben, sehe ich es nur gut, dass die sich von der Religion befreien und ihre eigenen Prinzipien, Moral und Ethik halt bauen, unabhängig von Religion, dass sie, wenn sie eine gute Sache machen oder tun, nicht nur für den Himmel, ne, für die Belohnung, sondern einfach, weil es gut ist, weil sie gute Menschen sind. Und wenn sie nichts Falsches oder nichts Böses machen, ne, obwohl das in Perspektive ist, auch nicht vor Angst vor der Hölle machen, weil das ist für mich keine Moral und keine Ethik, wenn man nur vor Angst irgendwas macht oder für Belohnung was macht, ne? Ich finde, dass es eine gestörte Moral ist und ich helfe einfach nur die Leute, ihre eigene Denkweise zu entwickeln oder ja halt deren eigenen Prinzipien zu finden, unabhängig von Religion und von Glauben. Stimmt. Also ich muss mal was dazu sagen. Kurz bevor mein Vater gestorben ist, weil meine Mutter das ja nicht verkraftet hat, dass das Islam konvertiert ist, da meint sie, er ist kein Moslem. Und dann hat mein Vater beantwortet, dass es egal, was jeder ist, jeder muss das selber wissen, Hauptsache Mensch. Und Menschlichkeit zählt. Und das ist auch bei mir so. Also deswegen, ich rede nicht gerne über Religion, ich rede auch nicht über Nation, weil meine Religion ist zwischen mir und Gott. Ob du Jeside bist, Jude bist oder halt nur an nichts glaubst, das ist mir relativ egal, solange man gegenüber mir Respekt hat und halt freundlich ist. Das ist das Wichtigste. Für mich spielt das keine Rolle, wer an was glaubt. Menschlichkeit zählt, nicht Religion oder Nation. Ich kritisiere eher den radikalen Islam oder die radikalen Sunniten. Ne? Ich kritisiere jetzt nicht zum Beispiel irgendwelche Leute, die eine Glaubensrichtung haben, der friedlich ist und die sagen, okay, ich glaube nicht an diese bösen Sachen oder an diese radikalen Sachen. Ne? Aber bei manchen Menschen ist das halt leider gefährlich. Und wir hatten hier auch ein paar IS-Mitglieder, die hier gerade in Deutschland freilaufen.
Und ich glaube, für solche Leute sollte trotzdem, obwohl die meistens von der Sache überzeugt sind und eher nichts bringt, aber trotzdem sollten die Leute es wissen, was da gibt, was diese Glaubensrichtung ist, und sich dann selbst entscheiden, ob sie das wollen oder nicht. Aber du weißt schon, dass die IS-Anhänger, sorry Martina, du wolltest was sagen? Alles gut. Kennst du noch den IS-Anhänger, dem IS noch nicht radikal genug war? Der war auch hier. Ja. Aber ihr wisst schon, dass IS keine Muslime sind? Ja, also Folgendes, ich würde dazu kurz was sagen, weil hier sind viele Sachen gesagt worden. Zum einen schätze ich die Arbeit von Ex-Muslim Babu oder Babu Ex-Muslim, und auf der anderen Seite gibt es auch Dinge, die ich extrem kritisiere, aber zu den positiven Dingen, die ich sehe, ist, dass er zu einem freien Geist anregt, weg von Fesseln oder sowas. Das finde ich gut, und dass man eine progressive Einstellung haben soll. Das, was ich nicht mag, ist, dass man den Muslimen die Religion erklären muss. Das machen sehr, sehr viele hier. Und ich finde, dass das eine interne Angelegenheit ist. Und zu deiner Sache, Baby Shirin, der IS, der ist von allen muslimischen Ländern verdammt worden. Die nehmen ihre Motivation aus der Religion. Ja, da gibt es keinen Zweifel dran. Dennoch sind sie Dinge, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch gesagt, es gibt welche, wenn ihr sie Koran rezitieren seht, wenn ihr sie beten seht, zweifelt ihr selber an euch selbst, aber sie verlassen die Religion, wie der Pfeil den Bogen verlässt. Also diese Khawarij, sagt man auch dazu. Klar, sie denken, sie seien aus der Religion her beauftragt, sowas zu machen, ist aber, sie haben ihre Religion verlassen, und deshalb sehen die Muslime sie nicht als Muslime und bekämpfen sie auch. Aber Entschuldigung, da hätte ich meine Frage erstmal gottesreichen Segen nochmal. Ich weiß nicht, ob man mich gehört hat. Bruder Kuss, David, guten Morgen. Vielen Dank, mein Lieber. Aber was tut denn der IS, was der Mohammed nicht getan hat, bitte? Folgendes, du musst dir vorstellen, dass die Khawarij selbst zu Zeitpunkt des Propheten Mohammed gelebt haben und der Prophet sie erwähnt hat. Ja, weil es gibt Leute, die sind so in einem Tunnel drin, dass sie nichts mehr außerhalb sehen. Und da, um deine Frage zu beantworten, du kannst nicht, wie gesagt, das heutige Mindset und heutige Völkerrecht auf damals ziehen, weil es, du durftest damals legal einen Krieg erklären. Heutzutage wird eine Kriegserklärung ganz, ganz hart bestraft im UN, und du darfst halt höchstens dein völkerrechtlich verbrieftes Recht auf Verteidigung machen, aber diejenigen, die angreifen, sorry, ich habe gerade hier im Hintergrund, es war das damalige Recht so. Das kannst du heute nicht so vergleichen. Deshalb ist ein mit heutigen Standards auf. Aber du sollst doch nach Mohammed streben, nach seiner Lebensweise. Nee, pass mal auf. Entschuldige, ich wollte nicht sagen, pass mal auf. Wurden die Flüsse nicht rot gefärbt mit dem Blut der Ungläubigen? Sicherlich, ich weiß jetzt nicht, wo in der Wüste ein Fluss ist, aber kann sein, aber das ändert nichts daran, dass selbst, ich sag jetzt mal, an der Schlacht von Gallipoli wurde das Meer auch rot, und die Engländer haben auch Türken abgeschlachtet und was weiß ich, also da ist auch das Meer rot geworden, nur die Kernbotschaft des Islams, dass es keine Gottheit gibt außer den einen, dass er ewig ist, dass er, also die monotheistischen Charakter des Islams, das ist die Kernbotschaft, nämlich La ilaha illallah. Also das heißt,
Die Kernbotschaft ist nicht, ja, du sollst alle massakrieren, du sollst ein Kopftuch anziehen und du sollst die Leute die Hände abhacken und so. Das ist nicht. Es gibt die Jurisprudenz der Scharia, die hat erstmal, ist erstmal ein Rechtssystem und auch dehnbar und flexibel. Aber die wichtigste Sachen sind die fünf Säulen des Islams, dass du bezeugst, dass Gott der eine ist und ewig ist, dass sein letzter Gesandter der Prophet Mohammed ist, dass du die Gebete machst, die Spenden entrichtest, Fasten, Ramadan und den Hajj, also darum geht es. Und alles andere, was drumherum war, war damals im Rahmen des Völkerrechtlichen so gegeben. Klar, wenn wir... Also du siehst das nicht so, dass das in Ordnung ist, was sie machen und... Nein, ich betrachte das im historischen Kontext. Nicht, dass ich es nicht in Ordnung sehe. Das ist dafür liebe ich dich doch auch, Femi. Ja, nein, ich wollte dich gar nicht angreifen in dieser Sache. Bei dir ist das sowieso anders für mich. Sowieso anders. Schau mal, und zwar folgendes, wenn wir jetzt zum Beispiel die Intervention von Gaius Julius Caesar in über Gallien, ja, das war ja auch nicht in Ordnung, aber der hat dort aus dem Völkerrechtlichen betrachtet, war das damals so, da kann man es dran ändern. Und deshalb ist der Kontext sehr, sehr wichtig. Femi, ich wollte noch mal was sagen, was gestern gewesen, Entschuldigung, wenn ich so reinkrätsche noch, ist so ein kleiner Themawechsel, und zwar warst du gestern bei Yunus live als Gast zugegen, und da meinte ich, weil jemand, eine Frau meinte, der Femi ist ein ganz Lieber, er ist zwar Muslim, aber er ist ein ganz Lieber, und da meinte ich, ja, Femi ist eine Amphibie unter den Muslimen, der ist eine ganz besondere, was ganz Besonderes, und da meinte ein Muslim, der hat mich dann beleidigt und bedroht und hat gesagt, ich hätte dich als Tier bezeichnet, du weißt aber, was ich meinte mit Amphibie, ne? Alles gut. Okay, ja. Nicht, dass du dachtest, dass ich meinte, dass du ein Tier bist. Auf gar keinen, ich meinte, du bist eine Seltenheit, ja. Weil du so, du hast für mich, was ich dir sagte, du bist der christlichste Muslim, den ich kenne, so, weißt du? Nein, ich weiß, was du meinst, und würde ich niemals sehen. Nicht, dass du das auch so gedacht hast, dass ich meinte, dass du bist was? Kein Muslim, ist für mich ein, jeder Bruder Mensch ist für mich ein Mensch. Bruder Kusum, ne? Ist mein Bruder. Ich kenne sehr viele Muslime, die wirklich sehr, sehr, sehr lieb sind. Und sehr nett. Ja, aber Femi ist schon was Besonderes, doch. Sag dir, Bruder Kuss. Ich meine das auch ernst, also ist jetzt nicht so gesagt, sondern ich meine, du hast sowas sehr Liberales. Also ich bin progressiv, liberal, sowieso sind wir alle, die hier in Deutschland zumindest sich zu Deutschland bekennen und strafmündig sind oder sowas. Die sind alle liberal eigentlich. Also zumindest, wenn man das so näher betrachtet. Aber ich finde auf jeden Fall viele Sachen, weißt du, viele Muslime haben es schwer mit Selbstkritik. Und wenn man so auf sich selbst schaut und ich sag jetzt mal im Kollektiv, dann siehst du auch sehr, sehr viele unterirdische Bildungen. Und das ist eigentlich unser Problem. Ja, und für Bildung ist das A und O. Ja, und viele sind einfach 100% dogmatisch. Und da kriege ich auch die Krise dran, weil du kannst mit denen überhaupt keine gesellschaftlichen Themen. Ich sage zu denen, ich spiele Klavier. A'udhu billah, wie kannst du Klavier spielen? Instrumente sind verboten. Was bist du denn für einer? Hin und her. Ich sage, ey, Alter, mir so, ne? Auf den Sack. Weißt du? Yeah. Aber da muss ich dir wirklich auch recht geben, und nicht nur zu Muslimen, sondern zu allen Menschen. Es gibt wirklich Menschen, die keine Selbstreflexion haben und überhaupt nicht selbst eigene Meinung bilden können, sondern einfach nur irgendwas folgen, das was für andere schlecht ist. Und so weiter. Es gibt wirklich so, was heißt, waren wir schlecht, nicht schlecht, aber einfach, ich glaube, du hast schon verstanden, was ich meine, oder? Ich habe das verstanden. Also, ja. Man hängt sich auch auf Kleinigkeiten auf. Also ich war gerade eben auch in einem anderen Stream. Ich meine, ihr kennt ja sicherlich wieder Luca. Und die haben sich gestritten, ob Weihnachten gefeiert werden soll oder nicht. Also das waren nur Christen. Also ich fand es auch sehr, sehr interessant, dort zuzuhören, dass es gewisse Dinge gibt, die ähnlich sind bei uns. Also
Ja, also es heißt jetzt nicht so, dass wir alle intern zerfleischen wir uns auch schon, extern sowieso und keine Ahnung, obwohl man mit gutem Beispiel vorangehen soll. Weil wenn man in die Religion schaut, also über die verschiedenen Dogmen, die einen eigentlich zur Geduld anmaßen oder wie auch im Christentum die andere Backe ist ja Arsch. Wange. Genau, sorry. Und normalerweise der Gläubige, der ist fromm, der sucht geziemende Worte, der versucht eskalieren, der versucht Frieden zu stiften. Aber wir sehen ja, dass das irgendwie vorne und hinten nicht klappt. Aber das liegt allein an der Tatsache, dass wir auch irgendwo Menschen sind. Sorry. Fahmi, die verbieten sogar den Geburtstag zu feiern von Mohammed, ne? Eid al-Mawlid al-Nabawi. Zum Beispiel, wir in Marokko feiern das, aber in Saudi-Arabien und so, für sie ist das ja ein Problem. Die sagen, nein, das ist nicht in Ordnung, man darf keine Geburtstage feiern, auch von Mohammed nicht und so. Wann wurde denn Mohammed geboren, wenn ich fragen darf? Christus, im Jahr des Elefanten. Ich meine, auf den Tag genau meine ich. Ich habe dich jetzt völlig nicht verstanden. Im Jahr 570 nach Christus, es ist, da wir ja einen Mondkalender haben, ist es genau. Tag immer jedes Jahr 10 bis 11 Tage nach hinten. Also du kannst jetzt nicht sagen, dass er im nächsten Jahr, weil wir ja nicht diesen gregorianischen Sonnenkalender haben, der ja, wir haben nur 360 Tage oder beziehungsweise die Mondperioden, immer bei Neumond ist ein neuer Monat und deshalb... zum Beispiel, wenn du sagst, am 12. Scheiße, Entschuldigung. Alles gut. Genau wie Ramadan. Ramadan ist ja auch jeden Tag. 570 war es dieses, im damaligen. Ja, okay. Das ist aber kennst du die Geschichte, Fermi, warum der Kalender jetzt durcheinander ist? Der islamische Kalender, in dem man sie usiert und viel Koffer. Ich würde eher sagen, dass das an dem Schaltjahr liegt, aber. Naja, Ramadan, wir wissen, die Monate Ramadan heißt so viel wie Hitze, ne? Und das war immer im Sommer, ne? Ah, Jumada ist, wenn die Körner, die man pflanzt, ja, hat Jejmidun, die sind fest, ne? Genau. Shawwal ist, wenn man halt die Ernte macht, ne? Rabi al-Awwal, Rabi al-Thani kommt manchmal im Sommer, manchmal im Winter. Da ist der ganze Kalender durcheinander. Ramadan kommt in seine richtige Zeit einmal in 33 Jahre, weil ich sage, meine Meinung, Mohammed hat das alles vermasselt. So. Der hat gesagt, Siusiedat und viel Koffer. Diese Korrektur ist eine Koffer. Und seitdem haben sie es nicht mehr gemacht und dann ist der ganze Kalender durcheinander. Ja, also es gibt auch Leute, die sagen, Frühling, Kharif, heißt einfach nur reinschalten. Kharifi. Aber da gibt es auch so viele Sachen. Sorry. Aber ich sehe da, dass das ziemlich klar ist, aber du siehst ja auch, Babu, ein paar Sachen muss ich dir leider immer zustimmen, auch wenn ich am liebsten auf meine Zunge beißen möchte. Immer dieses Dilemma um wann ist Eid, ne? Und einen Tag nachher, soll ich den Mufti Jumhuria von Marokko folgen? Soll ich den Mufti? Ich sag euch einen kleinen Witz. Einen Imam, ne? Der geht oben, ne, auf dem Minarett zu gucken, ob ne, Ramadan morgen ist oder nicht. Und der Junge wartet unten und der sagt ihn, ja, morgen ist der Eid. Der Junge will wegrennen. Die Leute sagen, nein, warte doch nicht. Und der hört auf. Dann sagt ihn, doch, morgen ist Eid. Und am Ende kam der Junge oben, der hat gefunden, das war von einer Apotheke, ne, einen Halbmond von Apotheke, der an- und ausgegangen ist. Und der Imam hat einfach nur den Halbmond von der Apotheke gesehen. Der dachte, das ist der Mond. Wenn er blinkt, sagt er, ja, morgen ist der Ramadan. Wenn es ausgeht, sagt er nein. Jeder sagt irgendwas anderes, deswegen soll man selber seinen Weg finden. Genauso wie Geburtstage, was du gesagt hast. Geburtstage an sich habe ich es eigentlich nicht verboten, weil unser Prophet hat ja selber Geburtstag gefeiert. Ich denke mal, was die damit sagen, ist, dass Alkohol halt, ne, weil ganz viele beim Geburtstag halt trinken. Bei uns ist ja Alkohol verboten, weil das ja den Körper schadet. Aber Geburtstag an sich feiern finde ich jetzt persönlich nicht schlimm, solange man jetzt nicht... Ich finde, dass Fasten auch schadet, ohne Wasser 18 Stunden, 19 Stunden, finde ich, dass es auch schadet. Oder nicht?
Nicht unbedingt, das reinigt den Körper. Also bei mir war das so, dass es mein. Also ich selber darf nicht fasten, weil ich Asthma habe, ne? Und weil ich nicht nur Asthma, ich muss morgens Tabletten nehmen. Ich habe Dings hier Blutzucker, deswegen darf ich nicht fasten. Aber als ich das nicht hatte, hat mir das persönlich jetzt nicht geschadet. Aber ich wünschte mir, die würden trotzdem Wasser trinken, weil das ist ganz gefährlich für die Nieren, wenn man schwitzt, ne? Wasser bleibt nicht über 1,5 Stunden in dem Körper, ne? Man uriniert, man schwitzt und das ist gefährlich. Ich wünschte mir, die würden trinken. Aber bei Weil mir ist auch auch, wenn es in der Zeit von Mohammed, es waren nur 3 Tage. Der sagt ja auch, der sagt paar Tage und nicht paar Wochen oder einen Monat. Also, ich weiß nicht. Was glaubst du da, Fermi? Es gibt den Hadith von Jibril, aber du kennst den ja auch, Buni al-Islam ala khams, ne? Und also der Islam ist halt auf 5 Säulen und eine Aussage davon ist Siyamu Shahru Ramadan. Ne? Also, und auch im Koran, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran, hudan lin-nasi wa bayyinati min al-huda wal-Furqan. Also, du kennst ja diese Ayat. Und also im Zusammenhang mit Bibi Shirin, es ist auch richtig, dass du da das Fasten nicht durchführst, weil auch man kann minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra wa ala alladhina yutiquhum Fidyatun Ta'amu Miskin, also als Ablöse kann man ja auch einen Arm spenden. Ne? Das ist ja, da gibt es ja Mittel und Wege. Nur ich sehe, Die dass. Araber machen so, weißt du, fällt mir, was die Araber machen? Emirate, die haben, die fahren 25 Kilometer und essen dann. Die fasten nicht. Die fahren einfach mit dem Auto, mit seiner Porsche, 25 Kilometer Ich oder was kenne so weiß viele, die nicht fasten, weil die ich. rauchen und so. Aber was willst du da machen, Alter? Das lässt du nicht. Also ich ziehe das durch und ich kann ja halt sagen, so, weißt du, das mit der Dehydration, gibt es natürlich eine ganz gefährliche Hürde. Da darf man, wenn du in einer Wüste bist und dehydrierst, dann bist du ja schon fast tot, da musst du was trinken. Da kannst du, da sagt auch die Religion, dass du das machen darfst. Nur wenn wir jetzt hier, ich habe hier eine Kiste Wasser in der Nähe und alles in der Nähe und ich weiß, dass man zum Beispiel, wenn man auf einer OP sich vorbereitet, man nüchtern sein muss und auch die medizinischen Ergebnisse des Fastens sind schon sehr, sehr gut. Also da gibt es auch sehr, sehr gute Studien drüber. Also das muss man schon. Ja, aber auch wenn du dich für OP vorbereitest, Wasser darfst du trinken und vor allem du trinkst sogar Tabletten 1 Stunde vor OP mit Wasser. Deswegen, du kannst Wasser trinken, aber halt nicht essen. Essen nicht und trinken ist, ich glaube, das war 6 Stunden vorher verboten. Doch, aber nee, verboten ist es nicht, Wasser darfst du trinken, aber zum Beispiel keine Süßigkeiten wie zum Beispiel Cola oder Fanta oder so, Aber auch nicht diese richtig süßen trinken, Sachen. sondern schluckweise, weil ich das daher weiß, weil ich vor kurzem eine OP hatte. Was das Fasten selber betrifft, muss ich sagen, das hat immer meinen Körper gereinigt. Also ich liebe eigentlich Fasten, aber ich darf halt nicht fasten. Und in Islam ist das ja so, sobald das auf die Gesundheit geht, dann soll man sogar nicht fasten. Man sagt ja dann, dass das, wenn man seinen eigenen Körper schadet, dass man auch eine Sünde macht. Aber ich habe jetzt kurze Frage an euch, Muslime. Habt ihr zum Beispiel auch ein anderes Weg zum Fasten, nicht zum Beispiel auf alles zu vernichten, sondern Es auch gibt zum Beispiel nur auf bestimmte Sachen zu ver also im Islam gibt es 3 Arten von Fasten. Es gibt sogar das Schweigegelübde, das nennt sich auch ein Fasten. Das hat auch Maria gemacht, Gottes Heil und Segen auf sie. Also es gibt das Schweigegelübde, ne? Als Schweigen. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich schweige 3 Tage, ist auch ein Fasten. Dann gibt es das Fasten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Und dann gibt es das Fasten von David, des Propheten Davids, der 24 Stunden gefastet hat. Also diese 3 Arten. Also es gibt jetzt nicht das Fasten, dass man eine gewisse Nahrung nicht mehr aufnimmt. Also soweit ich das weiß, beginnt ja das Fasten und das geht dann eine Mondperiode lang, soweit ich weiß, oder 40 Tage oder wie ist das im Christentum? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass irgendwann Februar, März das Fasten so beginnt im Christentum und dann 40 Tage geht oder also das Gegenfrage.
Es gibt doch die Nee, Geschichte von ganz den kurz. In Sahabi-Fermi. Christentum hast du verschiedene Arten von Fasten als erstes. Als zweites verschiedene Zeitpunkte, wo wir fasten. Zum Beispiel jetzt sind zu Weihnachtszeiten. Wurde vor 1,5 Wochen. Nee, vorletzten Sonntag. Hat Advent angefangen. Und ab Montag danach haben wir angefangen zu fasten. Aber zum Beispiel, manche fasten nur auf bestimmte Sachen, zum Beispiel wie Zigaretten, Alkohol, keine Ahnung, zum Beispiel auch manche von Fleischprodukten, manche von tierischen Produkten, zum Beispiel die ernähren sich nur vegan. Es gibt verschiedene Sachen. Zum Beispiel, es gibt auch bei Orthodoxen, die fasten nicht nur 4 Wochen, 40 ungefähr, 40, nee, weniger als 40 Tage. 4 Wochen, sagen wir so, wirklich nur 4 Wochen. Die fasten nicht 40 Wochen, 4 Wochen, sondern die fasten 50 Tage. Und dann hast du auch Fasten für Ostern. Das geht genauso wie hier für Weihnachten. Die Menschen, die fasten anders, weil ich sag mal so, bei uns Christen ist Fasten nicht etwas, was ein Pflicht ist. Bei uns Katholiken, bei Orthodoxen ist es Pflicht, dass die fasten sollten. Natürlich, wenn es nicht auf Gesundheit geht. Bei uns Katholiken ist es nicht Pflicht, weil jeder baut seine eigene Beziehung zu Gott, so wie er es will und so wie er es selbst so richtig hält. So geht es auch für Fasten. Das halt. Mit Fasten kann man sehr vieles erreichen. Deswegen, es kommt immer an, was man damit erreichen will. Aber es gibt zum Beispiel auch bei uns, man fasst es nicht von etwas von Essen oder Trinken, sondern wenn man sagt so, ja, ich habe zum Beispiel dieses Jahr zu wenig Bibel gelesen oder zu wenig gebetet, ich nehme jetzt diese Zeit und lese in Bibel oder bete viel, viel mehr und so weiter. Kann man auch machen. Das ist einfach auf Beziehung mit Gott arbeiten. Außerdem, es gibt keine Strafe für wenn ich fastet in den Islam. Genau. Ne? Es gibt keine Strafe in den Islam, wenn ich fastet, weil das ist Eigentlich zwischen dir ja. und deinem Gott. Ne? Die sagen dir, du sollst ja 2 Monate fasten oder dann arme Leute Essen spenden, 60 Leute oder eine gläubige Sklave befreien. Aber der sagt nicht zum Beispiel peitschen oder so. Und ich finde, die Leute heute übertreiben auch in der Sache, ist meine Meinung, in der Sache Fasten, weil ich meine, der hat ja Allah hat keine Strafe dafür gemacht, ne? Wie wenn ich bete oder wenn ich dies. Viele Und übertreiben heutzutage. es gibt ja aber auch eine andere Sache, was SEX angeht, ne? Wenn der Mann, ich weiß nicht, ob Fahmi das kennt von Ibn al-Qayyim, bei der El-Fawaid, wahrscheinlich kennt er das, Ramadan. Kennst du, Fahmi? Ich kann es dir schicken, falls du es nicht Ja, kennst. ich kenne. Ja, und das ist erlaubt halt bei den Sunniten, sich zu befriedigen tagsüber in Ramadan. Ja, und das macht dein Fasten nicht kaputt. Heute sagen die nein, Siyam an der Shahwatayl, but no al-Farj. Moment, Sollte nicht hinein. Masturbation meinst du, oder wie? Ja, ich schicke dir den, wenn du sehen willst. Nicht jeder hat alle Bücher Also gelesen. eher Der Babu ist Kollektion. ja sehr vernünftig, aber die Kommentare, Ja. also wenn ich manche Ja, Kommentare Schwester, lese. bei mir hier ist Redefreiheit nur keine persönliche Beleidigung. Bei mir ist nur der Mensch heilig, das sage ich immer. Jede Ja. Religion, jede Ideologie darf man kritisieren Ja, oder das stimmt. beleidigen. Religionen haben keine Rechte, meiner Meinung nach, nur der Mensch persönlich. Wenn jemand hier jetzt jemand persönlich angreift, wird er gestummt. Ja, also Masturbation mit Ejakulation macht das Fasten ungültig. Also Ihr Lieben, ganz kurz, ich muss offline gehen, aber war ein ja. schönes Gespräch. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen schönen Danke, Tag und passt auf danke. euch auf. Wünsche ich dir auch. Danke dir auch, Gottes Segen. Ich Dankeschön. schicke dir, den Text für mich privat, also eine Nachricht Ja, später. schick mir das von Ibn Qayyim. Wo? In Ruh oder Sein wo drin? Buch Bedai el-Fawaid. Bada'a al-Fawa'id. Ja. Bada'a al-Fawa'id. Ach Ja. so, ja, okay. Schicke ich dir später, dann kannst du in Ruhe lesen und vielleicht auch Inshallah. recherchieren. Inshallah.
Ich mache auch nicht mehr lange, Freunde, ne? Ich muss gleich in 10 Minuten raus, habe ein paar Termine, ein paar Sachen zu erledigen. Ich bin dann aber ungefähr gegen 17 Uhr Ich live. muss auch um 10 Uhr wohin. Gut, dann vielen Dank, Babu. Du Danke weißt, dir auch, Bruder. ich kann dich gut leiden, auch wenn, Auch. aber es gibt Dinge, die mag ich nicht, aber was soll ich machen? Ich muss damit leben. Ne? Alhamdulillah. Aber du, ja, es ist so, wie es ist. Ich rede gerne mit dir, aber auf dem Niveau gegenseitigen Respektes. Ich weiß, dass du immer die Sachen so ungefiltert raushaust. Das ist dann halt so. Rede, inshallah. Danke. Gut, dann vielen Dank für das Gespräch. Auch vielen Dank, Martina. Und vielen Dank an den Chat, auch wenn er ausgeartet ist an der einen oder anderen Stelle. So, bis dann. Bis dann. Ich wünsche dir viel Gottes Zeit. reichlichen Segen und Frieden. Danke. Dir auch. Ja. Babu, wir hören uns dann Ja, später. Schwester. Okay, Schwester, ich wünsche dir einen schönen Tag. Dir auch. Okay. Ja, Freunde. Ich muss mich langsam auf den Weg machen. Ja, ich glaube nicht, dass in den Chat persönliche Beleidigungen waren. Wir haben ja unsere Modis, manche schlafen noch, aber ich bitte euch immer, Leute, ne? Leute, die mir folgen oder auch nur einfach die hier zu Besuch sind, immer bitte höflich bleiben. Religion kann man beleidigen, Ideologien kann man beleidigen oder kritisieren, aber halt nicht den Mensch, ne? Personen nicht. Nicht persönlich werden. Muss, was ist denn los? Suche 66. Danke, Kathi, bei Gottes Segen, Schwester. Ja, also Freunde, ich wünsche euch dann einen schönen Tag, ja? Wer noch nicht folgt, folgt mir, ne, damit ihr nichts verpasst in Zukunft. Und wir sehen uns dann später, ja? Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss. Finde ich es wichtig, dass ich weiterreden soll und dass viele, auch wenn es nur eine Diskussion ist, es soll, ja, so, ja, was soll ich sagen, das ist eigentlich so meine Meinung halt, Jakobus. Deshalb, es ist schwer. Es ist nicht einfach. Oh, die, ja, eine Ja. starke Frau wegen Ayusi. Ja. Ja, schön erklärt. Also quasi, wie ich das verstanden habe, die Frauen, sage ich, die Rechte, die in Europa haben, die verzichten darauf, indem die sagen, dem Koran zu folgen und halt sich unterdrücken lassen, quasi von deren Gelehrten, indem die immer jedes Mal Angst bekommen, pass auf, trotz, wenn du das und das nicht machst, wenn du das und das nicht machst, kommst du in Höllenfeuer. Wie ich das jetzt verstanden habe. Aber wie kann ich denn in Höllenfeuer Genau. kommen? Wie kann ich denn in Höllenfeuer kommen, wenn ich meine 5 Säulen halte? Das ist meine Frage. Es gibt ja einen Vers, wo Mohammed sagt, die meisten Höllenfeuer sind ja die Frauen. Da muss ich mich doch irgendwie damit befassen. Ich faste, ich laufe die 5 Säulen quasi der Islam, aber letztendlich habe ich doch keine Möglichkeit, im Paradies zu kommen. Da muss ich doch als Frau irgendwie meinen Kopf kratzen. Ey, ist da was Falsches? Das ist doch ganz Machen das normal für in meiner den Frage. Männer, Bruder. Nein, nicht Machen das genau. für Guck den mal, Männer, weil wenn eine Mann. ich war ja auch Muslima, Entschuldigung. Ja. Und den. Schwester, ich glaube, Ja. die machen auch den Hijab tragen auch für den Männer, damit sie einen Mann dir auch Nein, sagen nein, würden. das Ja, ist eine doch. gute, was Weil Jakobus. ein Muslim würde nie eine Frau ohne Hijab heiraten. Der denkt immer, die mit dem Hijab ist ja, ne, die ist gut, die ist. Ja, Paradies. Al-FIFA, ja, die denken, die hat nichts gemacht, die ist gut. Deswegen tragen sie die meisten auch den Hijab. Sogar deutsche Frauen tragen den Hijab, um Männer zu, um muslimische Männer zu heiraten. Ja, da sind ja meist immer die nicht mehr Wäsche abkriegen. Deswegen trinken die das mit der Hoffnung, dass sie noch jemand kriegen. Und dann kommen wir denen Bruder, dafür. Jakobus, eine Sache, guck. Guck, ich hab keinen Hass gegen muslimische Frauen, weil ich war selber eins und ich weiß, wie es ist, in einer Stelle zu sein, wo man nicht weiß, was man machen soll. Ich war jeden Samstag im Moschee, ich habe mich beteiligt, ich kenne viele, viele Sachen, was da passiert und bin mit vieles dabei gewesen und mit Herzen, also nicht mit irgendeinem anderen Hintergrundgedanke. Aber guck mal, der Islam sagt, die Frau kommt ins Paradies,
Sie braucht nur 4 Sachen zu machen. Und der Mann muss so viele andere Sachen machen, ist noch schwerer. Aber wenn man zurückguckt nach die 4 Sachen, die Mann alles macht, was der Mann sagt, treu sein, keusch sein, also 4 Sachen. Und trotzdem hört man Hadithe, zum Beispiel, dass eine Frau wie ein Shaitan ist oder eine Frau und ein schwarzer Hund und ein Esel oder, ja, ich glaube Esel, nein, nicht Esel, ein schwarzer Hund, eine Frau und noch ein Tier, keine Ahnung, vorbeikommen an eine Person, der am Beten ist, dass das Gebet nicht gültig ist. Doch, der Esel. Das hat mir auch alle Fragen gestellt, also Fragezeichen, aber... Du denkst als Frau, okay, aber ich bin gut. Also Gott oder Allah wird mich nicht so sehen. So, und dann hört man auf mit Weitersuchen. Ich war selber in diesen Situationen. Ich habe mich erstmal, wo ich mich vertieft habe, um zu verstehen, auch anderen gehört haben, um die wirkliche Bedeutung und Wahrheit zu wissen, da erst habe ich gedacht, okay, passt dies bei mir oder passt es nicht? Und dann bin ich halt keine Muslima, aber auf keinen Fall will ich eine Muslima sein, die nichts wert ist. Ich bin keine Frau, der nichts wert ist. Und ich werde auch niemals eine Person oder einen anderen zulassen, um mir zu sagen, dass ich nichts wert bin. Das hat, verstehst du? Und in so einer Position kann man nicht so einfach kommen. Schwester Dea, die jetzt hier unter mir ist, sie kann das vielleicht besser erklären. Die hat ja auch ihre eigene, wie kann man das sagen, wie sie das so sieht und ihre eigene Erfahrung dazu. Aber das ist das. Und ich, ja. Rede, die hier, rede, sonst bleib ich so in mein Deutsch. Hallo, was bist du da? Wo bist du? Was steckst du? Ich hab dich überall gesucht und gesucht. Wir vermissen dich hier auf TikTok. Ja, Schatz. Ich muss jetzt hallo. Azul und guten Abend euch allen. Azul, ich muss mal einmal erklären, wer Yemna überhaupt ist. Yemna, ja, ne, ist klar. Yemna ist hier eine, für unsere Community auf jeden Fall, eine TikTokerin, die wirklich die Leute bis zur Weißglut bringt und immer ruhig bleibt. So viel Geduld habe ich nicht, aber Yemna ist immer ziemlich cool und die fertigt die Jungs immer ab. Das ist sehr, also so wie sie es macht, in unserer Community, in unserer Gesellschaft, da muss ich sagen, können sich viele eine Scheibe abschneiden, ich inklusive. Yemna war, weil hier steht, der Vollstrecker, der sagte so, ja, immer dieselbe Lüge. Yemna war bis Anfang des Jahres war sie Muslima. Yemna war bis Anfang des Jahres Muslima. Ich kenne Yemna persönlich. Wir haben auch privat Kontakt. Und ich weiß, wie sie denkt und ich weiß auch, dass sie einen hohen Preis zahlt. Also sie zahlt einen hohen Preis für ihr Engagement und für ihr Erscheinen hier und für ihre Haltung. Da muss sie richtig, richtig viel einstecken. Trotz alledem lässt sie sich nicht abbringen, steht halt weiter zu dieser Sache. Ich finde es nicht traurig, ich finde es sehr gut. Wir brauchen mutige Menschen, wir brauchen Menschen, die sagen, so, wir haben jetzt lange genug Lügen gelebt und wir müssen jetzt nach vorne schauen. Es reicht, dass man sich jeden Tag irgendwelchen Lügenmüll anhören muss. Jeden Tag. Und Yemna ist kein Einzelfall, auf gar keinen Fall. Also Yemna ist eine von vielen und es werden immer mehr Leute, die aufwachen und aus ihrem 1000 Jahre Schlaf aufwachen und nachdenken und sich anhören,
beispielsweise, dass Aisha 6 Jahre alt war und 9 Jahre, als er Beischlaf mit ihr hatte. Und das, ja, 1000 andere Sachen, die nicht gut sind einfach. Und wovon die, zum Beispiel, wovon die Sahaba gelebt haben, wie viele Kriege die geführt haben, warum die unschuldig, die sind einfach in irgendwelche Dörfer eingefallen, haben die Leute abgeschlachtet. Also meiner Meinung nach, aber das ist meine Meinung. Das, was im Islam, im Koran steht, das ist das, was die ISIS gemacht hat. Das, was die mit den Jesiden gemacht hat. Sage ich immer, die Muslime, nennt uns, welche Beruf hatte Mohammed oder seine Nachfolger oder seine Freunde, was haben die gemacht, welche Werkzeuge haben die gehabt, welche Beruf haben sie gemacht, geübt, von wo haben sie gegessen, von wo haben sie dann ihre unzählige Frauen ernährt, jeder hatte 50, 20, 30 Frau und Sklavinnen und so, wie haben sie gelebt, ohne einen Beruf zu haben, da finden sie keine Antwort, weil die haben nur von Beute gelebt, man kann das nicht leugnen, keiner hatte einen Beruf von denen. Die Schwester Username ist auch ganz neue Ex-Muslime seit ein paar Tagen. Oder, Username? Ach, cool. Hallo. Dann lasst ihr euch sprechen. Also, ich bin. Worüber geht es denn? Worüber spricht ihr? Ich wollte dich nur fragen, ich hatte dir ein paar Versen gegeben letztens, oder? Hast du nochmal geguckt? Oder hast du direkt den Islam verlassen und gar nicht mehr gedacht? Ja. Also, ich habe zusammen mit dir gelesen, oder nicht? Ja. Hat es gereicht? Ja. Sehr gut. Ich freue mich. Genieß dein Leben. Erstmal, ich würde sagen, es ist besser, wenn du mit deiner Familie zusammenlebst, sag gar nicht, ne? Halt einfach, bleib einfach. Es ist besser, wenn du nicht sagst, wenn du dann eigenständig bist, wenn du deine eigene Wohnung, ne, deine Arbeit und so hast, dann kannst du machen, was du willst. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie deine Eltern sind, aber ich würde sagen, lieber nicht, noch nichts sagen, ne? Ich hab schon gesagt. Hast du schon und? Ja. Ich habe doch gesagt, mein Vater meinte, ich soll erklären und so weiter. Okay. Ja. Also deswegen komme ich auch hierher, um auch erklärt zu werden. Und Username? Ja. Bestimmt. Username, du hast also... Wir haben dich nicht gehört. Nochmal? Hm? Ah, ich wollte fragen, worüber es ginge. Also, Achso, nein, dass ich, mich zum Christentum gezogen fühle, habe ich meinem Vater erzählt. Halleluja. Ah, okay, also zwischen euch, okay. Ja. Und, ja, sie hatte ein paar Fragen. Ja, bitte, genau, Schwester. Er meint halt, dass ich ihm erklären soll, warum. Und ich halt die Bibel und so weiter auch lesen sollte, um dann meine eigene Meinung zu bilden. Aber vom Islam bist du schon überzeugt, dass es nicht deine Religion ist? Also für mich, ja, für mich. Ja. Es kann nicht richtig sein für mich. Ah, du bist Muslima und willst zum Christentum konvertieren, meinst du? Hab ich das gut verstanden? Genau, mäßig. Ah, okay. Ja. Ich habe dir jetzt geschrieben, weil gesagt, wenn du Fragen hast, die Schwestern, die haben natürlich sehr viel Ahnung. Wie gesagt, frag zur Frau, wenn du noch mit denen sprichst, möchtest oder Fragen hast, kannst du da auf jeden Fall fragen, alles, was du möchtest. Deswegen habe ich dir auch geschrieben. Ja, mach ich. Ja, natürlich anders, wie wenn ein Mann mit dir. Deswegen, die haben dann die Schwester, die kennen sich gut aus und frag alles, was du im Herzen hast, Schwester. Ja, mach ich. Das sind sehr liebe Personen. Na, also nicht zum Thema Christentum, davon weiß ich nicht so viel, aber im Allgemeinen von anderen Sachen kannst du gerne fragen, habe ich kein Problem. Also, was bist du denn, wenn ich fragen darf? Ich bin Feuerwehr. Ja, Mann, was bist du denn für, und was glaubst du? Ich bin Jemna, nicht Jaman. Hm? Aber kein Problem. Ich glaube zurzeit in einem Gott. Wer der Gott ist, weiß ich nicht. Noch nicht. Ich bin vor kurzem aus dem Islam gestiegen. Und der Gott vom Islam ist nicht richtig. Also der existiert nicht. Falls ein anderer Gott da existiert, dann ist es nicht den vom Islam. Und darüber bin ich sehr, ja, das ist einfach ein Punkt, brauche ich nicht darüber reden. Und zurzeit bin ich
nur ich. Schön. Also suchst du noch die Wahrheit? Die Frage finde ich auch ein bisschen. Du suchst nach der Wahrheit. Ich meine, ich lebe jetzt und das ist die Wahrheit. Ich suche nach. Ich suche eigentlich nicht. Ich versuche, vieles zu verstehen erstmal, bevor ich irgendwas suche. Also das ist ein bisschen durcheinander bei mir. Also nicht durcheinander, aber ich kann es auch nicht so gut interpretieren auf Deutsch. Aber ich bin offen, aber akzeptiere nicht alles. Deshalb meine Grenzen sind ein bisschen kleiner geworden als vor ein paar Jahren. Wie ich ungefähr, ja. Ja. Babu, gibt es wirklich keine Frauenrechte im Islam oder gibt es schon einige? Ich sage nicht, sie haben letztens sich versammelt, die größten Gelehrte, die Rechte von Frauen wollten sie ja benennen, die sind, ich glaube, mit drei Rechten rausgekommen. Das Recht auf Leben, ne, dass sie nicht umgebracht wird, ne, weil die meinten, vor dem Islam würden die Frauen umgebracht, das stimmt aber nicht, ne, weil wie sollen dann Mohammed 54 Frauen gehabt haben, woher sollen diese ganzen Sklavinnen kommen, wenn alle Leute deren Kinder getötet haben, das stimmt aber nicht, ne. Die Ehefrau Khadija von Mohammed hatte war eine große, eine reiche Frau, die hatte ihre zwei Ehemänner geerbt. Hind bint Utba hatte die größte Armee in Mekka, das war auch eine Frau. Also es gab viele Frauen. Die Mutter von Mohammed war auch eine Frau, wurde auch nicht lebendig begraben. Das stimmt erstmal. Das zweite Recht, glaube ich, Recht auf Hijab, dass sie sich bedecken darf. Ne? Und das dritte Recht weiß ich nicht mehr, aber genauso absurd wie die zwei ersten. Recht ist auf Essen. Also du musst die ja, ihr Essen geben. Genau. Also, das ist also der Mahr. Nicht mal Medizin. Du kaufst ein Schaf. Weißt du, nicht mal Medizin sollst du deine Frau kaufen. Du kannst sie zurückschicken zu ihrem Vater, wenn sie krank wird. Nicht mal Medizin soll der Ehemann sein. Nein, Medizin nicht. Medizin muss der Vater machen, nicht ja. Der Ehemann. Genau. Ja, wenn sie krank wird, schickt sie zu ihrem Vater. Das ist wie eine Ware, wie eine geschädigte Ware. Die Frauen werden wie Ware. Ja. Du verhandelst ja mit ihrem Vater, der Preis, ne, wie viel wert sie ist und so. Ja. Wie eine Ware. Das ist genau wie ein Kauf von einem Schaf oder Hund oder ein Kuh. Wenn ich einen Kuh kaufe, dann verhandle ich auch mit der Händler, wie viel das kostet. Und dann bringe ich der Kuh nach Hause und gebe ihm einen Schlafplatz und Essen und Trinken. Aber das einzige Unterschied zwischen einem Kuh und einer muslimischen Frau ist, der Mann schläft nicht mit einem Kuh, nur mit der Frau, wann er will. Also das ist das einzige Unterschied. Der Kuh hat mehr Wert als der muslimische Frau, finde ich. Genau, weil viele sagen ja, die Sklavin sagt, Mohammed sagte, gib denen Essen von was du isst, bedeck sie und dann gib ihr ein Dach über den Kopf. Und die sagt, genau, ja, was ist der Unterschied zwischen einem Esel und einer Sklavin? Ne? Die Frau Esel, hat. Ein Esel lässt du auch nicht frieren, Esel gibst du auch ein Dach über den Kopf, ne? Ein Esel gibst du auch Essen, weil das einfach, du willst nicht, dass er an Wert verliert, genauso wie eine Sklavin oder eine Ehefrau auch. Ja, der Islam hat eine bessere Garantie als Samsung und Apple zusammen. Eine lebenslange Garantie kannst du zurück zum Vater schicken. Reklamation. Ich wollte ganz kurz sagen, Frauenrechte im Islam. Frauenrechte im Islam sind Bett, Küche, Kindererziehung und sie ist, also sie sagen immer, sie ist die Prinzessin. Sie ist eine Prinzessin in ihrem Palast. Also quasi, sie lebt dann halt zu Hause und macht dann den ganzen Haushalt. Aber eine Prinzessin spült auch keine Tassen und auch keine Teller. Naja, also sie erzählen die ganze Zeit immer, dass die Frau eine Prinzessin ist, also sie, oder die Königin oder was auch immer, irgendwie so ein Schwachsinn. Und das stimmt einfach nicht. Das war in Europa so mit Frauen. Nein, das war so in Europa. Es ist heute nicht so. Und in den islamischen Ländern ist es überall noch so. Stimmt nicht. In Europa gibt der Vater das Geld für die Tochter dort Mitgabe. Das gibt der Vater. Der hat auf mich reagiert. Ja, aber der Vater von der Braut hat normalerweise in den Westen oder in Europa das Geld gegeben für den Ehemann. Nicht das Gegenteil, ne?
mit Frau, Gabe. In Europa durfte sie nicht arbeiten und im Islam darf die heute noch nicht arbeiten. Die Frau im Islam darf gar nicht das Haus verlassen, ohne ihrem Ehemann Bescheid zu sagen. Ja, die darf nicht mal zu Besuch ihre Vater bekommen oder ihre Bruder. Sie darf noch nicht mal zum Arzt, sie darf das Haus nicht verlassen. Doch. Ihre Vaterschwester darf sie nicht besuchen. Ihre eigene Vater darf sie nicht besuchen, wenn der Ehemann nicht mehr hat. Ja, ihre Eltern nicht besuchen, sie darf niemanden besuchen gehen. Es gibt Frauen, die werden eingeschlossen in ihren Wohnungen. In ihren Wohnungen hier in Deutschland, die werden eingeschlossen. Eingeschlossen. So. Das steht im Koran, was lügen? Steht im Koran, Kerna fi buyutikun wa tatabarrajna tabarruj al-jahiliya. Steht im Koran. Es gibt einen Hadith, Frauen sind zu Mohammed gegangen und die haben ihm gesagt, Männer sterben in den Krieg für Allah und bekommen riesige Belohnung von Allah, ne, weil sie als Märtyrer sterben. Was sollen wir machen, um den gleichen Belohnung zu bekommen? Der hat gesagt, bleibt in eurer Zuhause. Schließt euch einfach zu Hause ein und ihr bekommt die gleiche Belohnung wie diesen Leute. Ne? Sie darf nicht mal seine Vater, ihre Vater, ihre Bruder darf sie nicht zu Hause besuchen. Ne? Nicht nur, sie darf nicht raus, sie dürfen sie auch nicht besuchen, ohne die Erlaubnis ihrem Vater. Frauen dürfen auch nicht arbeiten. Guten Abend, Leute. Hallo, hallo. Die Frauen dürfen auch nicht arbeiten. Euch unterstützen. Genau. Frauen dürfen nicht arbeiten. Im Islam, Koran. Ja. Ja, die Frauen durften, mussten noch immer... Die Frauen, Entschuldigung. Ja, da mal unten erstmal ausreden und du bist gerade hochgekommen, damit wir dich auch verstehen können, bitte. Ja. Einmal muten und dann, wenn die Schwester. Dankeschön. Kimmer. Danke. Ich wollte mit Babu noch sprechen. Das war doch mit dieser Frau, die zu Propheten Mohammed gegangen ist und gesagt hat, ich möchte gerne arbeiten, weil sie war Witwe oder alleinstehend und hatte keinen Versorger. Und dann hat er gesagt, ja, kein Problem, du kannst da arbeiten, aber du musst erstmal fünf Männer stillen, du musst ihnen die Brust geben. Babu? Ja, ich höre dir zu, Schwester. Warum lachst du? Weil das ist passiert, okay. Meine Mutter musste auch in Marokko um eine unserer Geschäfte sich zu kümmern. Und sie hat auch diese Fatwa mitbekommen, ne? Und sie sagte, wie soll ich jetzt alle Männer, die da reinkommen, irgendwas zu kaufen, stillen? Oder wie soll ich das jetzt machen? Deswegen habe ich gemacht. Weil, ich erkläre jetzt kurz, weil Mohammed, der Prophet, war der Meinung, wenn die Frau ihre Kollegen stillt, dann sehen sie sie als Mutter, ja? Und dann werden sie keine sexuelle Neigung zu ihr haben. Dann habe ich mir nur gedacht, mein Gott, wenn ein Mann an der Brustwarze rumnuckelt von der Frau, vielleicht hat er ja Appetit auf mehr. Hä? Was ist, Erst recht. Ja. Also, was ist denn das für eine Logik? Also so bescheuert. Also als ich das gehört habe, ich habe mich so totgelacht. Weißt du, was das Lustige ist, die hier? Das Lustige ist, dann reden die über Sinner, dass die Kuffar oder Christen, dass die Mädchen mit 16, 17 einen Freund haben und dann sagen die, das sind Männer, die der Youth, der Vater ist der Youth. Wie nennen wir denn diese muslimischen Männer? Ha? Die die Frauen lässt, um anderen Männern die Brust zu geben und die sind älter. Und also, Aisha hat das auch gemacht. Keine Kinder. Jamna, Aisha hat das ja auch gemacht. Aisha hat ja auch irgendwelche Männer gestillt. Ja. Ja, ist auch bei uns verboten. Ist auch bei uns verboten, eine zu heiraten, wenn deine Mutter zum Beispiel ihre Bruder gestillt hat. Wir nennen das unter die Brust. Also zum Beispiel, wenn deine Mutter, ne, dich gestillt hat und ein anderer Bruder von einer Mädchen, ne? Wenn der Bruder älter ist, darfst du sie nicht heiraten. Aber wenn der Bruder jünger ist wie dieses Mädchen, darfst du sie heiraten. Es ist auch alles krank. Kennst du die Babu-Geschichte von Ma'azina? Dass der Vater, wenn der... Ja, Ma'azina la yuharrim, Ma'azina hat. La yuharrim, dass er seine eigene Tochter. Auch in Marokko haben wir das im Gesetz. Kennt ihr das? Wir haben das auch in Marokko. Ist letztens passiert, vor einem Jahr. Das ist krass. Habt ihr die Geschichte in Marokko gehört, vor einem Jahr, was passiert ist? Kennt ihr ein Mädchen, ein Mann, der ist verheiratet, hat mit einem Mädchen Fatiha gemacht, ne? Kein richtiger Akt, Nikah, keine, so keine richtige Heiratsurkunde. Ehe auf Zeit.
Ja, nee, die haben wirklich geheiratet, aber mit Dings, mit zwei Zeugen und mit Fatiha und haben Bilder und alles von Hochzeit und so, aber es wird nicht anerkannt von in Marokko. Verstehst du? Islamische Hochzeit, ja. Ja, aber das wurde nicht anerkannt in Marokko. Und dann die Frau, das Mädchen ist schwanger geworden. Die hat ein Kind zur Welt gebracht, ne? Die hat ihm gesagt, okay, das Kind musst du anerkennen als dein eigenes. Der wollte nicht. Seine Frau war auch dagegen. Natürlich, der Typ ist verheiratet, der hat sie ja nur verarscht. Und dann waren sie vor Gericht. Also erster Instanz, die haben einen DNA-Test. DNA-Test sagt, das ist seine Tochter, 100%. Ne? Das ist seine Tochter. Die erste Instanz, also die hatte die DNA anerkannt. Der Mann hat Widerspruch gemacht und dann hat ist die INF gesagt, nein, das ist nicht seine Tochter. Die haben damit wirklich so die begründet. Die haben gesagt, nein, das ist nicht seine Tochter, obwohl es DNA-Test sagt, das sei. Das war ganz in den Medien in Marokko so ein großer Skandal. Die haben gesagt, nein, obwohl es DNA sagt, das ist sein Sohn, es ist nicht sein Sohn, seine Tochter. Okay, jetzt in 20 Jahren, jetzt in 20 Jahren, das Mädchen ist 21, ihre biologische Bruder von der Ehefrau ist 25 oder 30. Was spricht dagegen, wenn er sie heiratet? Sie trägt nicht den Namen von seinem Vater, sie wird nicht erben, ne? Der muss ihr keinen Unterhalt zahlen, weil sie dann nicht seine Tochter ist. Wo ist ihr? Versteht ihr, warum das auch logisch ist, dass der Mann auch seine eigene Tochter heiraten kann? Der will sie nicht mal erkennen. Die trägt einen anderen Namen. Verstehst du, Jemna? Ja, das ist das Problem. Da gibt es viele Probleme in den rechten islamischen Was, weil sie nach islamischem Recht nicht seine Tochter ist. Weshalb? Genau. Und auch in Papiere jetzt in Marokko. Auch der muss er jetzt Unterhalt zahlen? Nein. Wird sie ihn erben? Nein. Die trägt nicht mal seinen Namen. Das Gericht hat gesagt, letzte Instanz hat gesagt, nein, das ist nicht deine Tochter. Obwohl DNA-Test, dass das seine Tochter sagt. Sagen wir mal jetzt, okay, der Sohn von diesem Typ mit der anderen Frau und dieses Mädchen mit der anderen Frau, die nicht seine Tochter ist, treffen sich nach 20 Jahren und wollen heiraten und gehen dann um heiraten. Die tragen nicht den gleichen Namen, woher sollen die wissen, dass sie Geschwister sind? Versteht ihr? Oder auch der Vater, wenn er dieses Mädchen heiraten will. Was spricht dagegen? Die ist nicht seine Tochter. لأنما الزنا سفاح وليس نكاح. والولد للفراش auch. الولد للفراش ولعاهر الحجر, das ist auch ein riesiges Problem. Was kannst du noch mal erklären, was Sifah Zifah ist halt Zina quasi. Ja, ist quasi Zina, keine Heirat, keine richtige Heirat. Der Mohammed hat auch die okay. ganze Zeit gesagt, ana ibn Nikah walastu ibn Sifah, weil er ist 4 Jahre nach dem Tod von seinem Vater ge geboren, ne? Mohammed. Der ist 4 seine Also seine der ist aus. Das ist eine Der ist, Geschichte, worüber ich ja, nicht jetzt, genau das, darüber hinauskomme. reden wir jetzt. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Wir haben Weil die Mutter, ja. die hier, die Mutter hat Mohammed 4 Jahre im Bauch, Abdullah, 4 Jahre. Die Mutter war vier, die Mutter von Mohammed, von Vier dem Jahre Propheten schwanger, 4 Jahre Mohammed, lang schwanger. war Also 4 Jahre schwanger mit Mohammed. eigentlich Ja. 5 Jahren, ne? Weil Hamza, okay, ich erzähle euch die Geschichte. Das ist das Problem. Ja, erzähl mal. Der Vater von Mohammed und der Opa von Mohammed, ne? Der Vater und der Vater seiner Vater haben an den gleichen Tag Geschwister geheiratet, ne? Der Vater von Mohammed ist dann gereist. Der hatte Arbeit, was auch immer. Der ist 3 Monate danach auf dem Rückweg gestorben, nach dem Hochzeit. Nach 9 Monaten hat die Ehefrau von seinem Opa Hamza zur Welt gebracht, der Onkel von Mohammed. 4 Jahre danach hat Jemna Mohammed zur Welt gebracht. Ne? Also Hamza ist 4 Jahre älter wie Mohammed, obwohl Ja. die Eltern am gleichen Tag geheiratet haben. Und der Typ 3 Monate danach gestorben ist. Genau. Siehst du, und deshalb heiße ich Yamna Und deswegen heißt es, deswegen haben wir auch, das haben wir auch in Marokko. Wir haben auch, wenn jetzt ein Mann zum Beispiel oder alle islamische Länder, alle Islamschulen sagen das Gleiche, alle Gelehrte sagen das Gleiche. Ich habe auch ein Video gepostet auf meinem Kanal, ihr könnt sehen, Sheikh Sharawi sagt das selbst. Der fragt ihn, der Typ im Fernseher, okay, sagen wir mal jetzt, du bist gereist nach Saudi-Arabien, hast 4 Jahre dort gearbeitet, hast deine Frau nicht angefasst, nicht gesehen. Du bist zurückgekommen und findest sie schwanger. Die sagt, das ist dein Sohn. Sollst du sie glauben? Dann sagt ihm der Imam, ja, solltest du.
Das ist, das sagen alle Gelehrte, sollst du sie glauben. Also auch noch bis heute passiert Stimmt. das. Wie denn? Das muss sie, muss er annehmen, das muss sein Kind sein, er muss den akzeptieren. Weil, weißt du warum, Babo? Weil das Gericht, wenn er zu Gericht geht und sagt, seine Frau hat Sina begangen, dann muss er das beweisen. Und wenn du den Beweis nicht hast, dass du das gesehen hast, dass Kalem in sein, also das wirklich, was du gesehen hast, dann ist der Strafe auf deinen Nacken, also auf nicht nur sehen, die gehen weiter, Schwester. Nicht nur sehen, die müssen auch einen Test machen. Die vier Männer müssen jede von einer Seite mit eine genau, und vier und durch denen gehen, die müssen zwischendurch den zwei Körper mit so einem Faden gehen, ne? Mit einem Seil, und der Seil muss dann stoppen an deren Genitalien, um zu beweisen, dass das Ding genau. drin war. Ja. Und wie kann er das machen? Das kann er doch nicht machen. Also akzeptiert er das Kind, das nicht seins ist. Wo ist die Männlichkeit? Wo ist der... Ich verstehe das nicht, wenn die... Ich weiß es nicht. Also, außerdem, Al-Waladul Firash, Schwester. Außerdem, auch wenn er das beweist, Al-Waladul Firash. Kennst du Al-Waladul Firash und Al-Ahir al-Hajar? Al-Hajar, genau. Ja, also, wenn eine Frau... fremd geht und der Mann Beweis hat dafür, muss er trotzdem das Kind, der geboren wird, als sein eigenes Kind großziehen. Auch wenn er, und die Mutter muss dann besteinigt werden und der Sohn muss dann bei den Ehemann aufwachsen, nicht bei seiner biologischen Vater. Genau, weil der muss das aufkommen für das Kind. Das ist der Recht des Mannes oder so. F, komm hoch. Ja, komm das doch ist hoch. Echt krass. Und dann denke ich mir, dann reden wir über so eine Sache. Warum soll ich denn weiterlesen oder weiterreden? Das ist schon Müll genug. Fertig. Ich kann doch nicht nur einen Gott akzeptieren, der so Wir reden zulässt. Über Gesetze, Schwester, wir reden über Gesetze, die heute noch praktiziert werden in islamischen Ländern und auch in Marokko, der mittlerweile eine sehr entwickelte oder liberale Land ist. Und der eine sagt uns, wo sind die Quellen? Aber Babu, in Marokko ist privat, also Eherecht, glaube ich, und Erbrecht sind immer noch nach Scharia in Marokko. Ich habe ihn gerade doch den Hadith genannt. Al-Waladu lil-Firash wal-Ahir al-Hajar. Hättest du Ahnung, willst du wissen, wovon ich rede? Das ist ein Hadith sahih, was willst du? Redest du mit mir, Babu? Nein, mit einem Chat, Schwester. Achso, okay, sorry. Na, mit Quellen, sagte, ich habe mir Quellen. Ich nenne in den Hadith und gesagt, gib mir genau. die Quellen. Ich habe einen Hadith gelesen. Dieser F weißt oder du, diese F? Das machen die immer, ja. auch bei uns die hier. Weil die nicht ja, die bringen einmal aus dem Konzept. Die, wollen, sagen wir, die ändern so, immer das Thema. Weißt du? Das ja. ist, keine Ahnung. Ja, die genau, eine schreibt also, hier. Babu. Ich muss mich nicht verteidigen. Derjenige, Babu. Der sich verteidigen soll, sind die Muslime selber. Und wenn du nicht mal selber weißt, was... Also das Hadith sagt, das Kind gehört dem Bett von den Ehemann und für die HURE die Steinigung. Das sagt der Hadith genauso. Der nennt sie HURE. So steht es in den Hadith. Krass. So viel zu Frauenrechte und Frauenehre und bla bla bla. Und was ich und dir noch ja fragen wollte. Ja, Schwester, also, bitte schön. Ich wollte dir nur sagen, Babu, in Marokko ist Eherecht und zum Beispiel Erbrecht ist immer noch nach Scharia. Ja, auch. Ja, nicht nur das, ich meine, wir nennen das bei uns in Marokko Regd. Habt ihr schon mal das Wort gehört, Regd? Ja, habe ich schon mal gehört. Das heißt der Schläfer, das heißt der Schlafende. Wir nennen das Kind, ja. wenn er... Ah, Regd, ja, genau. Jemand, ja. der sich hinlegt. Ja. Der hat geschlafen, das Kind hat geschlafen im Bauch. Die nennen, ja, der hat geschlafen, das Kind im Bauch und kam erst nach 5 Jahren raus. Wir nennen es Regd. Ja, genau. Das hat mir auch jemand gesagt. Und ich sag, ja, ey, 4 Jahre, wenn das Kind 4 Jahre... Wenn das Baby, es geht wenn bis das 20 Jahren. Es geht bis 20 Jahren in den Islam. Bis 20 Jahren kann die Schwangerschaft dauern. Manche sagen 6, manche sagen bis 20 Jahren. Manche Schulen. Okay. Und die Frau was macht was? Die bekommt Steinigung. Nein, aber wie bewegt die sich, wenn die 20 Jahre schwanger ist? Ach so, ich dachte, wenn die fremd geht. Naja.
Ja, die Welt ist wirklich ich glaube, Babu, ich sage, gib mir nur eine Frau in der Geschichte, der 12 Monate lang schwanger war. Nur eine. Eine Frau. Nicht mal die Dinosaurier. Oder jetzt. Nicht mal die Dinosaurier. Der 12 Monate. Nicht mal ein Jahr nur. Elefanten haben 1,5 Jahre, glaube ich. 18 Monate, wollte ich mal sagen. Ja. Hast du recht. 18 Monate haben die Elefanten. 1,5 Jahre, ja. Ja, sind das Olifanten oder was? Elefanten. Ja, aber ich weiß, da kommt ja auch nicht, da kommt ja nicht irgendwie auch, ich sage jetzt 1000 Gramm was raus, da kommt ja da 100, 150 Kilo, 200 Kilo viel raus, ne? Auf der einmal. Der ist rausspaziert. Mohammed ist rausspaziert. Der hatte keine Geburt, Der kommt mit dem Schnurrbart. Der kommt mit dem Schnurrbart raus. Ja. Ja, Babo, aber meine Frage noch, was die Zuschauer nicht zu Ende geführt hast, als Momo jetzt 4 Jahre nach dem Tod von seinem Vater gekommen ist quasi, ne, die Mutter schwanger war. Ja, wer ist denn der leibliche Vater von Momo? Das ist die Frage von den Zuschauern. Naja, das ist ja, ich glaube, der Opa. Ich glaube auch, ich habe Hadith auch dazu, das ist der Opa gewesen. Ne? Ja. Oder ja. Aber das okay, ja, aber der Hadith ist ja auch ein bisschen krass. Ja, hallo, Mann, ja, weil der redet ja auch von einem Viertel, wo ja, naja, ja, du weißt, ja. Ein Rotviertel, ne, Rotlichtviertel, würden wir heute sagen. Ja. Mann, so, hallo, Bruder. Ja, alles gut. Babu, nochmal zu diesem Hadith eben. Das mit den 20 Jahren gilt für was jetzt genau? Manche Gelehrte, habe ich gesagt, sagen, dass die Schwangerschaftsdauer bis 20 Jahre dauern kann. Ne? Und manche sagen bis 6 Jahre. Weil ich hatte soweit verstanden, ja, dass dieser Hadith bezogen ist auf bis zu 20 Jahren. Nein, die Gelehrte sagen, dass die Schwangerschaftsdauer in den Islam kann dauern, manche sagen bis 6 Jahre, manche sagen, es kann dauern bis 20 Jahre. Verstehst du? Das hatte ich nicht gehört. Ich hatte nur Dings, Al-Walad lil-Farash wal-Ahir lil-Hajar. Ja, wir sind ein bisschen durcheinander gekommen. Da hat auch jemand ein Beispiel gemacht, dass wenn beispielsweise jetzt ein Mann in den Krieg zieht und dann ganz lange nicht da ist, beispielsweise 4, 5 Jahre. Aber das ist nicht Al-Walad lil-Farash, Bruder, warte. Al-Walad lil-Farash ist, wenn sie fremd geht. Wenn du weißt, dass sie fremd gegangen ist und du hast Beweise, dass sie fremd gegangen ist, trotzdem gehört das Kind dir. Ja, du musst es übernehmen. Ja. Du kennst die Geschichte von der Frau mit ihrem Ehemann, der hat gesagt, ich habe sie gesehen, und dann haben die einen Muna'ala gemacht, du kennst ja, dass sie schwört, dass sie es nicht gemacht hat, 5-mal und er auch 5-mal. Und als die Frau dann zum 5. als die Frau zum 5. Mal schwören wollte, hat Mohammed gesagt, bäh, hör auf. Ne, mach das nicht. Ihr geht jetzt, und wenn das Kind kommt und sieht aus wie der Typ, der mit ihr halt geschlafen hat, wissen wir, dass sein Sohn ist. Und wenn er doch wieder ein Mann kommt, dann wissen wir, dass es von deinem Ehemann ist. Ne, weil der hatte keine Beweise, dass sie fremdgegangen ist. Und das Kind kam genauso wie der Typ, der mit ihr fremdgegangen ist. Also nicht wie der Ehemann. Der kam wirklich genauso mit dem, der hat gesagt, wenn die Füße so sind und wenn die Haare so sind wie der Typ. Ich kenne nicht mehr den ganzen, also ganz genau, aber der hat gesagt, wenn er seine Haare und seine Füße hat von dem Typ, der hatte so eine richtige Merkmale. Ja, ganz, und dann kamen sie vor Gericht, oder, Babu? Ja. Waren von Mohammed, ja, und die haben geschworen, weil es gab keine Beweise. Dann haben die beide, die müssen Muna'ala machen, ne? Die schwört, genau, dass er, aber erklär ein bisschen mehr, vielleicht manchmal weiß es nicht. Also, die sind vom Propheten gegangen und dann war das Gericht. Also, er hat gefragt, weißt du sicher, dass du der hat ihm gesagt, bring 4 Zeugen, sonst werden wir dich peitschen. Der sagt ihm, wie, wenn ich mir den Mund halte, wird meine Würde und meine Ehre so quasi in der Erde gezogen. Und wenn ich was rede, bekomme ich Peitschen auf meinem Rücken. Dann hat sich so beschwert. Ja, und dann haben die hat gesagt, okay, dann mach die jetzt. Weil die Frau hatte die Chance zu sagen, ja, die hat gesagt, wallah, ich habe das nicht gemacht, wallah, ich habe das nicht gemacht, wallah, ich habe das nicht gemacht. Dreimal. Am fünften Mal hat Mohammed gesagt, bäh, hör auf, sag nicht, schwöre nicht mehr. Der hat sie davon abgehalten, Mohammed. Hast du verstanden, Manso? Ja. Die Geschichte kennt ich, ja. Ich meine, aber ich habe von jemandem, also den Hadith gehört, bezogen auf, beispielsweise auch, wenn jemand jetzt in den Krieg zieht und er ist jetzt ein paar Jahre weg und die gehen davon aus, dass er verstorben ist. Also die haben nichts von ihm gehört, die Frau muss ja wieder heiraten können, ne?
Und wenn sie dann heiratet und ein Kind bekommt und beispielsweise bis zu 20 Jahre ihr Mann zurückkommt, dann gehört das Kind zu ihm. Muss er das Kind auch übernehmen von dem anderen Mann, mit dem sie dann lebt, ne? Ja, weil die Ehe immer noch gültig ist. Ja. Wo ist der Hak? Dann frage ich mich, ich bin voll dazu, zum Beispiel. Wo ist der Hak? Weil wenn der Mann hat sich 20 Jahre nicht zeigen lassen, oder 5 Jahre, oder 4 Jahre, sagen wir mal so. Und sie hat ein Kind mit einem anderen Mann und sie sind verheiratet. Da kommt der alte Mann und dann? Wo ist der Hak? Weil im Islam geht es nicht um Geschlechtsverkehr, es geht um, mit wem du verheiratet bist. Es geht um den Partner. Es ist so, dass jede Gesellschaft eine andere Vorstellung von Hak hat. Verstehst du? Ja, und nur die Männer. Das, was wir heutzutage als Hak sehen, die Leute haben es damals anders gesehen. Oder hatten eine andere Sicht auf die Dinge. Damals? Ja, aber wir haben heute Wissenschaft. Und damals und für immer. Nein, das meine ich nicht. Ich meine, aber guck mal, die leugnen heute diesen DNA-Test, Bruder. Die leugnen heute, haben dir von Marokko erzählt, die haben einen DNA-Test nicht erkannt. Deswegen, die haben gesagt, nein, auch wenn das das will ich nicht sagen. Ich will sagen, die Religionen wurden damals so angenommen, weil es kein Wissen gab. Das, was wir heute als Mittel alles haben, Wissenschaft und so weiter, das hatten sie ja nicht in dem Ausmaß. Ja, aber die hätten diese Gesetze auch nicht. Diese Gesetze hat Mohammed gemacht. Die hatten damals andere Gesetze vorher. Vorhin hat die Frau entschieden, wem das Kind gehören soll. Verstehst du? Was ist mit der Frau? Die Frau hat entschieden, wem das Kind gehören soll. Vor der Islam. Es gab vor dem Islam in der Region. Es gab Zawajurrat. Hast du schon mal davon gehört? Dass eine Frau zum Beispiel 10 Männer heiratet. Und sie entscheidet dann, wem das Kind gehört. Ja, das war vor dem Islam so. Vor dem Islam konnte die Frau mehrere Männer haben, auch die haben auch mehr Ehen gehabt. Ein Moment bitte, weil ich höre jetzt eine Aussage: Vor dem Islam könnte der Männer die Frauen mehrere Männer heiraten. Welche Frau? Also eine christliche Frau, eine jüdische Frau? Nein, nicht die christlichen Frauen, sondern die Leute, die nicht auf einer Glaube so waren, weißt du? Aber da kannst du das nicht verallgemeinern. Es wurde ja damals verallgemeinert. Vor dem Islam gab es auch andere Religionen mit deren Regeln und daraus hat den Islam selber die Regeln genommen. Also das verstehe ich nicht, auch mit der Geschichte von, ja, da haben die Mädchen getötet. Stimmt auch nicht, wie du das vorhin gesagt hast. Und jetzt, vor dem Islam, die Mädchen oder die Frauen konnten 10 Männer heiraten. Wo? Ja, sie kam von einem christlichen... nicht alle, es gab manche, die das gemacht haben. Der einzige Mann, den sie hatte, war Mohammed. Okay, guck mal, ich kenne die Geschichte von damals. Mohammed selber hat nicht mal andere Frauen geheiratet, erst wo sie gestorben ist. Dann hatte er auf einmal 20 Stück. Ja, aber sie war Christin. Aber sie war Christin. Ja, aber wir reden nicht hier über Christen, wir reden nur von dort. Es gab 360 Gott bei denen. Die hatten 360. Ja, deshalb. Okay, jetzt habe ich verstanden. Wir reden jetzt. Guck mal, wenn wir jetzt vom Islam aus gesehen über die Zeit damals reden, dann reden wir von Heiden und es war eine Jahiliya und so weiter und so fort. Das Christentum gab es ja schon 600 Jahre vorher oder 500 Jahre vorher. Das heißt, die hatten ja ihre Gebräuche, die Christen. Nur, man hat da verallgemeinert, sprich, man hat da nicht mehr von Christen geredet oder von Juden, sondern man hat einfach von Heiden geredet, um das in Islam besser gesagt vorzuheben, ne? Dass man sagt, okay, wir sind Menschen, wir sind Gottesfürchte und alle anderen sind Heiden und beten. Welche Heiden? In Mekka oder Medina? Ich meine, die haben Futuhatul Islam gemacht. Und wenn du weißt, was Futuhatul Islam sind, dann heißt das, es gab gar keine Nicht-Muslime da, wo die gelebt haben. Also welche Heiden? Über welche Heiden redest du? Ich rede über die Sicht vom Islam aus. Ich rede auch über die Sicht vom Islam. Ich gebe dir ein Beispiel, Schwester. Ich gebe dir ein Beispiel. Du kennst die Geschichte von Autas. Sabaya Autas, kennst du? Sabaya Autas, ja. Was waren die? Sabaya Autas, das war... Mushrikina Arab, die waren Heiden. Ja, weil die durften gar nicht mit denen schlafen. Das war eine... Die durften ja nicht mit denen schlafen, weil sie keine Christen... Wie nennt man das auf Deutsch? Ein Dorf mit Leuten? Ja. Ja, Autas. Wie soll man das sagen auf Deutsch? Ein Dorf oder eine Sippe oder weiß ich nicht. Ja, genau. Aber die waren keine Christen und keine Juden, weil es gab... Nein, die waren...
Mushrikin Arab, Heiden, arabische Heiden. Aber, und deswegen durften die Muslime, dann die Freunde von Mohammed, mit diesen Frauen gar nicht schlafen. Auch wenn sie die als Sklavin nehmen, weil mit einer Mushrika darfst du nicht schlafen als Sklavin. Sie muss unbedingt Christin, Judin oder Muslime sein, um mit dir zu schlafen. Aber die haben trotzdem mit denen geschlafen. Da gibt es einen ganzen großen Skandal über diese Asabaya-Autas. Ne? Nein, das ging aber, Bruder, warte. Das ging aber nicht, weil die Heiden sind. Das ging darüber, weil die Männer noch gelebt haben. Die Männer waren im Gefängnis. Und dann kamen die Sahaba zu den Propheten und die haben ja, aber das ist gesagt, erlaubt. Sabaya Autos, das waren die Araber, die die du kannten. Du hast mich nicht verstanden. Die haben da eingekauft und keine Ahnung, was Tijara gemacht. Ja, aber nein, aber auch ich rede jetzt islamisch gesehen, dürften sie nicht mit denen schlafen. Islamisch gesehen jetzt auch, wenn sie ihre Männer nicht. Okay, der hat's ja, doch das denen kann erlaubt. Auch so sein. Aber in na, ich erkläre dir, ich will dir nur erklären. Ich weiß. Der Haraju min Rishyanihim li'annahum azwajan. Ich kenne den Hadith auswendig, Schwester. Der Haraju. Wir kennen die Männer und die sind im Gefängnis. Und dann hat, ist der Eher gekommen. Nicht im Gefängnis. Auch wenn die verheiratet sind, die sind in eurem Besitz, ihr dürft mit denen schlafen, also vergewaltigen. Aber nur. Verstehst du mich? Du hast mich nicht verstanden. Ich sage dir, يتحرجوا من رشيانهم لأن لهم أزواج من المشركين. Ich kenne den Hadith auswendig, aber ich erkläre dir jetzt das Gesetz vom Islam. Islam sagt, wenn du eine Sklavin erbeutest, wenn sie nicht Jüdin ist, mit Ahl al-Kitab oder Muslima ist, darfst du nicht mit ihr schlafen, islamisch gesehen. Jetzt, es ist erlaubt, auch wenn sie Männer haben, mit denen zu schlafen. Ja, aber nur wenn sie Christen oder jüdisch oder Muslima sind, verstehst du? Und die haben das nicht respektiert. Was haben die Gelehrten dann gesagt? Die haben gesagt, die haben alle den Islam genommen in dieser Nacht. Das ist die Ausrede. Ja, subhanallah, weil sie unbedingt, weil sie wollten vergewaltigt werden. Kann ich verstehen, aber der. Nein, aber die sagen ja auch, Problem war eigentlich das, was sie sagen in den Tafsir-Schriften. Sieger schreiben die Geschichte, das wissen wir alle. Die sagen, hada ta'wilun wa la budda minhu. Die sagen, das ist, das ist eine Erklärung, die wir unbedingt benutzen müssen, weil es gibt keine andere Erklärung, dass die Sahaba mit den Frauen geschlafen haben, obwohl sie nicht Muslima oder mit Al-Kifab sind. Und dann die Imame oder die Gelehrte müssen eine Lösung finden, um einfach zu sagen, dass, die wollen nicht sagen, okay, die haben auch nicht gewartet, dass sie geblutet haben. Ich meine, es kann ja nicht sein, dass sie alle an den Tag geblutet haben, um zu wissen, dass sie nicht schwanger sind. Ja, die haben aber trotzdem alle mit denen geschlafen. Das ist ein interessantes Thema, Babu. Da will ich eigentlich, das ist interessant. Ich glaube, das ist auch ein bisschen zu groß für jetzt. Ich habe ja auch die Tafsire nicht an der Hand. Ansonsten hätte ich dir auch ein paar Sachen gezeigt. Vielleicht kennst du die ja auch, aber ich kenne die nicht jetzt auswendig. Nein, alles, was du gesagt hast, ist richtig. Der hat gesagt, Auf jeden Fall ist alles richtig. Ja, aber ich glaube, der Bruder Manso weiß, wovon ich rede, oder? Manso? 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 Manso, stimm dich. Du musst runter und wieder hoch. Ich schick dich runter, nur weil ich höre mich bei dir zurück. Kannst du rausgehen und nochmal kommen? Die Stimme wiederholt sich bei dir. Der hat verstanden, wovon ich rede. Weil die dürften mit denen nicht schlafen. Erstmal müssen sie warten, bis sie bluten. Verstanden. Ich habe nur, was er da davor gesagt hat, habe ich nicht verstanden, glaube ich. Aber jetzt sind wir schon. Die haben gesagt, wie die Imame haben sich gefragt, also die Gelehrte danach haben sich gefragt, wie kann das sein? Okay, die haben nicht gewartet, dass sie geblutet haben, ne, um zu wissen, ob sie schwanger sind oder nicht. Okay, und die Männer kamen ja nach 2 Wochen, wollten ihre Frauen und Kinder wieder haben, ne? Was kennt ihr? Die haben den Islam angenommen und wollten ihre Kinder und ihre Frauen haben. Dann sagte denen Mohammed, ja, ich wusste, dass ihr kommt. Okay, und wenn du wusstest, dass ihre Ehemänner kommen, warum hast du die Frauen dann verteilt für deine Männer und hast du zugelassen, dass sie mit denen schlafen? Wenn du wusstest, dass die Männer zurückkommen. Dann hat er gesagt, entscheidet euch jetzt. Entweder eure Geld oder eure Frauen und eure Kinder. Die Männer haben sich natürlich für ihre Frauen und deren Kinder entschieden. Und das, was sagen dann die Imame als Begründung, dass sie mit den Frauen geschlafen haben, obwohl die keine Muslime und keine Christen sind, ne? Weil mit einer Heide darfst du nicht schlafen, haben die gesagt, die haben alle den Islam an den Tag genommen. Das ist eine klare Lüge. Aber das ist Ta'wilun wa la budda minhu. Das ist eine Erklärung oder eine. Wenn man das auch wendet oder kehrt, die haben immer eine komische Lösung, um deren männlichen Kraft da vorne zu zeigen. Also, ja.
Meinst du, ich habe die Anfrage, ich habe dich runtergenommen, nur weil wir uns bei dir zurückgehört haben. Du hast ein Problem bei deiner Mikrofon oder Verbindung. Deswegen habe ich dir gesagt, geh raus aus TikTok und komm wieder zurück. Oder versuche jetzt hochzukommen. Ich habe die Anfrage geschickt. Ach so, alles gut, meinst du, alles gut. Nee, ich wollte das allgemein erklären, damit auch die Leute im Chat halt, ne, hören und verstehen. Ich glaube, Babo, ich glaube, Jemna ist unterwegs. Ich glaube, die hat nicht immer einen guten Empfang. Ich glaube, die hört auch nicht so. Ich glaube, Ach das. so, okay. Ich bin unterwegs. Ja, nee, ist in Ordnung, Jemna. Ich habe da schon gedacht, dass du nicht alles mitkriegst, weil es wahrscheinlich auch sehr laut ist. Ja, ich hoffe, deshalb mache ich auch die ganze Zeit mute, Nein, also nein, das. wir hören, also ich krieg, also ich zumindest krieg nicht so viel mit. Nur ich habe mir Okay. gedacht, Ja, dass ist dein perfekt. Empfang nicht so gut ist. Deswegen verstehst du nicht. Okay. Merci. Merci. De rien. ميرسي ما كتغطي ما كتكسي ما كتركبش في الطاكسي Okay. ميرسي ما كتغطي ما كتكسي يا اي جابرو دانك Ma kettkisi. يا ما Aber كتكسي das الكسوة ma دي kett. جيب يا Ach so, okay. also ميرسي Weil جيب يا يا wir in Arisch sagen, ich sehe, heißt nehmen. Also, wenn ich zum Beispiel ein Taxi nehme, dann sage ich, ich sehe Taxi. Ich Ja. sehe Taxi. Nee, Deswegen, das, ich dachte, ich habe gesagt, Xi, das kommt von Xua, ne? Von Xua. Ja, aber ich habe jetzt, ich habe gedacht, ja, ich habe das aber anders verstanden. Okay, alles klar, Ja, ich Babo. kann, ja, ich Nee, ich verstehe kann, alles. der versteht kein Maser, das ist keine Maser, das, Also, also ich wenn du spreche nur jetzt. Arabisch, also Darija, unsere Arabisch. Wenn du sagst, jetzt Auch du möchtest. Hocharabisch, ich kann auch Hocharabisch. Ja, das habe ich schon gemerkt, dass du Hocharabisch kannst. Ja, war letztens ein Iraker hier mit Jakobus zusammen und der sagt dir, woher kommst du? Ich sage Marokko. Masha'Allah, Alik Fasih. Ich habe besser Arabisch, also der konnte nur Ja, seinen du Dialekt. hast, Ne? Babu, kennst du Mohammed Salah, der Araber? So Ne, wer ist das? ein sehr bekannten Ex-Muslim, der richtig viel redet über den Islam und der hat Der ist über auch 2 Iraker, ne? Millionen. Der ist Nein, Iraker? der Kurde Iraker, das ist, Ja. der wohnt in Schwerin, der Behinderte, meinst du, der da sitzt, ne? Ja, genau. Ja, Also ich der, weißt du, ja, kenne ich sehr wie ich mit denen geredet habe, Babo, oder mit deren, also mit anderen auch da, du wirst totlachen. Mein Hocharabisch ist zum Weinen. Ja, Aber ich die können finde es ja das. auch nicht, Weste. Die meisten können auch nicht. Also der Iraker letztens hat seinen Dialekt gesprochen. Ich verstehe auch alle Dialekte, alle arabische Dialekte verstehe ich auch, ne? Aber ich habe dann mit ihm Hocharabisch gesprochen, weil ich kann nicht auf seinen Dialekt sprechen. Ich verstehe zwar alles, aber ich wollte auch Hocharabisch sprechen, damit er mich auch richtig versteht. Und der hat auch gesagt, wow, du kannst sehr gut, woher kommst du? Der dachte, ich komme von irgendeinem arabischen Land, so in Orient oder so. Ich habe ihm gesagt, ich bin aus Marokko. Das hat ihn überrascht. Aber ihr merkt ja auch, dass die Besten, die Hocharabisch sprechen, in den ganzen Fernseher, Jazeera, Al-Arabiya, sind alle Marokkaner. Habt ihr es nicht gemerkt? Ja, stimmt. Marokkaner sind schon. Ja, wir haben eine gute Bildung in Arabisch. Hassan der Zweite hat sehr darauf geachtet, dass wir so das beste Hocharabisch lernen. Ja, und da sind wir immer sehr nicht so ganz damit einverstanden. Aber das ist wieder so eine andere Geschichte, anderen Thema. Darüber rede ich nicht so gerne. Ich rede lieber über den Koran und deren Gott und Gesandten. Ja. Hört auf, mir im Chat zu schreiben, Hamdi hat mich zerfetzt oder was auch immer. Der wollte gar nicht mit mir reden. Der hat mich Oh, direkt hast du gekickt. auch schon mal mit den einen Der hat mich direkt gekickt. Ich war zusammengekommen? zweimal da bei denen, ne? Und die als Männer hatten Angst, wo sie gehört haben, dass ich Arabisch kann und die könnten mich nicht drecksen und mir irgendwas zeigen und sagen, das ist was anderes. Haben die mich direkt runtergeschickt und gestummt. Sagt ihn, ich Einmal. sage das immer, jeden Tag, sagt ihm, wir gehen in einen neutralen Stream, jeder bekommt 5-Minuten-Show und wir geben unsere Argumente und dann gucken, wer lügt Das und macht wer er nicht lügt. nicht. Der schreit nur rum. Der hat nicht mal Respekt. Also,
Ich habe einmal mit den Typen geredet und haben die mir auch direkt runtergeschmissen. Also das wird ich auch nicht. Der hat mich noch beleidigt, der hat gesagt, Arbi, Schatschemualdi. Ja. Der hat mich beleidigt, ja. Meine Mutter, alles, also richtig. Ja, ja, der beleidigt, das ist doch kein, ich weiß nicht, warum Leute ihn noch immer nennen hier, aber das ist eine Schande, wenn du ihm als Person hier nennst, als sag mal, Verteidiger vom Islam, der ist alles behaufe. Also, ich habe ihn so viele Leute, tausende von Leuten geschickt, gesagt, wenn er sich traut, wir gehen auf einen anderen Live, wo er mich nicht stummen kann, wir müssen nicht miteinander reden, jedem, der Typ, den Stream macht denn eine Show, jeder redet seine 5 Minuten, gibt seine Quellen, seine Argumente, ohne Beleidigung, ohne Lügen und am Ende, der Publikum soll ja gucken, wer lügt und wer hat Quellen und wer nicht. Warum macht er das nicht? Das wäre so doch für ihn ein Sieg. Ne, der würde mich widerlegen, schnell, wenn er nicht lügt, wäre es doch das Beste für ihn. Warum traut er sich nicht? Ich sage ja, er ist derjenige, der Nein sagt. Ich sage ja, geht zu ihm und sagt es ihm. Wenn er Eier hat, soll er kommen. Egal wo, nicht bei mir, egal welcher Stream. Jeder nimmt seine 5 Minuten, der kann mich nicht stummen, ich kann ihm nicht stummen, ganz fair, wenn er wirklich Wissen hat. Babu, ich muss dir sagen, ich habe ihn oft gehört früher und so, er kann die Koransuren nur lesen, aber das Hocharabische, das beherrscht er nicht, muss ich dir sagen. Das Hocharabische, was du sprichst, beherrscht er nicht. Er spricht diese Tunisi, Hakil Adi al-Mihkuf al-Shara, weißt du? Was alle befassen, man will nicht sprechen. Ja, natürlich, ich weiß, ich habe ihn gehört, der spricht nur. Und der liest auch zu dem, der nimmt seine Quellen von irgendwelchen Forum. Ich meine, der sucht in einem Forum, der Forum heißt Arad ala Hamir al-Kanisa. Was ist das für eine Quelle? Viele machen das. Ja, das ist Forum, heißt das Shubuhat. Ja, die suchen sich schon fertige Argumente und fertige Antworten, weil sie keine selbst nicht argumentieren können. Also die soll einfach kommen und die wird sehen, wenn er sich traut. Noel Baba, ich sag dir, ich bin bereit, sag ihm, geh doch zu ihm, schreib ihm, Babu hat keine Angst, der fordert dich heraus, komm zu einem anderen Stream, egal welcher Stream, Hauptsache jeder bekommt seine 5 Minuten, wir machen jede 6x5 Minuten, haben wir 30 Minuten, er gibt seine Argumente, ich gebe meine Argumente und mal gucken am Ende, da entscheiden die Leute. Ich habe das oft gesagt, jeder, der hier kommt, sagt mir, nicht so ein Thema, wo man wegrutschen kann. Zum Beispiel, wenn man über ein Thema Frauenrecht redet, dann bleibt man auch bei Frauenrecht und ich auf einmal zum, keine Ahnung was. Bei uns, also neulich sind einige von hier aus unserer Community, Babu, bei diesem Mohammed Salah gewesen und die haben auch gesagt, ja, der hat die gefragt, würdet ihr eure Töchter, eure kleinen Töchter verheiraten? Und einer von denen lebt hier in Belgien. Der meinte so, ja, ich habe eine 10-jährige Tochter, die hat richtig dicke Oberschenkel, die sieht aus wie eine Frau. Wenn jemand kommen würde und wir die Scharia hätten, dann würde ich sie sofort einem Mann zur Frau geben. Schock. Ich geh nicht mehr zu ihm. Ich war zweimal dort. So. Der hat mich zweimal. Erste Mal war ich mit Jakobus da. Die haben angefangen zu lesen von einem Forum. Ich habe geschrieben im Text. Ich habe nicht mal gesprochen. Ich war oben, aber ich war gestummt. Ich habe geschrieben, das ist kein Tafsir im Chat. Das ist kein Tafsir. Das ist ein Forum. Die haben mich direkt gestummt und runtergekickt. Direkt. Das zweite Mal war Tankatu da. Wo ist Tankatu? Die kann euch selbst erzählen, was passiert war. Die ist nicht da. Ich bin hochgegangen, der wollte mir ein Hadith lesen. Ich habe gesagt, das ist ein Hadith, das ist kein Tafsir. Und dann hat er mich direkt runtergekriegt und nein, der hat gesagt, Arabi, das ist ein Araber, mach ihn fertig. Und dann hat er gefangen, ja, können wir. Was ist das? Der beleidigt, schreit. Er hat mich direkt runtergeschickt. Bei mir war das ist die Lügnerin, Yemna, Bitkedeb, und schreien und keine Ahnung was, obwohl ich den erstmal nicht kannte. Und da haben die gesagt, hol die hoch, wir machen die fertig. Die waren 6 Mann da, oder 5 Stück waren da. Ich komme so hoch und dann sagt er, warum lügst du? Ich sag, okay, weißt du was, ich bin mit euch, ich habe nur eine Frage. Und da haben die gesagt, okay. Welche Fragen habe ich gesagt? Stell dir vor, ich bin verheiratet. Und mein Mann, ich bin Muslima, mein Mann hat mich scheiden, also hat die erste, hat mich scheiden lassen. Also Talak, Entitalik, Entitalik, dreimal.
Aber nach einem Jahr will mein Mann wieder zurück zu mir, für meine Kinder. Was sagt der Islam dazu? Was sagt ihr? Und dann hat die gesagt, ja, die kommt wieder mit einem Schubuha und keine Ahnung was. Und dann haben die mich runtergemacht. Also, raus. Weil die wissen, es hat nicht mit unseren Normen und Werten, also es ist nicht logisch, es ist nicht menschlich, es ist nicht akzeptabel. Aber auf Deutsch das nochmal zu sagen, und du weißt, die Deutschen hören auch und keine Ahnung was etc., das können die nicht haben. Und dann habe ich mich auch nicht mehr, das interessiert mich auch nicht mehr, weil was mich interessiert ist, ich möchte, dass die Mädels oder dass die Frauen endlich mal begreifen, was der Islam und deren Hak ist. Weil wenn die noch nicht verheiratet sind, dass die besser die Entscheidung treffen können, auch wenn es ein muslimischer Mann ist. Weil vielleicht ist da heute ein guter Mann anscheinend islamisch, arbeitet, lässt dich arbeiten, aber von heute auf morgen kann er dich aufschließen. Dich schlagen, dich vergewaltigen und dann gehst du zur Moschee, dann kriegst du keine Hilfe. Weißt du, wann du dann Hilfe bekommst? Erst wenn du zu den Kuffar gehst. Und das ist das Problem. Der muss dich heiraten mit Lust, nicht nur um dich halal für den Ehemann zu machen, der muss ja auch Lust auf diese Ehefrau haben, der muss sie wollen, ne? Der muss sie auch attraktiv finden und der muss sie auch SEX beglücken. Ja, der muss ja Lust auf sie haben und mit ihr mit Lust schlafen, ne? Danach kann er entscheiden, wenn er sich scheiden lassen will, okay, wenn er sich nicht scheiden lassen will, dann ist auch okay. Also du kannst ihn nicht zwingen, sagen, okay, du musst dich jetzt scheiden, ich will meine Frau wieder. Tschüss, bye bye. Ich könnte das vielleicht die Schwester hier oben, Usermann, erklären, was sie meint. Ich weiß nicht vielleicht schon, was es geht. Wie bitte? Ich so, die Schwestern, die können dir das erklären, worüber die sprechen, damit du das auch verstehst, was die meinen, wenn ein Mann quasi sich scheidet von einer Frau im islamischen Recht. Ja, die haben, da kann ich das gut erklären. Also, wenn der muslimische Mann dich dreimal der Talak zuspricht, das heißt, du bist bei ihm. Stell dir vor, in einem Jahr wollt ihr wieder zurück zusammenkommen, dann hat der Islam, der Scharia, ein paar Punkte, also ein paar Sachen, die du als Frau machen musst, bevor du wieder zurück zu deinem ersten Mann gehen kannst. Und das ist, du musst neu heiraten, du musst mit ihm schlafen und der neue Mann muss dir die Talak aussprechen und erst dann darfst du zu dem ersten Mann. Nein, zurück. Er muss nicht, Schwester, er muss nicht, wenn er will, er ja. Muss nicht, nur wenn er will. Warum sollte ich das machen und sollte er das nicht machen? Warum was ist diese Talak? Scheidung. Also der sagt, du bist geschieden dreimal. Es reicht auch, wenn er sagt, Antitalikum genau. Also es muss nicht dreimal passieren, es kann ihn einmal. Sagen, ja. Ich möchte mich scheiden lassen und ein Jahr Trennung. Kann die Frau sich nicht mehr entscheiden? Wir müssen langsam erklären, Yamna, damit sie auch versteht. Nein, ne? Die Frau hat kein Recht auf Scheidung. Nein, hat sie nicht. Ja, natürlich. Es gibt ja auch in den Tafsiren von Zawaj Sarira, dass ein Mann kann seine kleine Tochter zwingen zu heiraten und wenn sie die Pubertät erreicht, darf sie sich nicht scheiden lassen. Auch wenn sie die Pubertät erreicht, darf sie sich nicht scheiden lassen. Das ist ganz klar, die von in den Tafsiren zu lesen. Nee, er muss sich nicht dreimal von dir scheiden lassen. Es reicht, wenn er dir am ersten Mal sagt, Anti Talik Bittalat, du bist dreimal geschieden. Dann kann er nicht mehr mit dir zurückkommen. Das hatte ich auch eigentlich erwähnt. Also sagt Antitalik oder Antitalik mit Talat. Hauptsache, es muss dreimal passieren. Dein Empfang ist nicht so gut, Yamna. Manchmal bist du weg. Deshalb, manchmal hast du so Dropouts. Username. Und dann musst du einen anderen heiraten. Und nur wenn der andere sich entscheidet, sich von dir scheiden zu lassen, darfst du wieder zurück zu deinem Mann. Also wenn er nicht will, deine neue Ehemann, und er dich mag und sagt, okay, ich behalte sie, ja, dann bleibst du bei ihm. Hast du kein Recht, zurückzugehen zu deinem Ehemann. Wie nochmal? Ich also, kann, vielleicht versuche ich es mal. Also pass auf, du bist verheiratet. Mhm. Und dein Mann ist nicht mehr mit dir zufrieden, was auch immer. Er möchte sich scheiden lassen. Der sagt zu dir, ich lasse mich von dir scheiden.
ich lasse mich von dir scheiden, ich lasse mich von dir scheiden. Oder wie Babu gesagt hat, ich lasse mich dreimal von dir scheiden. Dann bist du als Frau, als muslimische Frau geschieden. Sollte sich aber dein Mann oder dein Ex-Mann sich für dich wieder entscheiden und wieder mit dir zusammen sein wollen, ja, musst du, obwohl du dich ja nicht scheiden hast lassen, sondern dein Mann, musst du einen anderen Mann heiraten, mit ihm eine Ehe führen und danach, wenn sich der Mann scheiden lässt, kannst du wieder mit zurück zu deinem ersten Mann. Du, nicht er, du, als Frau. Darf ich mal was dazu sagen? Du musst eine andere Ehe aus. Ich würde gerne gucken, ob sie das vielleicht verstanden hat. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, aber es ist so. Und es gibt sehr, sehr viele Frauen, wo die Männer es dann bereuen. Ich meine, man hat sich ja schon mal gestritten und getrennt und so. Und viele, viele Leute, die dann so in einer Wutsituation gesagt haben, ich möchte mich scheiden lassen, oder in einer Wutphase sich von der Frau scheiden haben lassen und später dann zur Besinnung gekommen sind oder wieder zurück zu der Frau wollen oder so. Die Frau kann nicht zurück in die alte Ehe. Sie muss eine neue Ehe eingehen, mit demjenigen leben, wirklich seine Ehefrau sein. Und wenn sich dann der Mann dafür entscheidet, also der zweite, der neue Mann, entscheidet sich scheiden zu lassen, dann kann sie, wenn sie möchte, zurück zu ihrem ersten Mann. Also der Mann lässt sich scheiden, weil er unzufrieden ist, und die Frau hat das ganze Dilemma zu tragen. Das steht im Koran. Oder wo steht das? Das ist das Gesetz der Islam. Ja. Also Koran, oder? Also, soweit ich weiß, heißt das Scharia al-Islamia. Richtig, Babu? Oder Manzo? Scharia al-Islamia nennt man das. Das ist halt die Gesetzgebung. Aber man sollte auch was anderes erwähnen, wenn wir schon davon sprechen, ne? Über diese Heiratsgeschichte. Der Islam kam ja nicht aus dem Nichts. Der Islam baut ja so gesehen auf dem Christentum auf, ne? Und wie waren die Verhältnisse im Christentum, wenn man heiratet? Da ist ja heiraten auf bis zum Tod. Oder liege ich da falsch? Ja, bei uns, bei den Christen ist das so. Du heiratest einmal, es gibt keine Scheidung. Und also du musst ja so denken, das Christentum hat sich natürlich auch verschiedene Stufen. Ich sage jetzt bei den Christen, die aus dem Osten kommen, die Orthodoxen. Ja. Ist so, wenn ein Paar sich scheidet, so, die müssen erstmal begründen, warum. Du kannst dich scheiden nur halt in zwei Fällen. In zwei Fällen kannst du dich scheiden. Wenn die Frau quasi stirbt oder, ja, wenn die Frau halt stirbt oder wenn die halt fremd geht, darfst du dich sterben. Darfst du dich dann halt trennen von ihr. Aber sonst nicht. Und es gibt ja eine Art von Christen, also die Orthodoxen, wenn der Mann oder die Frau aus irgendeinem Grund sich einfach aus nichts sich scheiden lassen, dann werden sie quasi von der Kirche, man sagt jetzt zu 7 Jahre quasi verwahrlost, also verflucht. Die werden dann nicht mehr halt orthodox wieder getraut. Die mussten das halt begründen, warum? Weil einfach so darfst du dich nicht scheiden. Das heißt, einmal ja für immer. Und wenn eine Frau den Mann betrügt, was passiert ich damit? Soll, Schwester, ja, sorry, ich habe. Sorry, Schwester, Mann, ich habe. Jakobus, sorry, ich war ja kurz im Wartezimmer, aber ich habe trotzdem gehört. Die Schwester will den Vers haben, ne? Für diese Geschichte, für hier. Oder Username? Ja, ich wollte wissen, ob das im Koran steht. Ja, Surat al-Baqarah 229. Was steht da? Lese den Vers. Sura Baqara. Welche Nummer ist Baqara, Freunde? Baqara 229. Ich werde auch langsam müde, Leute, aber ich mache noch ein bisschen länger heute. Surat was? Baqara. Baqara, die Kuh. Ja, ja, 200. 29. Die Scheidung ist zweimal. Dann sollen die Männer die Frauen in angemessener
Weise behalten oder die im Guten entlassen. Und es ist euch nicht erlaubt, irgendwas von dem zurückzunehmen, was ihr ihnen als Brautgabe gegeben habt. Es sei denn, beide Mann und Frau befürchten die Schranken Allahs nicht einhalten zu können. Und wenn ihr befürchtet, dass sie die Schranken Allahs nicht einhalten können, dann liegt kein Vergehen für sie beiden in dem, was sie hingibt, um sich damit loszukaufen. Dies sind die Schranken Allahs, so übertretet sie nicht. Und wer die Schranken Allahs übertritt, das sind diejenigen, die Unrecht tun. War es das, Babu? Ja, und es gibt auch Hadithe dazu. Ne? Ich kann ich dir gerne suchen, wenn du willst. Ne? Mhm. Es gibt Hadith auch dazu und es gibt auch eine Sache. Damals haben sie nicht nur Talaq gemacht, die haben auch Zihar. Ne? Es gab auch eine andere Art, dich von deiner Frau zu trennen. Und so, man sagte, Anti alayya ka dhahri ummi, du bist für mich wie der Rücken meiner Mutter. Da würdest du auch für ihn haram. Der musste dann zum Beispiel einen Sklave befreien oder sowas als Strafe. Aber wenn du die Hadithe noch brauchst dazu, wie die dann zu diesen Gesetzgebung kamen, kann ich dir gerne schicken. Aber das ist jetzt hier, diese Verse ist eine davon, weil die sagte dir da, du darfst nur zweimal heiraten, ne? Mhm. Also scheiden lassen. Wenn du den Tafsir liest, verstehst du dann auch besser. Aber ich mag, dass du wirklich suchst. Die Schwester, die ist wirklich klug, die fragt, die sucht direkt, recherchiert, macht die Bücher auf. Deswegen halt rede ich auch gerne mit Leuten wie dich und mit dir. Bitte schön, Manso. Ja, was passiert denn jetzt mit der Frau, die den Mann betrügt? In der Ehe. Das haben wir vorhin besprochen, oder? Nein. Wir hatten ja da gestoppt und dann... Steinigung. Nein, ich meine im Christentum. Wenn eine Frau, weil er meinte ja nur, wenn sie betrügt, kann die geschieden werden oder wenn die sterben. Ich habe aber nicht über Christentum gesprochen. Nein, das meine ich nicht. Ich meine, das eine baut ja auf das andere auf. Man versucht ja zu verstehen, warum haben die Menschen das in diese Richtung bewegt? Oder glaubst du, dass ein Gott jemand runtergeschickt hat und gesagt hat, so macht man das und jenes? Ja, aber die Muslime sehen es ja so. Deswegen, ja, wir diskutieren aus einer islamischen Sicht. Aber wenn wir dran glauben würden, dann würde ich dir sagen, okay, wir nehmen das alles wahr, aber wir sind ja Menschen, die da irgendwie aus der Indoktrinierung rausgekommen sind und versuchen das jetzt mal nüchtern zu sehen und zu sehen und einfach mal die Verbindungen zu verstehen, warum hat sich das alles so entwickelt und wie ist es überhaupt dazu gekommen? Und ist das für die Menschen damals überhaupt ein Plus gewesen oder ein Minus? Aber das ist eine Strafe für die Frau eigentlich, sie zu zwingen, mit jemand anderem zu schlafen, sie oder nicht? Muss doch nicht. Ja, und das ist eigentlich, um den Mann zu bestrafen, weil der Mann halt eifersüchtig ist. Genau. Aber da wird die Frau scheiße behandelt, meiner Meinung nach. Wenn sie ihn liebt und zu ihm zurück möchte, ist das für sie mir nicht. Dann soll sie einfach zulassen, dass ein anderer Typ mit ihr schläft. Ich sage ja. Die hat doch gar nichts gemacht. Der hat sich scheiden lassen. Die hat gar kein Recht, sich scheiden zu lassen. Der hat sich doch scheiden lassen. Das passiert ja heute noch in unseren Ländern. Gibt's ja genau. Aber heute müsste kein anderer Mann mehr. Du kannst heute deine Frau in Deutschland fünfmal scheiden lassen und nochmal den gleichen. Nein, das meine ich nicht. Ich meine jetzt in den arabischen Ländern. Und in den islamischen Ländern ist es ja so, wie eine Frau sich trennt. Die Tricksen, die gibt ihm Geld. Gibt ihm Geld und der schläft nicht mit der Frau. Und so haben sie es auch damals geklärt. Das heißt, der Sinn... Nein, es gibt ein Hadith dazu, Bruder. Nein. Es gibt ein Hadith dazu. Nein. Einer hatte geheiratet, die Frau, seine Bruder, ne, einfach so mit ihm und der Dings. Ja, den Hadith, du kennst den Hadith bestimmt. Nein, ich will dir sagen, jeder Mensch, der die Möglichkeit hat, für den gelten die Gesetze nicht, so wie für jeden 0815 Burger. Das heißt, es gab immer für Leute Lösungen. Also diese Bestrafung für den Mann hat nichts genützt, wenn wir es jetzt mal nüchtern betrachten. Einfach sachlich betrachten. Wenn es einen Gott gibt, der diese Bestrafung gemacht hat, was hat sie gebracht? Gar nicht. Und es hat seinen Sinn nicht erfüllt. Das ist überhaupt die Botschaft vom Islam. Überhaupt. Was sagt uns überhaupt der ganze Islam, wenn man sieht, was sagt uns überhaupt den ganzen Koran, das ist fast 1500 Jahre her, wo nichts geändert wurde. Was erwarten wir als Leute, die im 21. Jahrhundert leben? Ja. Die Christen hatten ja ihr neues Testament. Weißt du? Bei denen gab es ein Update, wo sie gesagt haben, okay, die Kirche hat gesehen,
Es funktioniert nicht ganz in diesen Jahrhunderten. Und die haben, es wurde dann geändert, wie man es auch immer nennt. Aber weil die auch, weil die auch alle Nase lang, die Katholiken damals, alle Nase lang irgendwas geändert haben. Weil sie auch gelogen haben, nachweislich gelogen haben. Ja. Deswegen gibt es auch die, gab es auch die Entwicklung, dass sich Menschen davon losgesagt haben und zum Alten Testament zurückgegangen sind. Ja, und das Alte Testament ist auch nicht makellos, ne? Ja, ich natürlich nicht. Ja. Aber und ich kenne mich im Christentum halt oberflächlich nur aus. Das, ich kann dir sagen, dass trotz alledem heute, ich rede von heute, die Frauen hier im Westen wesentlich besser zurechtkommen als bei uns in unseren Breitengraden. Ganz ehrlich. Es liegt aber daran, dass wir sind hier weiter. Wir sind einfach weiter. Wir sind zwischenmenschlich weiter. Ja, natürlich sind wir zwischenmenschlich weiter. Aber Männer und Frauen, es gibt Menschen, aber Manso, hör doch mal zu. Bitte. Schau mal, wenn die diese Leute mit so einer Ideologie hier hinkommen, was erwarten wir von Männern, die in solchen Gesellschaften groß geworden sind, wo solche Dinge oder solche Gesetze einfach gelten? Ich kann ja nicht sagen, dass alle so sind. Wir müssen damit umgehen. Wir müssen damit richtig aber umgehen. Ich finde, das ist eine Gefahr für die Frauen. Ich traue mich nicht mehr, abends alleine rauszugehen. Echt? Ich lasse mich immer abholen, ja. Wieso? Weil es so ist. Also ich finde, es gibt keinen Fleck in Deutschland, wirklich keinen Fleck in Deutschland, in den man sich irgendwie fürchten muss als Frau. Ich tue es aber, zu Recht. Es gibt Frauen, die laufen durch unsere, das ist eine kleine Stadt, es gibt Frauen, deutsche Frauen, die trauen sich nach 19 Uhr nicht mehr durch die Innenstadt. Ja, da müssen wir uns aber bei der Politik bedanken und bei die Leute, die das managen und die nicht, das nicht, haben. Nicht wegen irgendwelchen Rentnern oder so, sondern wegen heranwachsenden, jugendlichen Männern, die in Zivilisationen aufgewachsen sind oder in Gegenden aufgewachsen sind, wo man halt nicht nur der Frau hinterher pfeift, sondern auch sich im Weg stellt und sie anmacht oder sie begrapscht oder sonst irgendwas. Das liegt aber daran, dass er es kann. Hier sieht er, er kann es und er kommt damit durch. Verstehst du, was ich meine? Ich finde, dass wir gerade vom Thema weggehen, das möchte ich nicht. Bleiben wir bitte bei Thema. Ja, Islam. Klar. Im Islam gibt es viele Probleme. Nur man sollte darüber reden und die Menschen aufklären, ne? Ja, natürlich. Es bringt nichts, wenn jetzt, ich habe jetzt von manchen schon gehört, die Muslime wollen unser Brot und ganz viel Schwachsinn, was gar keine Hand und Fuß hat. Es wird hier niemals eine Scharia stattfinden oder irgendwas desgleichen. Dann hätte es in den arabischen Ländern stattgefunden. Hat es doch letztens in IS. Oh. Hat es IS, das ist doch kein Staat. Boko Haram, Taliban. Das war ein Haufen Terroristen. Taliban, Boko Haram, Iran, ich weiß nicht, Bangladesch, Indonesien. Das sind doch alles Orte, die misshandelt wurden von uns. Demokraten. Naja, auch ja. Vietnam? Wurden sie auch nicht misshandelt? Japan wurde nicht misshandelt, aber die haben die Ideologie nicht dafür. Ja, die wurden bombardiert mit Atombomben, oder nicht? Und was haben die gemacht? Gar nicht. Hörst du heute, dass irgendwelche Leute sich in die Luft springen? Irgendwelche Japaner, irgendwelche Philippinen? Nein, schau mal. Ich leugne nicht, dass solange man aber dein Argument hat, um die Menschen zu radikalisieren. Dass die Muslime misshandelt wurden und deswegen machen sie das. Nein. Die Japaner wurden auch nur von 50 Jahren misshandelt. Die Philippinen Muslime wurden misshandelt? Hä? Welche Muslime wurden misshandelt? Du hast gesagt, dass die Muslime von den Westen gelitten haben. Nein, ich rede nicht über die Muslime, ich rede über die Länder. Die Länder, in denen es dann so greift. Ja, das sind zufälligerweise muslimische Länder, oder wie willst du mir sagen? Nein, ich würde dir sagen... Ich sage dir, weil das muslimische Länder sind und weil die Ideologie das sagt, haben sie sich so, haben die sowas gemacht. Aber die anderen Länder, weil sie keine Muslime sind, haben sie das nicht gemacht. Das will ich dir erklären. Wie Japan, wie Philippinen, wie die anderen
Sag mir das andere Land nochmal. Vietnam, Krieg, der war doch grausam. Und gerade vor kurzem. Die haben trotzdem, die machen trotzdem keine Attentate und sagen, ja, wir wurden misshandelt von den Westen. Das machen nur die Muslime. Und das kann kein Zufall sein. Nur weil die Ideologie dafür haben, Mann. Aber sollen wir denn warten, bis die Leute misshandelt werden und nichts machen und das für normal halten? Wer wird jetzt noch vom Westen? Alles ist passiert in einer gleichen Zeit. Und alle haben aufgehört. Nur die Muslime nicht. Manso, meinst du, wenn hier die IS dich bekämpft wären von jetzt von der Armee, von den Kurden und so weiter, meinst du, wäre die Scharia da nicht eingesetzt in Irak und Syrien? Die hätten sich auch verdoppelt, verdreifacht, da hätten wir gar keine Chance mehr. Schau mal, das, was die IS gemacht haben, die haben das umgesetzt, was der Islam eigentlich befiehlt. Also, ich sag mal, so barbarisch sich das auch anhört und so sehr es keiner wahrhaben will, sage ich mal, der wirklich ein normaler Moslem ist. Die haben ja das so den Islam umgesetzt, wie es vor 1500 Jahren umgesetzt wurde. Was Muhammad gemacht hat. Okay, aber du darfst nicht vergessen, der Prophet Muhammad hat ja 13 Jahre lang in Frieden für den Islam gewirkt. Weil er keine Macht hatte. Genau. Wo er schwach war, hat er natürlich im Frieden gemacht. Als genau. Er aber die Oberhand hatte, dann war der mächtig und dann fing es an bei ihm. Sag nur, la tad'u ila silmi, was sagt der Koran? La tad'u ila silmi, Bruder. La tad'u ila silmi wa antum al-a'laun. La tad'u ila silmi wa antum al-a'laun. Ich weiß, frag ich kenne das alles. Ja. Ich will doch nur sagen. Frag nicht für Frieden, wenn ihr die Oberhand habt. Das ist richtig, das meine ich. Und deswegen sage ich dir, die haben das Gleiche gemacht, was damals gemacht wurde. Ja, bitte, ich, mal so. Ich will nur sagen, was wäre, wenn er viele Anhänger gehabt hätte oder einige Anhänger, ne? Es waren ja nicht mal 100 Leute damals. Was wäre, wenn er viele Anhänger gehabt hätte und getötet wurde und es nicht zu den Schlachten kam und so weiter? Dann hätten wir Ruhe heute. Wir hätten heute keine Kinder, eher keine Sklaverei. Wir hätten heute Ruhe. Okay, und was ist, wenn jetzt Jesus länger gelebt hätte und Jesus auch so geworden wäre? Was wäre dann? Dann wäre auch die ganze Menschheit gegen ihn. Die Lehre von Jesus, die wurde verfolgt und übernommen. Die Lehre, die haben wir bis jetzt, mal lieber. Aber das ist, ich meine, ich will doch nur sagen, das, was am Anfang war, war alles immer friedlich. Da hieß es, jeder kann seinen Glaube ausleben und so weiter. Wenn der Mensch dann zur Macht kommt. Okay, was ist mit Buddha? Was ist mit Buddha? Hat Buddha ein Schwert genommen in der Hand? Buddha hat nicht gesagt, dass Gott durch ihn gesprochen hat. Nein, aber hat er eine, haben wir eine Religion, die Buddhismus heißt? Wurde sie durch Schwert verbreitet? Nein, aber... Also, nee, dein Argument ist falsch, Bruder. Bei den Buddhisten ist aber auch viel Blut geflossen. Bruder, aber nicht durch die Lehre von Buddha. Mehr Bunya ala Batil, fahuwa Batil. Bruder, mehr Bunya ala Batil, fahuwa Batil. Du kannst nicht auf was Falsches was bauen. Nein, da hast du... Da gebe ich dir recht. Aber... in der Ulita, illi mebni ala Batil, fahuwa Batil. فإحنا دلوقتي الإسلام انبنى على إيه؟ ولكن الناس يصدقونه. دي لوت غلوبن ده عن. ده problem. دي بقول ينو. ده ده ده. انبنى على إيه؟ بس هو انبنى على إيه؟ ما هو انبنى برضو على الأديان اللي قبله. مش جاب من عنده. فايز واش مينه؟ War teilsweise, ja. Ich glaube, der hat sogar vermischt, der hat Götter, einen Gott, einen bösen Gott mit einem barmherzigen Gott vermischt und das hat eine Katastrophe gegeben. Das heißt, meiner Meinung nach, alles kommt von den Menschen, nichts anderes. Da war gar keine Götter im Spiel oder sonstiges. Das waren Menschen, die einfach irgendwann Macht gehabt haben und ihre politischen Interessen verfolgt haben, fertig. Das ist ja genau das, was ich dir die ganze Zeit sage. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, aber wir müssen einfach versuchen, die Leute... Babu, wenn du sprichst und sagst, das ist deine Meinung, okay? Und du kritisierst den Islam. Und dann hast du jetzt beispielsweise Christen im Stream, die dann sagen, ja, die Muslime und so auf die Muslime hetzen, als ob die Muslime, die da draußen rumlaufen, wirklich den Islam praktizieren. Aber sie fühlen sich angesprochen. Sprich, diese Menschen sind dann geneigt, überhaupt zuzuhören und irgendeine Info anzunehmen. Verstehst du? Manso, mein Lieber, guck mal, wir sprechen, wir wollen die nicht beleidigen. Also guck mal, wie diese Muslime, die du sagtest, die nicht den Islam praktizieren, glaub mir, die haben den Koran nicht gelesen. Die kennen nicht die Hadithe, die kennen die Tafsire nicht. Und die Leute,
Guck mal, die Leute, die den Islam verteidigen, die sind einfach, weil die keinen Plan haben. Glaub mir das. Und die Ahnung haben, die sind eher ruhig und das lassen weiß sich ich nichts doch. Zeigen. Das, weiß das ich. Ist also wirklich. Aber also wenn man wirklich den Islam gehört, jetzt das neueste, Leute, die hier hast du Monotheist, ich lese euch seinen Kommentar. Babu, du bist nur am Falschinformationen zu verbreiten, nur weil du Berber bist. Das heißt erstmal Amazir und ich Berber, und du hast gesehen, weil wärst du ein bisschen länger hier gewesen, hättest du auch gemerkt, dass ich Berber Amazir gar nicht verstehe. Die Geschwister haben auf Amazir gesprochen, ich habe kein Wort verstanden. Also sucht euch eine andere Lüge jetzt. Ich bin ein Doppelagent, ich bin ein Mossad-Agent, ich bin von Illuminati, ich bin, was weiß ich auch, was ein Kopt, ein ägyptischer Kopt. Ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt Amazir. Da findet euch eine neue Ausreden oder was auch immer. Du wirst irgendwann 99 Namen haben, Babu. Ja, ich schwör's dir, das ist nicht mehr normal. Die sind so verzweifelt. Nein, aber Manso, ich hatte letztens einen Typ hier, mehrere, die waren bei ES und die sind zurück und die laufen hier in Deutschland und rekrutieren Jungs, ne? Und sagen deren Glaube. Der Typ auch kommt immer hier, Ibn al-Qayyim oder Ibn Taymiyyah heißt er. Der sagt mir, es fragt mich letztens, Takfir hallo Asl-Din, ob Takfir Asl-Din ist oder. Ey, die kennen sich viel besser als du denkst. Der kennt das, der ist nur konvertiert und der kennt sehr gut den Islam und der ist dafür. Für den Dschihad, für den ganzen Müll. Aber deswegen reden wir. Deswegen machen wir uns hier kaputt. Die leben zwischen uns, sind frei. Die kommen zurück von IS, sagen, ja, wir haben dort Haushalt gemacht. Wir haben nur geputzt bei den Leuten. Wir haben keine Waffen getragen. Wir haben nur Bürokram gemacht. Wir haben nur was geschrieben. Wir haben nicht gekämpft. Kommen hier, gehen 3 Jahre oder 2 Jahre im Gefängnis und kommen raus und predigen weiter. Und der sagte mir, die waren ihnen nicht radikal genug, meinst du? Kannst du dir vorstellen? Der sagte mir, ja, IS hat nicht richtig Takfir gemacht. Sie muss bei jedem Takfir machen, auch ohne Hujja. So weit ist der Typ gegangen. Er sagt, das sind Khawarij. Die machen die Religion nicht richtig, man soll jede schlachten. Ich wünschte mir, du wärst da gewesen, um zu gucken, was die wirklich, mit wem wir hier wirklich hier zusammenleben in Deutschland. Die machen nur alle Taqiyya. Die Leute, die so denken, muss man direkt einfach in ein Paket packen und zurück. Weil so wozu brauchen wir denn dieses Islam? Sag mir, was ist die Botschaft von Koran, außer dann diese ganzen schlimmen Sachen? Was ist die Botschaft? Was sollen sie davon nehmen, überhaupt? Die Hälfte redet über das SX-Leben von Mohammed und seine PR in IS. Das andere Hälfte redet über Krieg. Was gibt da Schönes rauszuholen? Und wenn du was Schönes findest, findest du direkt danach das Gegenteil. Das ist schlimm. Im Islam ist der Mann... Der Mann hat die besten Punkte und der Moslem, ne? Von an den Menschen. Das ist wahr. Also oh mein Gott, ich kann nicht mehr reden. Identifizierst du dich als Moslem oder nicht? Ich identifiziere mich als du kannst sagen, gottlos. Weil das, was ich für eine Vorstellung von einem Gott hatte, habe ich in keiner Religion gefunden. Als ich in den Religionen gelesen habe, habe ich mir gedacht, und das ist das, woran die Menschen glauben? Es ist wirklich so. Ja, ich glaube auch an keinen Gott. Warum rede ich nicht über Kreuzzüge? Okay, ja. Soll ich von Anfang reden, von Angriff von Muslime und die Antwort von den Christen, oder wovon soll ich erzählen? Oder soll ich nur von Kreuzzüge erzählen, ohne den Grund zu nennen? Was möchte er denn von der Kreuzzüge? Die Kreuzzüge sind zu spät sogar gekommen. Wären die 500 Jahre eher gekommen, dann hätten wir diese Theater nicht gehabt. Was wollen denn Kreuzzüge? Außerdem, es gibt nirgends von der Bibel, dass da die Kreuzzüge gezogen wurden. Das waren einfach Leute, die die Macht ein bisschen zurückhaben wollten. Es ging halt um die Stadt. Ist Jerusalem und so. Aber das hat ja mit der Glaube nichts zu tun. Das waren einfach nur halt Rückkämpfer, den Stadt, die haben, wieder haben wollten. Ne? Schade, dass sie zu spät gekommen sind. Und schade, dass sie so früh abgehauen sind. Das war ja auch als nur noch Betrug miteinander. Deswegen, was die da die Kreuzzüge gemacht haben. Wir reden dann auch gleich über den Angriffskrieg auf Nordafrika, die 86 Jahre gedauert hat, ne, zwischen Muslime und Nordafrikaner, die gar nichts gemacht haben. Die waren bei sich zu Hause und wurden dann einfach angegriffen von Muslime. Wir können auch reden über die Muslime, die Andalusien, Spanien angegriffen haben. Wir können über die Osmanen reden, wenn du willst, die bis hier bis vor Wien waren.
Können wir auch gerne reden. Wir wissen. Es muss jemand hochkommen. Fragen stellen. Ja, Gottes Segen. Gottes Segen, mein Lieber. Ich wollte nur ganz kurz reinkommen, weil ich habe hier Thema Kreuzzüge gehört. Ja, ich bin gerade eben rein. Ich wollte nur sagen, Kreuzzüge waren auf jeden Fall mehr als gerechtfertigt. Ja, nach 400 Jahren Dschihad, Blutvergießen. Ja, leider Gottes haben die zu früh aufgehört. Ja, und sind nicht weitergegangen. Ja, das wollte ich nur gesagt haben. Schönen Abend noch. Gottes Segen. Was ist dann anders von als die Dschihadisten? Was ist da anders dann, wenn wir sagen, die Kreuzzüge sind richtig gekommen und dort? Wieso sagen wir nicht lieber, es hätte beides nicht stattfinden sollen, damit sowas auch in Zukunft nicht stattfindet? Ja, hätte, sage ich jetzt, hätte diese Kriege da nicht angefangen, diese Völkereroberung und Ländereroberung, dann wären die nicht in Europa, also 5000 Kilometer nach, ich sage nach Syrien, nach Irak und nach Ägypten, wären die nicht zu Fuß gegangen, hätten die da gar keine Kriege gemacht. Ich meine, es stand dieser Krieg vor der Tür. Das war ja halt nur Schutz gegenüber Europa, weil die hatten schon mittlerweile bekommen, das mitgekriegt, dass die halt immer mehr werden durch dieses seldschukisches Volk, weißt du, als die Türken kamen. Und dann die haben den Islam angenommen und da waren ja so mächtig, dass die quasi bis unten in Spanien kamen. Und das war halt für den Europäer sehr gefährlich. Deswegen kam dieses Kreuzzug in der Frage. Nee, und das ging halt 200 Jahre lang, bis es der letzte war. Der vierte Kreuzzug, das war halt der schlimmste für die Christen auch. Die haben sich da gegenseitig da bekämpft. Weil es ging nur noch halt um Beutereien und Eroberung und tralala. Deswegen gibt es ja auch so diese Spaltung bei den Kirchen im Osten. Und die Katholiken. Mono Müll, ich habe keinen Bock auf deine doofe Frage. Ne? Was hat Frankreich gemacht in Marokko? Jeder weiß, was Frankreich in Marokko gemacht hat. Jeder kennt den Vertrag, den Schutzvertrag, den der König unterschrieben hat, um den Amazigh zu unterdrücken, ne? Weil er die Macht quasi am Verlieren war gegen die Amazigh. Es gab Ard Siba und Ard al-Mahzen, das Land von den Mahzen, von dem König, und das Ard von Siba, das hat er genannt, die Gottlosen oder die Ungehorsamen oder ne, die Wilden. Und der wollte Hilfe von Frankreich, also der hat einen Vertrag mit Frankreich unterschrieben, der heißt Wathiqat al-Himaya, kannst du gerne googeln, ne? Der Vertrag vom Schutz oder der Schutzvertrag, und die haben dann seine Interessen in Marokko geschützt und die haben ihn ja wieder seine Macht gesichert. Das ist was passiert. Also Frankreich hat uns nicht kolonialisiert, noch nie waren wir von Frankreich kolonialisiert worden. Das war, die haben den König geholfen, also die sind von Anfrage, der König hat nach deren Hilfe gefragt und einen Vertrag mit denen unterschrieben, damit sie kommen und seine Interesse schützen, um seine Macht zu befestigen. Erkundige dich, lesen mal Geschichte und schmeiße nicht hier einfach so Behauptungen ohne Ahnung. Ich wünsche euch erstmal allen Gottes Segen. Oi, Gottes Segen, mal habt den. Mal Helen. Ich höre von unten zu. Ich danke euch erstmal. Okay. Ja, schön, dass du da warst, Mann. So. Ja, Sarah, du weißt doch, Hartz IV ist jetzt zu Ende, ich muss wieder arbeiten. Ich bin nicht mehr so oft on. Freut ja, mich, aber, Carlo, Bruder, du bist endlich in der Gruppe, hast du es geschafft. Ja, jetzt bin ich endlich drin. Ja, Leute, Monotheismus, bitte hör auf mit deinen, einfach mit deinen. Hier deine Komödie oder was das auch immer hier sein soll. Ne, 25 Abonnenten, bestimmt irgendeine Burka. Von wir wissen wer, das stimmt nicht, ja, gib uns das andere. Schade, ich wollte, dass Manso uns den Text liest, den ich da auf meinem Bild habe. Der ist weg. Ja, das ist das Erlaubnis. Das ist die Erlaubnis von Dings, ne? Wenn man in Ramadan Angst hat, dass seine Dings platzt, ne? Vor Lust, der kann die Hände benutzen von einem kleines Mädchen oder einem kleinen Sklavin oder einem Baby, steht da Teflatun aus Sarera. Ist der Nabiye die Herr Kedalik al-Kafira oder eine Ungläubige? Ne, dass man in Ramadan tagsüber, während man fastet, sich befriedigen kann mit kleinen Kindern. Das ist auch in deiner Religion von Ibn al-Qayyim, das Buch bei der Al-Fawaid. Vielleicht kannst du uns das mal erklären, Monotheist, wenn du überhaupt Ahnung hast und weißt, wer Ibn al-Qayyim ist. Ja, man, so kennt diese Geschichte. Einfach nur ekelhaft, oder? Man ist auch Ex-Muslim, oder? Ja, Mansour ist auch Ex-Muslim, ja. Aus welchem Land? Ich weiß nicht, ich glaube Ägypten.
Dein Akzent hat sich. Der hat sich so Kopli angehört, das waren so ein Ägypter. Ja, schön. Ich sage, immer mehr Menschen oder erwachsene Menschen verlassen den Islam, die sich damit befassen, die sich damit auseinandersetzen. Also, ich muss schon sagen, der Bruder Manso, man merkt das schon sofort, wenn er zwei Wörter spricht, dass er schon gelesen hat. Ein akademischer Mensch, wenn er ein bisschen gelesen hat, er weiß schon, wie die Welt sich dreht, Bruder. Er kommt sofort auf Gedanken. Aber das jemand, der nicht Kopte, liest... Das ist keine Kopte. Ja, aber Kopte bedeutet so viel wie... Kopte war ja auch das, was die Griechen gesagt haben. Kopte sind Ägypter. Das ist ja die. Ja. Das bedeutet nur Ägypter eigentlich. Kopte bedeutet nur Ägypter in alter Sprache. Ja, ja, Musri, also ich sage jetzt aus Ägypten, so Musri war der, ne? Ja, ja. So hat sich also sein Dialekt angehört, so. Sein Akzent hat sich so angehört, aber ja. Genau, deswegen. Und ich meine, jeder, der ein bisschen was liest, ein bisschen was zu sich nimmt und ein bisschen sich vergewissert, was ist da Sache, er kommt auf einen Punkt, verstehst du? Rihanna, wir haben heute keine schwule Abend. Geh in andere Live, bitte. Du hast nichts zu sagen. Geh bitte die weg. Die soll zu Joker gehen. Ja, geh zu Joker, tausch mit ihm deine Nagellack, tausch mit ihm deine Lippenstift und lass uns hier in Ruhe. Tausch von mir aus auch die Unterhosen, eure Tangas, lass uns in Ruhe. Rihanna, dieser Jason. Ah, Jason. Der hat letztens gestöhnt, ich glaube, der hatte eine Tanga an, das hat ihn gekratzt. Keine Ahnung, der betet nicht, der Typ. Wer nicht betet, ist ein Käfer. Du wirst in ein Loch einfach reingeschmissen. Die werden bei dir keine Salat al-Janaza machen. Die werden bei dir nicht beten. Die werden dich wie ein Hund in ein Loch schmeißen, weil du nicht betest. Du bist sowieso Käfer. Hallo, Homer. Salam. Ewa, Babo, wie geht's? Müde eigentlich heute, müde. Ich weiß nicht, weil, wenn ihr mich seht, ich liege gerade wie Buddha, ne? Und bin fast quasi kaputt. Halte meinen Kopf. Ich halte meinen Kopf mit der Hand und die machen mich hier verrückt. Khatar. Wie geht's dir? Alles klar bei dir? Geht's dir gut? Sehr gut, danke. Und dir? Alhamdulillah, alles in Ordnung. Freut mich. Jo, mzien. Was ist das Thema bei euch heute? Aber wir haben über alles geredet und alles. Red doch mal über Tauba. Du musst über Tauba sprechen. Surat Tauba meinst du? Die Sura? Nicht Surat Tauba, ich meine, warum nicht? Du musst den wahren Weg wieder. Warum nicht? Weil sie ein bisschen gefährlich ist. Ganze. Ja, warum soll ich nicht über Bara? Also wollen wir über Wala ul Bara reden? Ja, wenn du willst. Wenn du sagst Tauba, klingelt bei mir die Alarmglocken. Du hast Tauba direkt denkst an Surat Tauba. Ja, natürlich. Ja, sehr. Was macht Gesundheit? Ist alles in Ordnung bei dir? Alles Bestes, danke schön, ja. Ja, das ist doch gut. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gesund. Ich glaube nicht, dass du sehr gesund bist, Babu. Du schläfst 4 Stunden am Tag. Nein, ich hab gestern 6 Stunden geschlafen. Ich hatte heute Sachen zu erledigen. Ich war unterwegs den ganzen Tag, aber ich meinte mit gesund, dass ich mich gesund ernähre, keine Alkohol, keine Drogen oder sowas, verstehst du? Das heißt, dass ich körperlich halt gesund bin. Sehr gut. Aber warum trinkst du keinen Alkohol oder rauchst du? Ich rauche nur Zigaretten. Zigaretten, ja, will ich damit aufhören, aber ich trinke nicht, ich habe selten, also wirklich sehr selten. Ich habe nie Alkohol zu Hause oder so. Sinoni, Bala, warum, du bist... Warum trinkst du nicht? Einfach so, ich trinke einfach nicht so, keine Ahnung, einfach nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eingeladen bin, deinen Geburtstag oder deine Feier oder so, trinke ich gerne ein paar Gläser. Okay. Ich mache mich jetzt nicht besoffen, verstehst du? Aber ich trinke jetzt nicht oft, das meine ich, vielleicht einmal im Monat oder wenn ja auch einen Grund dafür gibt. Zum Beispiel, ich hole keinen Alkohol und sitze zu Hause und trinke, verstehst du? Du hast dich im Griff. Ja, brauche ich gar nicht, ich habe ja keine Sucht. Ne? Eckdeck. Ich trinke allgemein nicht viel. Früher, aber ja, wo ich jung war, natürlich habe ich viel mehr getrunken, mehr Party, aber man ja hört auch, man muss ja auch denken, man kann ja nicht immer saufen, ne? Man muss ja auch einen klaren Verstand haben, man kann gerne ab und zu mal trinken auf einen Geburtstag oder wenn man feiern geht, kann man ein paar Gläser trinken, aber auch nicht übertreiben. Ne? Du magst Hashish, gell? Du magst diese richtige marokkanische. Nein, rauche ich auch nicht, nein, nur Zigaretten. Steine. Nur Zigaretten, ja, Zigaretten, ja, bin ich süchtig. Aber nein, ich rauche wirklich nichts, nee, niemals. Ihr hättet so, doch sonst gehört, werde ich, oder gewusst. Ich bin doch immer mit einem klaren Verstand hier.
hättest du einen klaren Verstand, da hättest du Tauber gemacht, dann wärst du wieder zurück zum Islam gekehrt. Nein, ja, ja, ich bitte. Hast du den Text gelesen, den ich auf meinem Bild habe, oder nicht? Nee, gar nicht. Dann kannst du es lesen? Das ist zu klein, meine Augen tun mir weh. Also größer geht's nicht. Ich lese es dir. Ein Ahmed, das ist eine von Ibn al-Qayyim, sein Buch Bada'i al-Fawaid. عن أحمد في رجل خاف أن تنشق متانته من الشبق أو تنشق أثياه لحبس الماء في زمان رمضان. Hast du verstanden? زيد كمل يا. يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه. قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو بيد أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة. أمته غير الصائمة. Hast du verstanden? Ja, ich verstehe dich. Ja. فإن كان له أمة طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة. تاكسي بين رمضان. Nein, aber das muss man überprüfen. Guck, ich überprüfe. Ich habe dir gesagt, Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim, der Buch Ibn al-Qayyim, die Quelle ist Ibn al-Qayyim. Kennst du Ibn al-Qayyim? Das ist der Schüler von Ibn Taymiyyah, ne, Sheikh al-Islam. Und sein Buch Bada'i al-Fawaid. Ja, wie gesagt, du weißt ja, wenn ich eine Sache von dir, wie gesagt, zugesteckt bekomme, gehe ich es immer überprüfen und danach melde ich mich hier. Genau wie gestern. Gestern hast du ja auch mitgeteilt, hast du ja gesagt, aufgrund von, wegen dem Rodo, wegen wenn man Intimbereich sauber macht. Du hast gesagt, man verteilt die Bakterien. Ich habe mich gestern schlau gemacht. Ich war sogar gestern auf Seiten der Kuffar, beziehungsweise die ganzen Ärzte-Seite. Die haben alle gesagt, Intimbereich soll man nur mit Wasser reinigen. Punkt. Das kannst du sogar bei Google eingeben und du wirst es dann sehen. Also und danach die Bakterien auf Gesicht, Mund und Nase verteilen, haben die auch gesagt. Du wäschst doch danach deine Hände. Nein, ja, und deinen Mund, aber nur mit Wasser, keine Seife. Danach, genau, aber wir haben gestern über Intim gesprochen. Aber nein, es gibt intime Seifen. Also steht es jetzt 1-0 für mich. Es gibt Seifen für Intimbereich, Bruder, es gibt Seifen für Intim. Aber soll man nicht laut Medizin machen? Die haben gemeint, Wasser reicht vollkommen aus. Die haben gesagt, es ist sogar noch besser, weil es dann schädlich. Ja, aber dann nicht verteilen. Wenn du dann nach deine Hände wäschst, dann hast du die Bakterien auf die beiden Hände und überall, wo Wasser fließt und in deine Gesicht und in deine Mund. Nein, du wäschst dir doch dann, nachdem du deinen Intimbereich sauber gemacht hast, wäschst dir den danach die Hände. Und mit, dann ist mit, ja, gesagt, Desinfektionsmittel, mit Desinfektionsmittel? Nein, Wasser reicht vollkommen. Ja, nein, Wasser, das sagt Mohammed, aber das sagen nicht die Gelehrten. Sogar die Wissenschaft sagt das. Bruder, du kennst doch den Hadith von Bi'r Bida'a. Kennst du? Erzähl. Den Hadith, wo Mohammed sich wäscht in eine Pfütze voll mit toten Hunde, Menstruationstücher und Müll. Und der wäscht davon und davon macht er Wudu. Nein, den Hadith kenne ich nicht. Den muss man überprüfen. Gib ich dir, warte eine Sekunde. Bitte gib ihm mir. Hadith Bi'r Bida'a, eine Sekunde. Diese Pfütze hieß Bida'a und es gibt einen Typ, der hat auch die gemessen, das ist ungefähr 60 cm tief. Aus einem Brunnen. Ja. Aus dem Brunnen ist das, ja, kenne ich. Das ist keine Brunnen, das war nur eine Pfütze. Keine Brunnen. Weil der Typ hat seine Hand reingesteckt und seine Hand war nicht komplett rein. Der hat es gemessen. Ein Typ hat das gemessen. Das höre ich heute zum ersten Mal. Und ich bin schon seit 25 Jahren betisch. Erzähl, ich höre zu. Doch, das habe ich auch gelesen. Das habe ich auch hier. Doch, das ist, okay, ich gebe Ihnen die Quellen, Bruder. Vielleicht kann ich dich notieren. Ja. Sahih Abi Dawud. Sahih Abi Dawud, Nummer 66. Warte, das muss ich mal aufhören. Hier, ich schreibe es im Text. Die Freunde schreiben es im Chat. Freunde im Chat schreiben bitte. Modis. Sahih Abi Dawud, 66. Ganz einfach. Und den gibt es auch in einem anderen Buch, die zweite Quelle. Al-Wahm wal-Iham, ne? Von Ibn Qattan. Auch Sahih. Nummer. Schreibt aber nur Abi Dawud. Hier wirst du nicht finden, das Al-Wahm al-Iham. Abi Dawud, Sahih Abi Dawud, 66. Ganz einfach. 66. Ich überprüfe das, du weißt ganz genau, ich überprüfe das immer. Alles gut, kannst du. Und da sagt Mohammed, dass das Wasser rein ist und die wird nicht dreckig. Die wird nicht halt unrein. Ich lese dir, soll ich den Hadith lesen? Nicht überprüft, das ist ein Problem. Ich lese es trotzdem für die Freunde, die unten sind. Anna Uqila li Rasulillahi Salam. Anna Tawadda. أن نتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن
also den Müll, ne? Al-Haid, du weißt, was Al-Haid ist, ne? Das sind Menstruationstücher, wa lahmul kilab und tote Hunde, wa natten und Müll. Faqala Rasulullah sallam. Al-ma'u tahurun la yunjisuhu shay'. Al-ma'u tahur la yunjisuhu shay'. Hier bei Ulu. Sahih, Dawud 66 hast du gesagt. Sahih, Abi Dawud 66. Wie gesagt, Muhaddith al-Albani. Muhaddith ist Albani. Komm ich wieder immer, du weißt ja. Alles gut. Al-Muhaddith ist Al-Albani, damit du weißt. Also. Wie gesagt, ja. Ich kontrolliere das. Alles gut, Bruder. Was hat, ich glaube, die Jungs hat, da drinnen hatten, glaube ich, noch eine Frage, glaube ich. Irgendjemand wollte, glaube ich, was sagen und wir sind dazwischen gekommen. Du, was du sagtest zu den Mediziner, was du da geprüft hast, so was die da gesagt haben, ja, man soll gar keine Seife benutzen, aber in eine bestimmte Tunnelung, also quasi nicht in den Tunnel, nicht in den Löcher, sollst du Seife nehmen, aber die unter quasi das Haut und sowas darfst du berühren, darfst du waschen. Entschuldigung. Ist das angekommen, was ich gesagt habe? Hab ich schon gesagt. Du meinst Schleimhaut, oder? Ja, genau, damit du die Schleimhaut quasi nicht berührst, quasi bei Frauen oder so. Da darfst du nicht an bestimmte Tunnungen reinkommen, ne? Und bei den Männern auch quasi, dass du nicht alles da an bestimmte Tunnungen, sonst darfst du Seife benutzen. Ja, ja, nee, das gibt auch, es gibt auch intim, es gibt Seife für Intimbereich. Aber dann, oder wenigstens dir danach die Hände mit einer richtigen Seife für Desinfektion oder so, aber, ne? Aber der spricht ja für mich, der Jakobus, der sagt ja, Wasser reicht ja vollkommen aus. Ja, ja, sage ich, es kann auch sein, aber nur deine Hände, danach musst du desinfizieren, oder? Ja, sonst verteilst du ja alles überall. Nein, wenn du deine Hände danach wäschst, sind ja die Bakterien wieder. Aber die sagen dir nicht, dass die Bakterien weg sind. Nein, die sagen dir nicht, dass Wasser die Bakterien wegmacht von deinen Dings. Nein, die sagen dir nur, das reicht, du sollst keine, damit du keine Hämorrhoiden bekommst oder solche Sachen. Ne? Aber die sagen nicht, dass das die Bakterien dann verschwinden mit Wasser. Also von Wasser alleine geht die Bakterie nicht. Du musst da irgendwie was weiß ich, fettige Sache haben, ob das jetzt Desinfizierungs- oder Seife, so geht die Bakterien nicht weg. Oh ja, gute Besserung, Bruder. Ja. Gute. Bist du krank? Ja, ja, mich hat's erwischt. Alhamdulillah. Oje, oje, oje. Schuf, mach Zitron mit Knoblauch. Mach einen Knoblauch, einen kleinen Knoblauch und dann drückst du einfach in eine kleine Pfanne, machst einen Löffel Olivenöl drauf, vermischst es ein bisschen und trink dann dieses Öl, wenn es ein bisschen kühler wird. Ne? Das hilft wirklich sehr gut. Hat immer meine Oma für uns gemacht. Also naturelle Sachen ist immer am besten. Ja, wirklich, sehr gut. Einfach Knoblauch und Olivenöl. Bei uns macht man Zitrone mit Honig und Tee, also in Tee rein und dann trinkst du das. Ja, aber seine Lunge ist ja schon voll, deswegen sollte das hilft besser. Ist gut auch für Halsschmerzen. Wo ist Putin? Ich glaube, Putin ist verkatert. Oder arbeitest du vielleicht Arbeit, weiß ich nicht. Ewa, dann und aber guck auch, das über Homer, ich kann dir auch den Link von den Fatwa von Islamweb schicken über diese Ibn al-Qayyim, falls du dir dann auch die Meinung der Gelehrten anhören willst. Ja, mir, das ist ja kein Problem, du weißt ja, wir okay, tauschen uns folge ja aus, das ist ja alles in Ordnung. Ja, ich folge dir, du musst mir aber auch folgen, damit ich es dir schicken kann. Ich folge dir. Okay, und dann schicke ich dir danach, ja? Ich schicke dann, wie gesagt. Ich habe es heute Fahmi geschickt, der meinte, der wird sich damit beschäftigen und nochmal kommen. Hallo, guten Abend. Ja, Bruder, eine Sekunde. Ich habe auch Fahmi heute diese gezeigt und ich war. Ich habe heute Premiere. Ich bin erste Mal live. Weil ich bin zwar schon jetzt halbes Jahr bei TikTok, aber ich habe jetzt erst so viele, ich kannte mich damit gar nicht aus, so viele Stimmen gesammelt. Also, oder hier, wie heißt es, Brüder und Schwester gesammelt. Man muss ja viele Leute haben, ne? Bevor man live gehen kann, ne? Ja, Follower, ne, meinst du, ja? Ja. Follower, genau, ja, ja. Ich bin heute erst live, ich verfolge immer von euch, auch von Ex-Muslim und den anderen da, dieser mit der Brille, das ist auch ein netter Mensch und dieses Mädchen auch. Also ich bin auch Christus, ich bin als Christ geboren, meine Eltern waren immer evangelisch und ich bin jetzt aber nicht sündenfreier Mensch, weil sündenfreier Mensch gibt es sowieso nicht. Weil, aber ich vertrete auf jeden Fall immer Jesus Christus, immer. Ich bete aber selten, ne? Also ich gehe auch nicht in die Kirche, ich bin so ein ganz komischer Christ. Ich muss das auch mal wieder ein bisschen besser machen. Alles gut. Ja. Nee, aber was mich geschockt hat, also ihr habt mir echt viel geholfen. Diese Aufklärung mit diesen Moslems und diesen Koran und so, das ist ja sowas Schlimmes. Ich bin ja wirklich geschockt, ne?
weil ich habe so viele ausländische Freunde und so, und die haben immer gesagt, mit ihrem Allah und so, da habe ich immer gedacht, mit Allah ist gleich mit unserem Gott. Und ich habe zwar gemerkt, dass die immer aggressiv so sind, aber wenn man diese Leute sieht, also wirklich, ich bin traurig, dass die so immer so aggressiv auch sind. Ihr müsst euch mal die angucken, diese, nicht weil sie nur Bärte haben, das ist ja kein Problem, aber die sind auch in den Augen so. Ihr ganzes Wesen ist so wie so ein, als ob sie besessen sind. Ist euch aufgefallen? Nee, ist uns nicht aufgefallen. Nee, also ihr müsst mal drauf achten. Ich habe jetzt die ganzen Chatverläufe verfolgt. Ich schreibe auch immer bei diesen Hardcore-Moslems, da schreibe ich immer auch rein, immer irgendwas, ja, Mohammed, das habe ich alles von euch hier gelernt, ne? Da hast du was Falsches gelernt. Was? Dann hast du was Falsches gelernt. Nee, ich habe nichts Falsches. Du hast mich falsch verstanden. Ich schreibe bei denen immer rein christliche Sachen, ne? Also, oder zum Beispiel, was da steht in der Sure mit dem kleinen Jungen da, Allah hat den Kopf abgerissen und so. Und wo steht denn das? Was? Wo steht denn das? Kannst du uns mal zeigen, wo es steht? Nein, dieser Mohammed hat doch den Kopf abgerissen von Jungen. Ja, aber wo steht das? Ich will nur gerne wissen, von wo du die Quelle hast. Wo steht denn das drin? Weil du erzählst jetzt gerade was. Das hat diese Ex-Muslim. Du musst ja widerlegen, du musst ja alles beweisen. Weil wenn du jetzt etwas sagst, wird etwas in den... Ich sage nur authentische Hadithe. Ihr wisst, wie ehrlich ich bin, wenn jemand nie was unauthentisch zeigt, sage ich, das ist unauthentisch, da kann ich meine Worte nicht geben. Ihr bekennt mich. Das habe ich nie gesagt. Ja, deswegen, ja, Babu, deswegen, weil er hat ja gerade gesagt, der Prophet Mohammed, Frieden und Segen auf ihn, der hat ein Kind. Ja, der hat doch auch dieses kleine Mädchen geheiratet, ne, mit 6 Vorbereitungen. Ja, aber warte mal, gerade, wir sind jetzt gerade nicht bei der Heirat, wir sind jetzt gerade beim Kopf abreißen. Ja. Du hast doch gerade gesagt. Aber der hat Kinder, der hat. Du hast doch gerade gesagt. 600 bis 700 Kinder selber umgebracht. Ja, sei doch bereit. Ein Kind hat er mit bloßen Händen Kopf abgerissen, das hat Ex-Muslim gesagt. Also das mit dem Kind, die Geschichten, die ich gelesen habe, die haben Gräbe gemacht und haben dort die Köpfe rollen lassen von dem Kind. Eine Mutter hat ihm gesagt, ja Rasulallah, oh Muhammad, Prophet Allah, ich werde deine Sklavin mit meinem Sohn für immer sein. Du hast meinen Mann, meine Familie, meine Brüder getötet. Ich habe nur noch diesen Sohn, bitte. Er hat doch gerade gestern Schamhaare bekommen. Der hat gesagt, nein, der wird geschlachtet. Nein, ich meine, was ich nicht verstehe, ist, ich will ja auch nicht hier kein irgendwie dummes Zeug. Ich weiß jetzt nicht, ich habe mir ein paar Suchen aufgeschrieben, die liegen auf meinem Schreibtisch. Diese Suchen, wo das steht, oder ich kenne mich da auch noch nicht so gut mit aus. Bist du Christ? Ja, ich glaube an Jesus und an Gott, also an nichts. Bist du Katholik? Nein, ich hasse katholische Kirche. Oder evangelisch. Guck mal, katholische Kirche ist auch, guck mal, dieser Vatikan, das ist für mich alles das ist so auch besessen vom Satan. Weil guck mal, die haben alle Milliarden auf dem Konto, die haben rote Vorhände aus Seide, Marmor, Granit, der Papst hat ein Bett, das ist so groß wie ein kleines Zimmer. Das kann doch nicht mit Gott sein. Jesus Christus hatte ein Tuch. Versteht ihr das? Warum spenden die das ganze Geld nicht? Sie müssen doch, wenn sie gläubig sind, du darfst auf der Erde keine Reichtümer haben. Das sind alles komplett vom Satan, diese auch Vatikan, 100%. Ich glaube nur Jesus und Gott, sonst nichts. Ich schwöre auf alles. Sehr gut. Seid ihr los? Was? Also gerade du schwörst auf alles? Ja, das sage ich immer so, weil ich auch ausländische Freunde habe. bin aber kein Ausländer, ich bin Deutscher. Sehr gut. Ja. Was steckt denn dein Glaube so? Integration rückwirkend heißt das. Ne? Ich sage, was stärkt denn dein Glaube so? Mein Glaube stärkt, dass ich sehe jeden Tag immer so viel Leid. Und auch, ich verstehe das auch nicht mit Juden und mit Hamas und so, dass die immer noch so viel da so Kriege führen, weißt du? Oder wisst ihr? Das ist nicht normal. Wir haben doch eine zivilisierte Welt. Warum können sie nicht, dass sich alle ihre Reichtümer teilen und dann hier mal die Welt mal ein bisschen in Ordnung bringen, neue Bäume pflanzen, Wasser sauber machen? Was machen die alle? Auch Putin, was macht er für einen Krieg? Ist er behindert oder was? Ist der dumm oder was? Ich hoffe, du meinst nicht Putin, meine Modi, ne? Putin, meine Modi. Nein. Putin, der richtige Putin. Der aus Russland, dieser Diktator da. Nein, ich verstehe das alles nicht. Weil, wisst ihr, was ich meine? Es ist menschliche Gier.
Ja, das kann doch nicht sein. Du musst doch jeder muss sich doch mal im Klaren sein. Was passiert, wenn ich nicht mehr lebe? Da muss doch irgendwas kommen danach. So, entweder gibt's die Hölle oder es gibt's Paradies. So, oder auch oder keine von beiden. Bruder, oder keine von beiden. Wir wissen nicht, was es gibt. Das ist nur Behauptung. Ja. Oder ja, keine Antworten auf Fragen. Also ich glaube ganz stark an Jesus Christus, wirklich ganz stark. Aber ich kann nicht immer beten, weil ich sündige auch immer. Und ich habe immer Angst, dass der mir das nicht verteilt. Versteht ihr? Was für Sünden? Ich bin gegen dies. Ich bin gegen die Idee von, okay, manche Sachen sind schlimm, sollte man nicht machen, aber gegen manche Sünden sind auch gar nicht logisch und man macht sich einfach nur schlechtes Gewissen für nichts. Was machst du? Schadest du Leute in deine Sünden? Nee, also körperlich schade ich keinen, aber ich fluche auch immer, ne, weil ich reg mich immer auf über so, zum Beispiel hier mein Nachbar hier, der macht immer Streit mit meiner Familie hier. Ja. Wir haben dir nie was getan. Und dann, meine Frau geht in den Wald mit drei Hunden, wir haben ganz kleine Hunde. Dann sagt er im Wald, oh, deine Hunde haben mich gebissen, ich war im Dunkeln. Ne? Ja. So. Und dann geht er ganz nah an sie ran und sagt, so, soll ich dir auch welche reinhauen zu ihr? Aha. Verstehst du solche Sachen? Ich verstehe nicht, was ist los mit dem? Und du fluchst. Ja, oder was ist daran schlimm? Meinst du dann, dass. Okay, aber solange du keinen schadest, glaube ich nicht, dass da. Schlimm ist, wenn jemand den anderen Menschen schadet. Das finde ich das schlimm, weil dann müsste dir die Person dann verzeihen und nicht einen Gott, weil das wäre sonst unfair. Oma, bist du Muslim oder? Darf ich kurz wissen? Ja, natürlich. Kannst du fragen, ist kein Problem. Ja, ich bin Muslim. Alhamdulillah, ja. Aber guck mal, also ich verfolge euch, ich weiß, ihr seid ja meistens immer, ab und zu kommen ein paar neue rein, so, und ich mag euch alle gerne, ne? Ich mag auch diese Moslems, weil die haben ja auch das gelernt von ihrem Moschee, ne, oder von ihren Koranschule, weiß nicht, was sie machen, so, aber was ich nicht verstehe, ist, warum da steht da immer nur Gewalt? Im Koran steht ja nur Gewaltsachen. Ich glaube nämlich, dass dieser Mohammed selber das Buch geschrieben hat, damit er seine Herrschaft machen kann, versteht ihr? Also der hat den Buch nicht zu Ende geschrieben, leider. Der wollte, als er am Sterben lag. Homer, ich stumme dich kurz, Bruder, weil du hustest. Entschuldigung, ich stumme dich kurz. Du kannst wieder dich entstummeln, wenn du reden willst. Gute Besserung. Ey, du hörst dich sehr, sehr, sehr schlimm. Ich hoffe, dass du schnell gesund wirst. Gesund essen, Vitamine und so. Nee, ich will ihm nur kurz was sagen. Ich wollte ihm das sagen kurz. Mohammed wollte noch ein Buch schreiben vor seinem Tod. Ne? Die haben ihn davon abgehalten, die Sahaba. Also der hat seine Botschaft gar nicht vollbracht, wenn man es so sagen will. Okay. Die haben gesagt, nein, die halluzinierten, die haben nicht zugelassen, dass er sein Buch schreibt. Dann hat die anderen gesagt, Resia, Kulur Resia, schade, sehr schade. Dann Sahabi, die waren sauer dann, dass sie nicht zugelassen haben, dass er noch ein Buch schreibt. Die sagt, gib mir ein Buch, einen Stift, ich werde euch ein Buch schreiben, damit ihr nie wieder in die Irre geführt werdet. Die haben ihn davon abgehalten, vor seinem Tod. Also klar, aber okay, verstehe. Er wollte seinen Nachfolger irgendwie tätieren, oder wie war das? Ja, Omar hat gesagt, nein. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Ich kenne ganz viele Türken, auch Araber kenne ich welche, Albaner kenne ich welche, ich habe mit keinem Problem gehabt, ne? Alles nette Menschen. Aber ich verstehe nicht, warum die müssen doch sehen, dass Dinge drinstehen. Die müssen doch das erkennen, dass das kann ja nicht, weil Gott ist ja Liebe, Zuneigung und Nächstenliebe, weißt du, und keine Ahnung, da stehen ja nur wirklich heftige Sachen drin, ich komme da gar nicht mit klar. Du hast das muss dir ja entweder wird in den Koranschulen und du hast eine sehr schlechte Verbindung. Es bricht bei dir, du hast eine sehr schlechte Verbindung. Du hast wahrscheinlich deinen Platz verändert, hast du dich bewegt? Ja, jetzt besser? Ja, einigermaßen, ja. Wisst ihr, was ich meine? Weil die müssen ja auch diese alten Gelehrten, auch diese von den Muslimschulen, ne? Und diesen, wie heißen sie denn? Sag schnell, von den Moscheen. Die müssen doch das auch selber erkennen und darüber mal nachdenken, was das alles übersetzt heißt. Oder meint ihr, die können das nicht lesen, diese Schriften? My Life, sprichst du gerade?
Die haben keine Zeit, die müssen die Frauen hinterherrennen, die müssen zur Schule oder Ausbildung oder Praktikum, die müssen dies, das. Du weißt doch, im Leben hat man nicht so viel Zeit. Das ist der Grund, glaube ich. Die beschäftigen sich gar nicht damit. Ich glaube, das ist eher weniger so. My Life spricht gerade, ne? Nee, ich spreche gar nicht. Nein, wer hat denn gerade gesprochen? Ich spreche nur. Er hat gesagt und ich habe ihm gesagt, die haben keine Zeit. Nein, ich meine, vor dir hat My Life gesprochen. Ja, My Life, ja. Ja, My Life, das ist so. Hast du schon mal von einem normalen Moslem irgendwas gehört? Gewalt der Religion oder irgendwas anderes als Nächstenliebe? Von einem normalen Moslem? Normalen Moslem, ein ganz normaler Moslem, Türke, ein Araber oder was auch immer, einen, den du bei der Arbeit triffst oder wo auch immer. Du meinst jetzt vom Gewalt, im Sagen, vom Glauben her? Einfach im Sprechen mit ihnen. Hast du schon mal mit jemandem über den Islam gesprochen? Nee, also aus meinem Bekanntenkreis, die sagen zwar immer, die sind glauben an den Allah, aber wir haben doch nie drüber so gesprochen. Ne? Also jetzt fällt mir das ja auch auf. Ja? Wenn du jemanden von denen fragst über die Religion, werden sie dir nur Gutes erzählen. Es wird dir keiner Schlechtes erzählen oder sagen, wir müssen die Ungläubigen hassen oder das, was wir hier so in den Streams hören. Davon redet kein normaler 085-Moslem. Das kriegt er auch nicht, sag ich mal, beigebracht von einem normalen Imam. Sondern man sagt immer, wenn es um Krieg ging, wenn es um das und jenes ging, gab es Zeiten dafür. Aber die Extremisten, die sagen, nein, das gilt für immer. Verstehst du? Ja, aber ja, die meinst du, ne? Können kein Arabisch lesen und die dürfen auch die Takia, glaube ich, heißt es, machen, ne? Nein, es gibt einfach für einen Laien gibt es zu viele Bücher und zu große Bücher, die er durchstudieren muss, um zu verstehen, warum und weshalb und so weiter. Das ist eine Arbeit, die macht sich keiner. Das muss ich kurz bestätigen, was Manso gesagt hat. Also hauptsächlich versuchen sie mit Lügen zu konvertieren, indem sie sagen, Mohammed war der Beste und der hat die Sklaven. Und so lügen, und wenn man dem danach geht, also so überzeugen die Menschen ihren Umfeld, die halt gar nichts wissen, so verbreiten sie sich, bis sie in der Mehrzahl sind. Das lief wahrscheinlich schon so seit Jahrtausenden. Ja, und dann okay. Also mindestens 9 von 10 Moslems haben Sahih al-Bukhari gar nicht gelesen in ihr Leben. Richtig. Geschweige in der Hand gehabt. Das ist so teuer. Deswegen werden so teuer schreiben. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Die müssen doch von irgendwas angetrieben sein, dass die so einen Hass entwickeln. Gegen auch Christen, gegen Juden, gegen dies, gegen das. Ja, die stimmt. Quelle ist. Das stimmt doch gar nicht. Wissen hat. Wenn ich die mir angucke, die sagen, wie heißen sie? Was denn? Die Quelle ist eben, wie es die ganzen Missionare. Freunde, können wir auch Homer hören? Den Bruder, der ist krank. Nein, alles in Ordnung. Schau mal, wir haben keinen Hass oder so. Warte, Kela, Bruder, du hast gerade gehört, ich habe gesagt, bitte lass mal Homer reden. Ne? Das ist auch ein Islam-Bruder, genauso wie du. Respektiere ihn wenigstens, wenn du uns nicht respektierst. Nein, die Sache ist ja, wer sagt denn, dass wir ein Problem mit Christen und Juden haben? Der Koran. Ja. Dann da fängt mir, nein, ich sehe das daran, wenn so ein Abu Hamza oder so sich in Luft sprengt oder mit LKW in den Weihnachtsmarkt reinfährt. Nur ganz kurz mal, Leif. Überleg doch mal, warum weltweit der Hass oder diese Terrorgruppen immer gegen die Christen sind und alle dasselbe Ziel haben. Ihr sagt ja immer, das sind irgendwelche Organisationen, aber die haben alle dieselben Ziele, dieselben Flaggen, alles gleich. Und die kennen sich selbst nicht mal, diese Gruppierungen. Das heißt, in den Schriften, da ist die Quelle des Bösen. Ja. Ich glaube, du hast was falsch verstanden. Du meinst in den Schriften von... Welche Schriften? Ja, und das beweisen wir Missionare hier tagtäglich auf TikTok. Du bist Christ, denke ich mal, oder? Ja, das finde ich auch richtig gut. Ja, das Gleiche machen wir auch. Ihr seid für mich richtig gut. Das Gleiche machen wir mit dem Christentum, deswegen konvertieren ja auch so viele zum Islam in Europa. Das Problem ist, dass es keine Christen sind. Ja, wir sind reingeborene Unwissende. Weil wiedergeborene Christen habe ich nicht einen gesehen. Also bisher nur mitgekriegt, dass wiedergeboren. Aha, okay. Also, das stimmt also aber. Bisher habe ich immer nur mitbekommen, dass die von den Moslems weggehen zum Christentum. Keller, kannst du mir einen Gefallen tun? Ja, nicht keinen einzigen. Sekunde. Keller, warst du, dass ich den nicht heute mit dir debattiert habe um einen Löwen?
Wann? Gestern? Heute? Heute oder gestern? Der Verlierer wird halt zu Peinischer Löwen schicken. Machst du das nicht? Ja, aber hast du ja immer noch nicht geschickt an ihn. Okay, jetzt bist du hier. Wir haben einen Gelehrten hier. Sekunde. Jetzt haben wir einen Babu hier. Er ist kein Gelehrter. Babu kennt sich sehr gut aus. Der kennt viel besser als du. Nein. Sonst wärst du nicht hochgekommen. Kennt er sich. Der Keller hat keine Ahnung. Guck mal, ich habe schon mal mit Keller gesprochen. Der Keller kann nicht mal nach Arabisch. Der hat keine Ahnung. Sekunde. Wir blamieren nur die Muslime. Du blamierst nur die Muslime, Keller. Du sollst ich blamier gar nichts. Warum sollst du... Hä? Bist du wissender als der Ex-Muslim? Du sagst, ich kann Arabisch und bist geflüchtet. Christentum macht sowieso gar keinen Sinn. Ihr habt alles von heidnischen Göttern kopiert, okay? Ihr habt alles von uns kopiert. Der Islam ergibt Sinn. Der Islam. Ey, Leute, bitte, damit wir jeden hören. Bitte, Freunde, damit und Auferstehung von Ossis an. Der Islam ergibt keinen Sinn. Was ergibt dir für einen Sinn, dass du dich nackt machst? Lass mich mal doch aussprechen. Dass du dich nackt machst in Mekka. Und lass mich mal aussprechen. Bist du fertig jetzt? Keinen Sinn für dich. Und um einen Stein drehst, mit Steine wirfst und nackt. Was hat das für einen Sinn? Hä? Was für nackt mit Steine drehen? Ohne Unterhose. Einfach mit Steine werfen, wie eine Verrückte. Hä? Aber was redest du? Du darfst keine Unterhose tragen. Erstens sieht man da lockere Klamotten, weil es da heiß ist. Ich sag dir, warte, ich will Homer eine. Achso, du meinst warte, mit dem T-Shirt? Leute, bitte, ich will Homer. Ich will Homer. Ja, aber die Unterhosen nicht, warte. Ich will Homer einen Witz erzählen. Bitte auf Marokkanisch, bitte. Oje, bitte jetzt, ey. Ich will eine Sache erzählen für Homer, bitte, Leute. Der ist Marokkaner, der will es verstehen. Ich will nur kurz einen Witz erzählen, die Marokkaner werden es auch verstehen. واحد الراجل في الحج تبسل على واحد المرأة وهي تقول له واش حماقيتي؟ قال لها واه الحوايج راح نلحناهم الحجر كنضربوا به اشنو بقى على الحماق؟ نري ابا تو وايس اوف دي ماروكان شويتس دي جين ايمان اونتر جوتلينيا دي سنت اونفاشيم Aber ist ja so. Im Gegensatz so die Frau, ein marokkanischer Typ, hat eine Frau belästigt. Nein. Mekka. Ne? Und die sagt ihm, bist du verrückt geworden? Der sagt, ja, meine Unterhosen habe ich weggeschmissen, ich werfe hier mit Steine um. Was fehlt noch, um verrückter zu sein? Ja, alles klar, Geschichten aus dem Paulaner Garten. So, auf jeden Fall. Keller, rede mal mit über Frauen reden, also im Christentum haben die Frauen sowieso gar keine Rechte. So, eine Frau darf nicht mehr reden. Warum? Wisst ihr, dass die Belästigung in der Moschee in der Zeit von Mohammed gab, von Frauen? In Moschee drin haben die Frauen belästigt. Es war eine hübsche Frau. Manchmal, so kannst du mir bestätigen. Es war eine hübsche Frau. Immer die Muslime haben gewartet, bis diese Frau reingegangen ist und haben sich dann hinten gestellt, um sie dann zu beobachten, weil die haben keine Unterhosen getragen. Und dann, ja, Mohammed hat es irgendwann mal gemerkt, es steht im Koran, Bruder, geh lese dein Tafsir und den Aswab bin Nuzul, steht im Koran. Gib uns mal die Eier, das wird mich auch interessieren. Gibt ja die Quelle. Warte, und dann hat er, guck mal, dann hat er gesagt, ihr solltet hinten, die Frauen sollen hinten beten, nicht vor den Männern. Weil er die Quellen sagt. Die Quelle. Trennt Mann und Frau, weil die Männer sich nicht kontrollieren konnten beim Gebet. Das ist doch Putin. Putin ist doch. Das war eine hübsche Frau. Es gab eine hübsche Frau, man so, gell? Ja, aber die Männer konnten sich ja nicht kontrollieren und deswegen, das hat sie abgelenkt vom Gebet. Ich glaube, du musst langsamer machen. Der ist schon weg, leider. Ja, der Typ wollte, ich hatte heute Morgen mit ihm Debatte gehabt, also was hat er, Diskussion, und er wollte es nicht annehmen. Ich habe ihm dafür einen Vers gezeigt, dass quasi im Islam nach der Tod einer Frau innerhalb sechs Stunden der Mann mit ihr Nikah machen darf. Das wollte er nicht wahrhaben, das stimmt nicht. Babu, was sagst du dazu? Ja, die Fatwa gibt es schon, ja. Das gibt es schon, ja. Auch von einem Marokkaner letztens. Keller kommt hoch und wir reden nur in Arabisch. Homa, kennst du Sheikh Zefzefi? Ich komme erstmal runter, Jungs, danke. Zefzefi aus Marokko? Ja. Ja, ich habe von mir gehört, aber. Wir hatten auch die Fatwa rausgeholt letztens. Es gab einen Skandal in Marokko. Ja. Dann haben ihm die Leute gesagt: Bist du bescheuert? Wenn meine Frau stirbt, denke ich doch nicht an sowas. Ne? Bin ich dann beschäftigt mit Beerdigung, mit Essen, Scheibe vorbereiten, mit dies, mit das und doch nicht an sowas. Babo, kannst du mir gefallen tun? Kannst du dich Babo nennen mit O? Warum? Das passt einfach besser. Du sprichst drei Sätze und der ist weg. Bring den mal hoch. Und Bruder, dieser Homer, der hat null Ahnung. Homer, der hat null Ahnung. Wirklich, der blamiert nur die Muslime. Der hat null Ahnung, Bruder. Ich kann ihn wieder hochholen. Hol ihn mal hoch. Aber du wirst merken. Ich hol ihn. Babu, der hat sich letztens geoutet, hat gesagt, er kann Arabisch reden. Der versteht kein Arabisch. Doch, der hat letztens zugegeben, er kann Arabisch. So.
erst einmal hier. Guck mal, ihr seid so unwissend. Dieser Jakobus hat mir gestern eine Quelle, eine schiitische Quelle gebracht, okay? Okay. So, wir nehmen von Schiiten nichts an. Das heißt, es war schon mal der erste Knockout. Wir haben das Video, das wird eh hochgepostet und dann werdet ihr alle sehen, wie euer Glaubensbruder sich blamiert hat. Okay. So, zweitens, ihr sagt ja, Gebet hinten, dies und das. Hey, in Markus 14 heißt es, dass Jesus von einer Prostituierten sich massieren lassen hat. Was wollen Sie eigentlich erzählen? Jesus hat sich von einer Prostituierten massieren lassen. Leute. Sekunde, Keller. Guck mal, er hat diese schiitische Quelle abgesagt, was ich ihm gesagt habe, auf Ul. Imam Ja'far Sadiqi, der Lehrer von der Hanafi war. Der ist der Imam von deinem Hanafi. Wie kannst du den leugnen? Dann ist dein Hanafi eine Lüge. Ganz einfach. Und wenn du dieses Fatwa, was ich dir gerade gesagt habe, mit Menschen und mit Tieren auch ableugnest, ich weiß nicht, wo du drauf bist und was du liest. Ha, da kannst du dieses Video auch hochladen, mein Lieber. Lade bitte auch das Video hoch, wo du dich blamiert hast, indem du gesagt hast, dass du Arabisch sprichst, aber kein Wort kannst. Nein, guck mal, Homer, ich nehme ihn nicht mehr hoch, weil ich weiß, was er danach erzählt. Der wird danach von kleinen Kindern missbrauchen und so, aber der redet wirklich klar Worte, damit der Stream gefährdet wird. Verstehst du? Der macht das extra. Deswegen kann ich ihn nicht hochnehmen. Wenn er sich benehmen will, gerne, aber wenn er irgendwelche Wörter sagt, die problematisch sind und verstehst und den Stream gefährden, möchte ich nicht. Also kann aber er sich dran halten, gerne. Aber Babu, gerade eben war er doch relativ anständig. Der hat jetzt die Bibel halt angegriffen, aber der war ja anständig eigentlich. Nein, ich rede nicht von heute. Der hat immer die gleiche Ausreden und das kenne ich schon. Danach kommt, der hat sich auf einen Knabe gelegt, aber der sagt nicht so, der sagt das direkt. Verstehst du? Und immer wieder. Warum soll ich mir das anhören? Ich bin doch kein Christ. Die sagen, die Bibel ist falsch, die bringen aber Argumente von denen, genauso wie der Homer mit den Wissenschaftlern. Die Wissenschaftler glauben doch, dass die alle von Affen gekommen sind, oder nicht? Glaubt ihr auch an das? Propaganda die ganze Zeit. Ja, bringt irgendwas, ganz kurz was mal. Ihr selber nicht glaubt. Ich würde voll gerne die Fragen stellen, die konnte mir noch kein Muslim beantworten, wegen Allah sind es Dämonen und so. Ne? Hätte ich den voll was sagt ihr denn? Was sagt ihr denn, wenn man Sex mit Toten macht? Putin wollte was sagen. Warte, wir hören Putin, bitteschön. Putin wollte was sagen, bitte. Wenn so ein Keller hochkommt, dann gehen wir alle erstmal raus und dann kann der Keller mit dem Babu diskutieren. Dann kann er keine Bibel, keine Tora, kein was weiß ich was angreifen. Und dann kann er doch ein anständiges Gespräch führen mit dem Babu. Na, da braucht er auch nicht auf die Bibel kommen. Wenn er Wissen hat, soll er hochkommen. Wir gehen alle runter, bis auf Homo und Babu. Dann können die sich doch in Ruhe unterhalten. Weil das bringt ja nur Chaos. Bringt ja nur Chaos. Ja, ich habe was Schönes für euch. Richtig. Ja, was heißt Schönes? Nein, nur der Bruder war heute ein bisschen aufgeregt, sein erstes Mal im Live und so. Und der, vielleicht weiß er nicht, ich bin richtig, nicht. Ja, ich habe was richtig Gutes von euch. Gerne, gerne. Nur halt, ich bin nicht Christ und da habe ich keine Ahnung. Und wenn, kann ich da auch nicht argumentieren und es wäre unfair. Wenn ihr mit ihm reden wollt, gerne, aber da halte ich mich raus. Ich nehme keine Partei, ich gebe euch keine Quellen und ich gebe ihm auch nichts. Für was, Bruder, wenn sie an die am Ende sagt ich. Ihr habt mich nicht verstanden. Kannst du denen erklären, bitte, Jakobus? Jakobus hat mich verstanden und Putin auch. Weil es ist, ich meine, warum soll ich eine Religion verteidigen, die nicht meine Religion ist und unterstützen? Verstehst du? Das ist unfair. Hat ihn jetzt jemand runtergeschickt? Der Bruder Carlos? Nein, Bruder, ich habe ja doch keine Rechte dafür. Ich auch nicht. Ich habe keinen Mut mehr. Wäre ich eigentlich rausgeflogen? Natürlich hast du immer noch Mut, Jakobus, was erzählst du? Nee, ich habe keinen Mut, Bruder. Schreib im Text, schreib im Chat, da wirst du sehen, dass du Mut bist. Sekunde. Ich habe dir gar nicht genommen, das von Anfang an. Nee, Bruder, habe ich nicht. Ich kann da jetzt keinen hochladen von hier. Wer ist denn rausgegangen? Habe ich nicht, Bruder. Zwei Leute sind rausgegangen. Jetzt sag mal, ich hab was von diesem Bukhari. Kann ich kurz vorlesen? Alles gut, alles gut. Babu, bitkallam anta wiyahu wahdak? Amin. Ma hada ismu kalla. La, ma yafhamish al-Arabi, ma yafhamish al-Arabi.
Guck mal, der kennt nur die Sachen von den Forum, die Antwort auf den Christen. Das ist alles, was er kennt. Er kennt nicht so wie den Islam. Er kennt nur die Sachen, die er euch sagen kann über die Bibel. Der kann sonst nichts anderes über den Islam. Verstehst du? Was meinst du denn? Ich habe schon viermal mit ihm gesprochen. Wenn er keine Ahnung hat, greift er direkt die Bibel an. Aber er kann nicht mal Arabisch, er kann nicht mal sein eigenes Buch lesen und will uns hier was sagen. Der hat sich letztens blamiert, als er gesagt hat, ich kann Arabisch, aber hat kein Wort sprechen können. Ja, das ist klar, dass die ausweichen, Carlo. Die weichen halt aus auf dich, auf andere, auf Jakobus, Bibel. Aber wenn da keiner von euch oder uns da oben ist, dann kann er ja nur mit Babu sprechen. Letztens kommt er mit Offenbarung, wo Kinder der Gemeinde, wo Jesus kommt und Kinder der Gemeinde erzählt, aber die Israeliten wurden auch Kinder Israels genannt. Yani, das sind alles Kinder und Säuglinge damit gemeint. Und er denkt, die Bibel ist in Hebräischen geschrieben. Keller, guck mal. Aber Allah sagt auch Bani Israel, meint er damit Kinder? Das war die Frage von mir, das wollte ich ihm beantworten, ob Bani Israel, ob da kleine Kinder gemeint sind. Allah sagt auch immer Bani Israel. Ich glaube, der rechts oben, der liest uns gerade Bukhari vor, aber ich raus aus der App, der weiß nicht, dass sie mir nicht hören. My life. Wenn du rausgehst zum Lesen, hören die sich nicht mehr. Wir sprechen mit Uwiyah in Arabi, Nahke Akbar Jahel, ja Keller. Nein. Ich sage immer, wenn einer hochkommt, er soll Quellen bringen, da kann man drüber diskutieren. Aber einfach so. Ich habe eine Quelle. CO2 hochschießen. Ich habe eine Quelle. Um was geht es denn? Wir warten noch die Zeit, my life. Du darfst nicht rausgehen. Ja, der ist ja, hat er gesagt, der ist ja heute neu drauf im TikTok und deswegen musste ich noch ein bisschen befassen. Kein Problem, nehmen wir auch an. Aber Babu, eine Mann, die Motmen an die Hamach, dann ist er total Hada. Ani Hamach, die Vollmut, Hornbel Hadal Account. Meine sind mal an die. Ja, weil damals wurde ich dann verwirrt und ich habe viele weggenommen. Ich weiß nicht, wie viele noch haben. Guck mal, wie friedlich der Islam ist, der Keller schreibt. Nein, weil guck mal, manchmal schicke ich die Leute runter und der kommt ein Modis rein, der weiß nicht, was die Geschichte war und der schickt es mir wieder hoch, verstehst du? Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, nur die oft hier sind und alles mitbekommen, können sie auch haben. Es wird das keiner auch abgekickt. Letztes Mal habe ich einen 7-mal runtergeschickt, 7-mal. Und da waren, wer war da? Du, diese Gudi, wer war noch da? Babu. Ja. Babu, Ex-Muslim. Kann ich jetzt kurz reden oder nicht? Guck mal, wenn du. Und das weißt du, Jakobus, das macht mich dann verrückt, weil als würde man gegen mich, weißt du, als würde man gegen mich schaffen. Babu, seit wir das reduziert haben, läuft es auch besser. Ja, aber ich weiß mittlerweile, wer das war. Ich weiß jetzt mittlerweile, wer das war. Minukan, okay. Badin. Okay. Ich sag's nicht hier. In Gruppe können wir schreiben, Telegram. Okay. Uhazal, Account Maletti Lach, Tarafu Mu? My life. Ja, natürlich. My life, komm, jetzt erzähl uns mal. Anonymen Mod, Uhazal Account Lach. Nein, das, warum? Der andere? Ja. Der andere soll ich wegmachen, deine andere. Und Tony Horn volle. Okay. Guck mal, also, wenn er keine Ahnung mehr hat, du bist so lächerlich. Kann ich reden oder was? Ja, Cousin, rede. Pass auf. Und zwar ist. Ja. Jetzt geht's mir auf die Nerven, Alter. Ja, Geduld. Okay, Jakobus, hast du jetzt zurück? Du hast jetzt zurück deine Macht, ne? Habibi, aber ja, ich muss sagen, mittlerweile weiß ich weiß, wer das war. Das war jemand, der mich quasi, ja, das war quasi wie ein Hinterhalt, oder wie willst du das nennen? Ja, aber alles gut, aber ich muss sagen, hier soll keiner abgekickt werden, nur wenn niemand beleidigt, beschimpft. Und wenn Babu sagt, ich will ihn nicht hier hochhaben, dann ganz einfach nicht hochheben. Ganz einfach, wenn einmal weg ist, dann ist er weg. Um das geht es. Jakobus, Bruder, die Regel ist, ausschließlich Babu kickt und der macht es gut. Ja, genau, er kann es. Wenn Babu oder wer beleidigt, gefährliche Wörter. Weil ich nicht da bin oder wenn ich nicht gerade, weil ich meine Hände beschäftigt bin oder so und die hört, die beleidigt, dann direkt runterkick. Ja, klar. Babu, was ist das Manu, Balazahma?
Jakobus, das war der eine Morgen, wo der denkt nach, wir haben den 7-mal gekickt und 6-mal kam der wieder. Ja, da war Bruder Babo, der hatte schon 12, 13 Stunden hinter sich, der hatte keine Kraft mehr. Okay, Bruder, für mich ist das zu heftig. Ja, wenn du immer rausgehst und deine App gehst, dann können wir dich nicht hören. Du musst immer eine Quelle separat haben, weil wenn du immer... Wenn du rausspringst von den, wenn du deine Quelle reingehst, dann hören wir dich gar nicht mehr. Deswegen, du liest das quasi lautlos für uns. Sie können dich nicht hören. Auf jeden Fall, es steht in dem von den Apokari 1285, da steht drin, die waren am Grab und dann durfte, hat Mohammed gesagt, du darfst noch runtergehen in Grabstätte und Frau schänden. Nein, nicht Frau schänden. Das stimmt nicht. Nein, das mag ich nicht. Leute, warum machen die sowas? Warum erzählen sie einfach Lügen? Ihr macht euch nur noch diskreditiert euch. Ich weiß, dass der Hadith gibt, aber der bedeutet das nicht. So wie es von manchen erklärt wird, ist sie falsch. Der hat nur gesagt, wer ist sauber, wer hatte kein Geschlecht gestern, der soll unten beim Begraben helfen, um sie nicht schändigen. Babu, nimm den bitte runter. Der soll noch lernen. Der ist neu, der ist... Nein, und dann kommen sie hier und sagen, ich erzähle irgendwelche falsche Hadithe, ich verdrehe Hadithe, kann ich verstehen, wenn die Muslime das sagen, kann ich verstehen. Babu, ich muss kurz was sagen zu diesem Kellerkind, ja, weil ihr verdreht die Verse so stark, ihr dehnt sie so weit aus, Alter, nicht annähernd kommt es zu dem wahren Sinn. Ihr dehnt es so weit aus und du benutzt die Verse so in den Kommentaren, schweige mal, weil nichts davon, was du sagst, ist irgendwie geschrieben. Ja, fertig, kurz. Den nehme ich doch gar nicht ernst, den darfst du gar nicht betrachten, was Keller, er da redet. Kellerkind, hör mal zu. Im Koran haben wir 1:1, wie es geschrieben steht, Wort für Wort, ganz klar. Aber in der Bibel, ihr Muslime, dehnt es so stark aus, wie es für euch passt. Und es ist gar nicht so gemeint und nicht annähernd so geschrieben. Ja. Deswegen laber kein Müll hier in den Kommentaren. Jesus lässt sich massieren und so ein Bullshit. Alter, es geht doch nicht um die Leine. Geh doch nicht auf jeden Kommentar ein, der ist gestürmt. Dieser Keller ist das. Das ist der Keller. Ja. Das verbreitet hier gestürmt. Der kann nicht mehr schreiben. Alle seine Kommentare sind weg. Letzte Punkt über ihn. Heute hatte ich mit ihm Diskussion gehabt. Da haben wir gewettet wirklich um einen Löwen. Ne, wer der Verlierer. Und ich habe ihm 2, 3 Quellen gezeigt. Der Typ hat das nicht angenommen. Blamage hoch 3. Deswegen. Ausgeschieden. Wir begrüßen unseren Gast, Keller, den Manu. Eines noch, ganz kurz. Wenn Keller, wenn da drin steht, im Hadith, und der Gesandte Allah sprach, weiß nicht, beiß im Penis deines Vaters. Ja, wenn sowas drin steht, dann ist es klar. Ja, dann ist es komplett übertrieben einfach und Wort für Wort so hinzunehmen. Aber in der Bibel versucht ihr es dann immer wieder auszudehnen. Also komm nicht damit und lern das mal. Ja, bei euch ist klar. Alles gut. Manu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hallo, grüß dich, Shlomo. Schön. Seriös, Tate, lati auch. Ja, schön. Ja, schön, Abu Habib, allein. Schön. Babu, darf ich dich begrüßen? Gut. Das ist auch ein Bruder von mir. Ja, hallo. Manu, das ist Babu, der Muslime Endgegner. Karl, du hast ja Freunde, wusste ich gar nicht. Bitte? Du hast ja Freunde, wusste ich gar nicht. Ich bin so stolz auf dich, Habibi. Das ist alles der Baum. Schön. Wenn des Lichts. Schön. Manu, kloch mal das zurück für Bonoio. Hallo, Levi. Okay, ja. Ilfono, Gilfat, hier, Kokore, Kochabre, Zogdot, Gilfat, Leta, Latio, Med. Hosina. Aber ich sage, du seriös, wo wir mir hatten, alle bepau, okay, so. Ja, Babu, der. Ja, ich bin noch da oder ist abgehauen? Ich bin noch hier, bitteschön. Das ist doch der. Einer kann mich hin, inshallah, heik, zarf, schwimm. Ja, ruh dich aus, Bruder, und gute Besserung.
Besserung wünsche ich dir auch, Homer. Er hat eine schlechte Verbindung vorhin, hat die ganze Zeit eine rote. Homer, gehst du? Homer? Ich bin eigentlich hochgekommen, weil ich auf deine Frage angehen will. Er hat eine schlechte Verbindung, seht ihr. Homer, ich habe verstanden. Alles gut, ich wünsche dir eine gute Nacht. Gute Besserung. Recherchiere das, was ich dir gegeben habe vorhin. Und du kannst gerne morgen kommen, du bist immer willkommen. Habe ich Homer noch was zu sagen? Weil ich bin deswegen auch hochgekommen, ich habe ihn kurz... Aber der hört nicht, guck mal, der hat keine Verbindung. Der hört uns nicht, Homer. Seht ihr, dass er nur eine Schraube... Ich höre, ich höre, ich höre. Okay. Ja, Homer, ich bin hochgekommen, weil du meintest, du weißt nicht, ob du errettet bist, oder? Selbst wenn du Muslim bist, du musst viel tun, aber du hast keine Garantie drauf, oder? Das war doch deine Frage. Garantie haben wir nicht, ja, richtig. Ja, weißt du, ich muss dir sagen, Gott der Bibel ist fair. Er hat sogar für die, er hat drei verschiedene Sorten, wie er Menschen richtet. Erstens nach Gewissen, zweitens nach Gesetz, also die Juden, die das Gesetz halten wollen, aber nicht schaffen. Damit zeigt er uns, dass keiner das Gesetz halten kann. Und Muslime sind fast wie eine Abspaltung der Juden. Im Endeffekt jede Religion, wo man durch Taten versucht, Gott zu gefallen. Aber Babu, sorry, falls ich kurz, ich muss Ihnen leider... Hier kurz die Botschaft. Nein, ist alles in Ordnung. Der wird, glaube ich, nichts dagegen haben. Das ist alles in Ordnung, denke ich mal. Aber das ist ein Stream, du musst ihn fragen. Gott wusste, dass wir durch freien Willen eben diese ganzen Gesetze nicht halten können. Und deswegen, weißt du, die Bibel ist so ein roter Faden, warum die Kreuzigung sein musste. Also von A bis Z, all diese Geschichten, diese Gerechtigkeit und Gnade, die Gott auch den anderen Völkern gelassen hat, jahrhundertelange Gnade gelassen hat, auch den Pharaonen, Sodom und Gomorra, Sintflut. Aber dann kam immer das Gericht und so ist es auch heutzutage. Jetzt ist so Gnadenzeit, aber er hat gesagt, ihr könnt das Gesetz nicht halten, es ist ein Fluch für den Menschen. Weil, wie du selbst schon sagtest, du versuchst, du gibst dein Bestes, aber du merkst und schämst dich sogar vor Gott, dass du es nicht halten kannst. Und das war bei mir damals auch, als ich religiös war. Ich wusste, dass ich nie weiterkomme und mich eigentlich noch mehr schäme vor Gott, wenn ich mal das Gesetz breche. Aber er wusste es und das ist die Liebe in der Bibel, weißt du? Er sagt, ihr könnt es nicht halten, keiner von euch ist gut, ich habe es für euch getan. Ich wurde Mensch und habe dasselbe Leben durchlebt. Ich wurde geschlagen, verfolgt, verraten. Ich habe jede Art erlebt, dass man nicht sagen kann, es war unfair, weil es Gott war. Er hat sich selbst als Sklave gemacht. Ja. Philipper 2,6 bis 11 erklärt es ganz gut. Und dass wir jetzt, wie Abraham, auch Altes Testament, durch den Glauben gerettet sind. Weißt du, Abraham war durch seinen Glauben gerettet, nicht durch seine Werke. Und das ist eben der Unterschied zur Bibel, der faszinierende. Das ist die Liebesbotschaft Gottes und die Bibel ist ein Liebesbuch. Okay, du sagst noch, das heißt jetzt, wo kommst du jetzt hin, wenn du jetzt sterben solltest? Ich weiß, weil ich habe 40 Versprechungen von Gott, wenn ich wiedergeboren bin, mein Leben bereue, meine Sünden und umkehre vom alten Leben und ihm nachfolge, dann bin ich wiedergeboren. Und er sagt, nur der, der wiedergeboren ist, kann in das Himmelreich. Nur wer den Sohn hat, hat den Vater. Wer den Sohn sieht, sieht den Vater und so weiter. Ja, also... Und was ist mit den Leuten, die vor Jesus gelebt haben? Da gibt es auch einen Fall, dass Jesus ins Totenreich gegangen ist, für die Toten und für sie gepredigt hat und ihnen das Evangelium gezeigt hat. Sprich, sie wurden auch errettet, diejenigen, die vor ihm waren. Und deswegen ist er auch gekommen und ist vor die Menschen gekommen und nach den Menschen, also nach ihm. Er ist für alle gekommen. Okay, das heißt, wenn du jetzt... Das heißt ja quasi, wie ihr jetzt gerade sagt, Jesus ist für die Sünden der Menschen gestorben. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Richtig, als Lösegeld war er am Kreuz für die Menschen, die vor ihm und die nach ihm kommen, für alle. Genau, der einzige Step, wie Gott in der Bibel sagt, er prüft Nieren und Herz. Also was er möchte, ist einfach nur das Herz der Menschen. Gott der Bibel will eine Beziehung zum Menschen. Deswegen hat er uns auch so geschaffen, nach seinem Abbild. Mit Eifersucht, mit Liebe, mit Zorn.
Ja, all diese Emotionen haben wir von ihm. Und in dem Fall auch, dass wir ja, die Eifersucht zu anderen Menschen, das ist wie Gott eifersüchtig ist, wenn die Menschen Götzendienerei betreiben. Aber und genau, die Beziehung, ja, dass Gott eben will, dass wir eine Beziehung haben. So hat er uns auch als beziehungssüchtig, also sehnsüchtige Menschen nach Beziehungen geschaffen. Weil wir merken, dass viele, wenn sie allein sind, sich ja, nicht wohlfühlen. Ganz, ganz kurz, wenn ihr jetzt sagt, dass Jesus für die Menschheit gestorben ist, dann könntet ihr quasi jetzt machen, was ihr wollt. Ihr könnt jetzt klauen gehen, ihr könnt jeden kaputt schlagen. Die Sünden sind ja so vergeben, oder? Das ist eine berechtigte Frage, ja, das denken viele Muslime, aber es gibt so viele Verse, die das beantworten. Auch zusätzlich muss ich sagen, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Ja. Wenn jetzt die Muslime uns sowas vorwerfen, merkt man ganz schnell die Früchte, und das sind die Werke der Muslime und den Christen. Also ich kenne keine wiedergeborenen Christen, die sich da irgendwie was erlauben. Zweitens gibt es so viele Verse, dass der Heilige Geist in uns wirkt, dass Jesus in uns wohnt und uns verändert und dahin schmiedet, züchtigt, dass wir noch gottgefälliger werden. Auch im Korintherbrief steht drin, dass uns Christen alles erlaubt ist, aber nicht alles, was wir tun, ist gut. Sprich, nicht alles dient zum Guten. Verstehst du? Deswegen ist nicht einfach, wir sagen einfach, wir sündigen nicht, also wir sündigen unbewusst, ja, aber durch den Heiligen Geist wissen wir, was Sünde ist. Wir tun dann bereuen, wir tun Buße. Das ist nicht dieses 0815 Christ, dass man sagt, ja, egal was ich tue, meine Sünden sind mir vergeben. Nein, ein Wiedergeborener sündigt nicht so wie einer, der nicht wiedergeboren ist. Verstehst du? Gibt's bei euch überhaupt nach dem Maßstab, den ihr mir gerade erklärt habt, gibt's da überhaupt eine Hölle bei euch? Laut Christen. Ja. Deswegen kam Jesus, er hat mehr von der Hölle gewarnt und mehr über sie gepredigt als über den Himmel, weil sie so groß sind. Das wollte ich dir sagen, die Hölle, Gott warnt uns mehr von der Hölle, als uns vom Paradies zu erzählen. Also in der Bibel wird mehr von der Hölle gesprochen als vom Paradies, weil er uns einfach davon warnen will, wie es in der Hölle ablaufen wird. Verstehst du? Das beste Beispiel, damit du es verstehst, ist, deswegen hier nochmal nach seinem Abbild geschaffen, er hat uns gemacht, wenn wir Kinder zeugen, ja, du gehst erstens mit der Gefahr hin, dass deine Kinder böse werden können und schaffst sie trotzdem, weil du sie haben willst. Zweitens, könntest du aus Liebe sie nicht in die Hölle werfen? Ja, was würde dir alle für eure Kinder tun? Ich weiß, dass jeder sich für seine Kinder sterben würde. Und diese Liebe hat Gott nur mal 1000, mal 10.000. Ja? Und wir sind eben diese Kinder Gottes, die gewinnen. Außerdem, wenn du das noch nicht verstanden hast mit dem, dass Christen alles machen können, was die wollen. Jesus hat uns auch gesagt, dass er hat zu den Gesetzesübertretern gesagt, über die Gesetzesübertreter gesagt, weicht von mir, ihr Gesetzesübertreter. Also er will nichts mit Gesetzesübertreter zu tun haben. Heißt, wenn du beabsichtigt irgendwelche Leute tötest, irgendwie beabsichtigt sündigst, mit reinem Gewissen sündigst, dann stehst du schuldig vor Gott. Jakobus sagt uns auch, also nicht dieser Jakobus, Jakobus, der Apostel Jakobus, sagt uns auch, dass, dass wir durch Glaube errettet sind, aber dass die Werke den Glauben rechtfertigen. Verstehst du? Das heißt, wir müssen unseren Glauben, natürlich sind wir durch den Glauben errettet, allein durch den Glauben sind wir errettet, aber wir müssen unseren Glauben rechtfertigen. Was heißt das? Du musst, du kannst deiner Frau zum Beispiel nicht sagen, ich liebe dich, aber tust zu Hause nichts. Hilfst dir nicht beim Abwaschen oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe. Du einfach auf der Couch, trinkst dir ein Bier und chillst vor dem Fernseher. Haben den gebracht, genau die Frage, die du gestellt hast. Und sie haben sich selbst eine Antwort gegeben mit dieser Frage. Sie haben vorgelesen aus der Offenbarung, wie das Gericht sein wird. Und sie haben vorgelesen, wo warst du, als ich hungerte, als ich Hilfe brauchte, als ich da auf der Straße lag? Ja, und sie lesen das und ich so,
Leute, merkt ihr es? Ihr habt euch selbst die Antwort gegeben. Gott wird nicht nach den Geboten richten, sondern nach der Nächstenliebe. Durch die Taten. Dann waren sie fertig, dann waren sie fertig. Ja, sagt auch keiner. Homer, guck mal, ich weiß nicht, ob du komplett den Koran gelesen hast oder die Bibel oder ähnliches. Ein starker Vers haben wir in der Bibel und der heißt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater als durch mich. So, und Jesus für uns ist ja Gott. Er ist Gottes Sohn, sein Titel durch die von der Trinität. Wir glauben an den Sohn Gottes, dass er gezeugt ist von dem Heiligen Geist und nur durch ihn, nur durch den Herrn Jesus Christus gelangen wir ins Paradies, durch niemand anderes auf dieser Welt. Verstehst du? Und, ja, ich verstehe schon. Und das ist er. Er ist derjenige, die viele Menschen ablehnen als Sohn Gottes oder als Gottheit oder als vieles. Er selber sagt, keiner kommt zum Vater als durch mich. Verstehst du? Und das ist unser Retter. Du musst, ich weiß nicht, wie ich es erklärt habe, du musst die Bibel lesen, das Alte Testament und das Neue Testament. Das Alte prophezeit das Neue Testament und das Neue bestätigt das ganze Alte Testament. Ob es ein Mose war, oder ob es ein Isaiah war, oder egal welche Propheten, Melachi, die Propheten, die vor Jesus waren, die haben alle den Herrn prophezeit. Ganz einfach gesagt, Evangelium heißt nichts anderes als frohe Botschaft. Und diese frohe Botschaft kam vor 2000 Jahren zu uns, die wurde verbreitet. Und diese frohe Botschaft, die prophezeit worden ist, schon vorher prophezeit worden ist, hat uns erreicht. Und wir müssen diese frohe Botschaft einfach nur annehmen, wenn wir von ihr hören. Wenn nicht, dann sind wir schon gerichtet. Ganz, ganz kurze Frage. Wie ist es bei euch im Paradies? Ist es bei euch auch so eingestuft, wer mehr Werke tut, kommt höher oder ist es bei euch gleich? Beispielsweise, wenn der eine jetzt sagt, okay, ich bete nur 10-mal. Nee, Jesus hat keinen Aufzug. Bei ihm gibt's keine Aufzug würde ich jetzt nie sagen, aber nee, bei uns ist ein Paradies. Es gibt Ränge der Freuden. Vor allem nicht nach den Werken. Nach dem Werk wirst du gerichtet, quasi. Genau, nach dem Werk wirst du. Aber guck mal, es gibt so viele Verse in der Bibel, dass du allein durch den Glauben errettet bist. Ne? Also dein Glaube allein rettet dich. Aber Aris, wir Christen werden nicht mehr gerichtet. Wir werden einfach nur noch belohnt. Wir bekommen einfach Lohn für unsere Werke, die aber schon vorbereitet waren für uns. Aber wir gehen nicht mehr ins Gericht. Es gibt Ränge der Freude im Himmel. Also je nach Früchte auf der Erde gibt es dann die Freudensränge. Aber nicht, ja, dass die einen wahrscheinlich mehr strahlen oder ja eben der Freude. Je nach. Ja, wir bekommen Lohn. Viel für den Glauben oder wie viel auf der Erde getan hat. Ja, Homer, jetzt weißt du, wie bei uns Christen abläuft und du weißt genau, wie bei euch abläuft. Ne? Sogar in Sure 9 Al-Tauba, Vers 29 bis 30, sagt sogar selber Mohammed, sie haben Allah einen Sohn gegeben und sie glauben nicht daran, dass Allah einen Sohn haben kann. Das ist schon wieder das nächste Widerspruch gegenüber uns Christen, weil selbst die Aposteln, der Apostel Petrus, Jesus fragte seine Aposteln, was denkt ihr, wer ich bin? Und der Petrus sagte, du bist der Sohn Gottes, der Menschensohn, der Allmächtige, ne? So, und es gibt viele Prophezeiungen über den Sohn Gottes, allein in Sprüche 8 im Alten Testament und im Neuen Testament wird er so oft als Sohn Gottes betitelt. Und das lehnt der Islam halt wahrhaftig ab. Verstehst du? Ja, wir sagen, es gibt nur einen Schöpfer. Richtig. Das war's. Aber kannst du mir Propheten einen Gefallen tun? Weil, ich bin ganz froh. Im Koran steht zum Beispiel drin, Allah kann keine Kinder haben, ne? Nicht Allah kann keine Kinder haben, Allah hat keine Kinder. Genau, und in anderen Vers steht drin, wenn er wollen würde, könnte er Kinder haben. Da müsste ich nochmal genau den Vers mir dann raussuchen. Kannst du mal bitte ganz kurz Sure 6, Vers 101
100 bis 101 und Sure 39, Vers 4 vorlesen. Das Problem ist, wenn ich jetzt rausgehe, dann hörst du mich nicht mehr. Nein, lass mal nicht zur Debatte, also nicht zu den Versen. Ich wollte noch kurz ergänzen zum Thema. Ist alles gut, wir unterhalten uns ja nur. Da gibt es ja keinen Streit, gar nichts. Ist ja alles gut. Nee, das ist eine normale Unterhaltung. Wir stellen dir Fragen, du stellst uns Fragen. Das ist ja, natürlich. Natürlich. Okay, so soll es doch auch ablaufen. Kurz ergänzen zum Himmel. Ich habe echt das beste Video, was ich gefunden habe in 10 Jahren, über den Himmel hochgeladen. Das empfehle ich wirklich jedem, weil es gibt einen Pierre Vogel, der sagt, wir Christen werden nur Harfe spielen. Ja? Und deswegen habe ich gesagt, die Muslime brauchen mal eine realistische und fantastische, wirkliche Motivation als diese 72 Jungfrauen, wie der unglaubliche Himmel offen wird und was man da tun wird. Und deswegen habe ich es hochgeladen auf diese Frage. Okay, ich kann weitermachen. Danke. Freunde, ich mache jetzt aber Feierabend. Ich bin langsam auch fertig. Ich danke euch gerne wieder morgen. Wie ihr wisst, war ich heute den ganzen Tag unterwegs und ich habe kaum noch Kraft. Muss mich auch ausruhen, ne? Also morgen aber doch ein bisschen früher, ja? Bitte? Nein, morgen bin ich tagsüber dann. Bin ich tagsüber morgen hier. Okay, ich bin nachmittags wieder dabei. Ich bin dann auch da. Ich danke euch, Freunde, ja. Ich wünsche euch einen guten Tag. Salam alaikum. Mach's gut. Gute Besserung, Oma. Dankeschön. Passt auf euch auf. Bis morgen, Freunde. Ich danke euch. Danke. Ciao, ciao. Ciao, alle Freunde. Danke euch.